Das ist doch meistens nicht, wenn ich was sage. Das ist falsch. Hättest du mir mal vorher sagen sollen. Das ist falsch. Nee, du gehst nach vorne irgendwie, aber. So, guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr müsst jetzt ein ganz bisschen leiser sein, sonst können wir nämlich überhaupt gar nicht anfangen und dann werden wir auch überhaupt gar nicht fertig. Das will ja gar keiner. Also, guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen und erholsamen Abend und seid jetzt frisch für den zweiten halben Tag. Wir starten jetzt zunächst mit einer Aufforderung, nämlich Bewerberinnen und Bewerber fürs Landesschiedsgericht, bitte hier bei der Antragskommission Ihre Bewerbung anzumelden. Das ist die erste Meldung. Ihr wisst, was heute auf dem Programm steht, aber bevor wir sozusagen mit dem offiziellen Teil beginnen, wollen wir noch mal eine kleine Einstimmung und Ausstimmung sozusagen machen zum Thema Wahlkampf. Wir wollen noch mal ein bisschen zurückschauen auf die letzten Wochen und Monate, auf besonders Herausragendes aus diesen letzten Monaten. Und wir wollen denen, die neu anfangen in der Kommunalpolitik, eine kleine Hilfe geben, ein kleines Starterpaket zukommen lassen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Wir wollen euch jetzt ein paar Beispiele zeigen von besonders kreativem Wahlkampf. Und die hat Harald, der jetzt gleich sofort was sagt und mir nicht zuhört. Harald! Die hat Harald zusammengestellt. Guten Morgen, Harald. Hallo, Marianne. Hallo, der Rest zusammen im Saal. Ja, ich hab dich gerade schon anmoderiert. Ja, das habe ich mitgehört. Ja. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ihr auch. Und damit es die Zeit jetzt ein bisschen vorangeht, haben wir euch was Schönes eingeblendet. Nämlich, wir wollen euch ein paar Dinge zeigen, die wir besonders bemerkenswert im Wahlkampf fanden. Das ist natürlich jetzt nicht vollständig und das ist auch nicht vielleicht das Beste, was es jemals gegeben hat, aber es ist auf alle Fälle toll. Und dann gucken wir uns zum ersten Video aus dem Kreisverband Recklinghausen an, nämlich konkret aus Ohr-Erkenschwick und vom OV Recklinghausen selbst. So, schaut mal, was die für den Kommunalwahlkampf gemacht haben und in ihren Kinos präsentiert haben. Das fanden wir ganz spannend. Den Tieren geht es saugut hier. Unser Essen kommt von hier. Mein Strom, den mache ich selber. Das ist für uns war es einfach ein super Beispiel, weil es einfach zeigt, was wir für ein Potenzial bei uns für haben in den Kreis- und Ortsverbänden, dass ein Kreis oder beziehungsweise zwei Ortsverbände sich zusammentun und so ein Video drehen. Das ist einfach ein Hammer, finde ich. Einfach, das zeigt, dass es einfach richtig Potenzial gibt und nicht nur die Klassiker da sind, sondern einfach auch eine hohe Kreativität und Witz und Spaß beim Wahlkampf. So, und was es sonst noch gab zum Beispiel, da haben wir jetzt drei, vier Charts in einer Präsentation. Der Wilfried oder die Julia können jetzt ja vielleicht das erste Mal einblenden. Ihr habt ja wahrscheinlich alle noch vor Augen, wie so Kandidatenplakate aussehen können. Und das fanden wir zum Beispiel besonders witzig aus Arnsberg und auch besonders stark vom Bild. Also diese Windows-Anzeige war da natürlich nicht drauf, aber
So einfach eine nette Szenerie, kurzer Blick. Und natürlich dann im Nachgang am 25. Mai auch schnell das Danke noch oben drauf gepackt, auf die Webseite sozusagen. Auch alles mitgedacht bis zu der Minute nach der Wahl dann auch. Nächstes. Genau, das war Arnsberg im HSK. Alle, die bei der letzten LDK in Kamen waren, haben das gesehen. Das ist jetzt natürlich im weitesten Sinne kein Wahlkampf, aber wir hatten gerade kein passenderes Foto, okay. Aber dieses grüne Klavier haben die Kamenaraner, ich weiß gar nicht genau. Kamenianer. Die Grünen in Kamen, jedenfalls haben die das auch auf der Straße eingesetzt und haben damit auch, wie sie euch als Delegierte am Bahnhof begrüßt haben, auch richtig super Wahlkampf gemacht und einfach auch eine super Sache, eine gute, witzige Idee, um einfach auch Präsenz zu zeigen und Aufmerksamkeit zu erzeugen auf der Straße. Genau. Dann eine Website. Die Düsseldorfer Grünen haben es halt gewagt und geschafft, aus 3 Tage wach 36, nicht Tage, sondern Stunden zu machen und haben in unserer neuen LGS im 3. Stock ein 36 Stunden wach gemacht mit im Prinzip kommunalem Anspruch und das lief ganz gut, Mona, oder? Ja? Sag doch nochmal einen Satz dazu. Ja, das lief wirklich super. Wir hatten super Unterstützung, auch aus der Landesgeschäftsstelle freundlicherweise. Und es war echt nochmal eine gute Möglichkeit, einfach die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer für uns zu mobilisieren. Und wir überlegen, ob wir das tatsächlich auch hinkriegen, jetzt während und außerhalb von Wahlkämpfen auch sozusagen anzukündigen auf Facebook und solche Angebote zu machen. Genau. Okay. Ja, super. So, das war jetzt ein... waren jetzt nur 3 Dinge, beziehungsweise das Video eben als viertes als Beispiel. Ich weiß natürlich, dass ihr viel, viel mehr gemacht habt, aber wir wollen jetzt ja auch keine Wahlkampfauswertung oder keine allumfassende Präsentation hier machen, sondern das war so ein bisschen, um Aufmerksamkeit nochmal zu haben und auch nochmal ein bisschen Wertschätzung für Kreativität und Ideen darzustellen. Wir stellen auf alle Fälle viele Ideen, die ihr noch habt oder die wir mitbekommen haben, nochmal zusammen, damit wir in den nächsten Wahlkämpfen da aus einem breiten Pool schöpfen können. So, diesen Punkt runden wir jetzt nochmal ab mit einem, oder wolltest du noch ergänzen? Mit einem weiteren Video aus OWL, aus Bad Oeynhausen. Auch die haben was für Kino, als Kinospot gedreht zum Thema Verkehr. Und ab geht's. Ja, Harald hat es ja schon gesagt, wirklich sehr, sehr schöne Beispiele. Selbstverständlich machen wir noch auf vielen Ebenen eine Analyse dessen, was wir gut hingekriegt haben, was wir auch noch im nächsten Wahlkampf besser machen können in den Gremien. Und das muss auch halbwegs zeitnah passieren, sonst vergessen wir das. Und wir wollen ja 2017 noch viel, viel besser werden. Jetzt kommen wir aber mal zu denen, die schon diesmal besonders herausragend gut waren. Da haben wir ein paar Beispiele zusammengestellt, auch da ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich haben wir noch in viel mehr herausragenden kleinen Bezirken oder Gemeinden ganz großartige Ergebnisse erzielt, aber jetzt mal die Highlights. Genau. Also, was ihr da jetzt seht, das kennt ihr alle, dass wir total begeistert sind von dem Wahlergebnis, was wir NRW-weit hatten, mit 11,7% NRW-weit bei den Kommunalwahlen. Das ist sozusagen auf eure Arbeit baut das auf. Das war einfach richtig super und dafür sind wir euch auch total dankbar für euren Einsatz, für die 11,7% und für alles, was damit zu tun hat. Vielen, vielen, vielen Dank. Und hier seht ihr, wie grün NRW ist. Also es gibt dunkelgrün natürlich, es gibt ein bisschen mittelgrün und es gibt hellgrün und es gibt im Ennepe-Ruhr-Kreis noch was Gestreiftes. Das liegt daran, weil da heute noch in 2 Bereichen nachgewählt wird. Deswegen wird der Ennepe-Ruhr-Kreis heute auch noch grün werden. Aber da habt ihr mal so einen Eindruck, wo es viel grün gibt und weniger grün.
Und der Hammer ist, die 11,7, das war, ist ja so eine Maßgabe, aber was wir wirklich erreichen können, das zeigt ein schönes Beispiel aus Borchen in einem Stimmbezirk in Paderborn. Das ist es. Also 77% auf die Kommazahlen, die lasse ich jetzt mal weg, weil ab einem gewissen Zeitpunkt muss man da nicht mehr so genau hingucken. Aber ihr seht, alle anderen kämpfen um die 5%-Hürde. Okay, es gibt sie nicht im Kommunalen, aber das ist ein Highlight in einem Wahl, in einem Stimmbezirk in Paderborn im Kreis Borch, in der Gemeinde Borchen gewesen. So, aber jetzt nochmal ernsthaft. Telgte, Münster ist gestern ja schon erwähnt worden als Großstadt mit über 20% als super Ergebnis. Telgte bei Münster im Kreis Warndorf mit 35, glaube ich, ne? 35,4, auch hervorragend. Unsere beste Gemeinde, da stellen wir auch den Bürgermeister und haben auch wieder viele Direktmandate gewonnen. Und zweitbeste landesweit ist sozusagen hier in Sichtweite zu Siegburg in Lohmar mit genau, hier seht, da seht ihr auch den Chart mit 27,5% in Lohmar hier in der Nachbarschaft. Auch super und auch drei Direktmandate. So, das zeigt einfach auch nochmal mit dem Blick, den wir nachher ja auch inhaltlich in der Debatte zum Thema ländliche Räume führen, wie stark wir da auch teilweise sind und welche Potenziale wir da auch haben an der Stelle. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass wir heute auch nochmal die viele Orte haben, wo es auch noch Stichwahlen gibt und wo einfach viele Grüne auch nochmal unterwegs sind, nicht mit großen eigenen Kandidaten, ein paar werden halt auch nochmal von uns mit unterstützt, klar, aber wo es dann auch nochmal Interessen gibt und wo wir einfach heute Abend auch ganz gespannt sind, wer ja da jetzt sozusagen in den Stichwahlen durchkommt. Genau, vielen Dank für diese Ergebnisse. Wir stellen euch das auch nochmal ein bisschen breiter zusammen, aber habt ein bisschen Verständnis dafür. Erstmal Sommer und dann geht's damit weiter. Okay, jetzt geht's weiter sozusagen mit einem Bereich, wo wir uns wirklich richtig freuen. Das ist ja gestern auch schon angesprochen worden. Dass es tatsächlich gibt 22 neue Ortsverbände sich gegründet haben. Und wir wollen uns jetzt mit denen beschäftigen, die in der Kommunalwahl jetzt zum ersten Mal grüne Fraktionen haben. Das ist ja bei den Grünen ja nun wirklich ein weites Spektrum. Manche Fraktionen feiern ihr 30-Jähriges und manche fangen neu an. Und die neu anfangen, die wollen wir heute auch von der LDK nochmal mit einem Applaus und mit was Besonderem begrüßen. Und ich sage jetzt mal bitte den ersten Applaus für die neuen Fraktionen der Grünen. Genau. Genau, also 22, wir haben natürlich mehr als 22 Ortsverbände auch, aber in dem Fall haben wir jetzt, in 22 Gemeinden sind wir neu in die Rathäuser eingezogen. Aber zuallererst kommt die Edith nochmal kurz auch auf die Bühne, die Edith Steuten, die wahrscheinlich auch viele von euch kennen, die bei uns in der Landesgeschäftsstelle Personalentwicklung, unter anderem Organisationsentwicklung etc. macht. Und jetzt kommen noch viele von euch auch auf die Bühne, weil es geht jetzt ja darum, dass wir den Bildungsgutschein mit auf den Weg geben wollen. Ne, Edith? Mal gucken, wer schon da ist. Also wir fangen einfach mal an. Oder wolltest du zuerst erzählen, was wir denen überreichen? Ne? Genau. Dann erzähl doch erstmal kurz. Also wir haben uns überlegt, dass ja die Neuen erstmal auch ganz gut geschult werden müssten und dass sie das wahrnehmen können und haben uns überlegt, dass wir allen 22 Kreis- oder Ortsverbände, das sind ja Ortsverbände alles, ne, einen Bildungsgutschein über 50 Euro übergeben wollen, den sie bei GAR oder BÖL zu entsprechenden Seminaren einsetzen können. Ja, und da wollen wir jetzt auch ganz flott machen, genau, und die alle aufzählen und dann, genau, auch bitten, hier zu bleiben, weil wir gerne noch ein Foto machen. Nicht wieder weglaufen, also, ich gebe, genau, euch das, übergebe euch das und der Harald sagt. Genau, also nicht nur aufzählen, wir wollen jetzt ein bisschen Bewegung in den Laden bringen und wir haben der Reihe nach alphabetisch aus dem Kreisverband Borken, ist das der OV Stadtlohn. Ist jemand aus dem OV Stadtlohn hier? Falls nein, bitte jemand aus dem KV Borken zu uns auf die Bühne, damit ihr den Gutschein übergeben könnt. Ich hoffe, dass schon jemand aus dem KV Borken da ist. Ich sehe sie zumindest. Irgendjemand aus dem KV Borken auf die Bühne. Da kommt der Franjo Rikas und übergibt das dann hinterher den Stadtlohnern. Genau. Wir machen weiter. Weil die Edith, du kriegst das dann gleich hier und wart einfach. Wir machen gleich noch ein schönes Foto mit allen.
Es geht weiter mit dem KV Coesfeld, OV Ascheberg. Ist da jemand aus Ascheberg oder Coesfeld hier? Du übergibst das dann. Coesfeld. Bleibst du hier? Noch nicht da, okay, oder? Dann machen wir weiter mit Düren. Düren, da gibt es drei Ortsverbände, die neu in den Rat gekommen sind, beziehungsweise wo die Grünen in die Rathäuser gekommen sind, nämlich Aldenhofen, Merzenich und Fettweiß. Das ist sozusagen richtig, ja, richtig super. Weiter geht's mit Gütersloh und dem OV Verl, haben auch ein gutes Ergebnis mit über 10%, neu gestartet mit über 10%, und ich weiß, dass OV Verl nicht da ist, aber die Wiebke als Kreisverbandssprecherin ist hier, hat auch den kürzesten Weg vom Präsidium, genau. So, dann, ihr könnt auch schon mal ein bisschen davor rutschen und euch hier vorne aufstellen für das Foto gleich, genau, geht mal schön, nochmal hier vor das Rednerpult, kommen wir alle noch ein Stück nach vorne. KV Heinsberg wäre der Nächste. Mit zwei OVs, nämlich Gangelt und Selfkant. Gibt es Leute aus Gangelt oder Selfkant oder aus dem KV Heinsberg, die kommen können? Und da kommt jemand super. Aus Heinsberg. Dann Höxter in OBL, ganz, ganz weit im Norden, mit dem OV Borgentreich. Ist jemand aus Höxter da oder aus Borgentreich selbst? Ja. Da kommt die Bezirkssprecherin, auch gut. Die Sigrid macht das dann, sehr gut. Du musst das aber übergeben. Okay, aber dann ja. Gehen wir an den Niederrhein, nach Kleve, mit dem OV Weeze. OV Weeze oder Kleve? Da, sehr schön. Da kommt Weeze oder Kleve. Genau. So, jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft, der Kreisverband in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt, nämlich der KV Mettmann. Hat auch einen neuen OV in Heiligenhaus, und da kommt die Tina nach vorne dann für die Mettmanner Grünen. Ja, genau. Wie wäre es mit einem Zwischenapplaus? Die Hälfte der Leute haben wir jetzt nämlich auf der Bühne schon mal, genau. Hast du für ein OV? Wir sind der KV Mettmann. Ja, und dann zwei Ortsverbände im Kreisverband Oberberg, nämlich Marienheide und Rade vorm Wald, mit jeweils jetzt auch Grünen im Rat. Da kommt auch, genau. Sehr schön. So, Kreisverband Paderborn, auch drei neue Ortsverbände, nämlich also drei neue Grüne im Rat in drei neuen Orten. So, Borchen, Delbrück und Höfelhof. Sehr gut, der Johannes. Aus Siegen-Wittgenstein, die Grünen in Neuenkirchen sind auch neu im Rat. So, und wer sich noch erinnern kann, im Januar letzten Jahres waren wir in Bad Sassendorf im Kreis Soest, also nicht wegen unserer Tagung, glaube ich, aber immerhin sind die Grünen da jetzt auch neu im Rat. Bad Sassendorf im Kreis Soest. Stellt sich kurz dazu. Hallo. Und auch in Steinfurt, im ganz, ganz nördlichsten NRW in Mettingen, das ist sozusagen auf Höhe Osnabrücks, also eigentlich schon fast in Niedersachsen. Mettingen hat auch einen neuen Ortsverband. Ist denn jemand aus Steinfurt hier, beziehungsweise aus Mettingen? Norwich hat jemand schon gesehen? Nun gut. Oder da kommt er ja, genau, der Norwich, genau. Okay, so. Kommen wir zu den letzten dreien. Das Alphabet geht ja auch dem Ende zu. Wir waren jetzt schon bei S, Steinfurt, jetzt sind wir bei U, wie Unna. In Selm, OV Selm im Kreis Unna. Genau, herzlich willkommen. Super. Okay, die letzten beiden. Der Kreisverband Warendorf mit dem OV Behlen aus Warendorf. Der Alex kommt da, genau. Und Wesel noch, KV Wesel und OV Sonsbeck. Ist jemand aus Wesel da? So. Wesel, da kommt, ja, super. So, dann frage ich jetzt noch mal ganz kurz, weil Coesfeld hatten wir vorhin übergangen. Ist Coesfeld mittlerweile da oder steht jemand für Coesfeld auf der Bühne, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Kommst du für Coesfeld, Hermann, und dann sind wir vollständig und haben 22 neuen Rathäusern Grüne. So, und den kräftigen Applaus für unsere Grünen in den ländlichen Regionen,
Viel Erfolg bei eurer Arbeit, bei eurer neuen Arbeit in den Rathäusern und macht die Kommunen grün, macht die Orte grün und genau. Hast du alles im Kasten, Roland? Sehr gut. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten und in den nächsten 6 Jahren. Soweit für jetzt, oder Marianne? Vielen Dank, Harald, für das Zusammenstellen und natürlich überhaupt für alles. So, und jetzt geht es mit der ganz ordentlichen Tagesordnung weiter. Dafür übergebe ich ans Präsidium. Ihr übernehmt jetzt. Ja, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ihr wurdet ja schon richtig gut aufgewärmt. Viele von euch sind schon nach vorne gekommen. Dann können wir jetzt richtig frisch, fromm, fröhlich, frei oder wie war das, in den Tag starten. Und unser erster Tagesordnungspunkt heute ist die Wahl des Landesschiedsgerichts und der Rechnungsprüferin. Und wir haben ja gestern den Tagesordnungspunkt des Haushalts verschoben auf den heutigen Tag. Den werden wir dann direkt nach diesen Wahlen vor dem Tagesordnungspunkt des Antrags zu den ländlichen Räumen debattieren. So, wir haben bei der Wahl des Landesschiedsgerichts, mit dem wir heute anfangen, für die 6 Plätze 6 Kandidaturen. Für den Vorsitz kandidiert Jelis Budur. Dann haben wir für die 5 weiteren Mitglieder einmal Kira Heiden, Sebastian Trautmann, Barbara Nagib, Hans-Josef Dederichs und Marco Penz. Und ich frage jetzt in die Runde, ob es darüber hinaus sonst auch noch weitere Kandidaturen gäbe. Das ist nicht der Fall. Dann kann jetzt der Wahlzettel vorbereitet werden und wir beginnen mit der Vorstellung. Wir beginnen damit, dass Jelis sich als die Vorsitzende hier bewirbt und vorstellt und danach stellen wir dann in alphabetischer Reihenfolge gleich vor. Also darf Jelis anfangen. Und wir haben hier gesagt, dass wir allen, die sich hier bewerben, 3 Minuten Zeit geben für die eigene Vorstellung. Und jetzt wäre es schön, wenn wir Jelis sehen würden, die sich da... hallo. Und bitteschön, für dich 3 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Jelis Budur, ich bin Rechtsanwältin und Mediatorin, ich bin die Vorsitzende des Landesschiedsgerichts. Und für den Vorsitz kandidiere ich auch dieses Mal. In den letzten 2 Jahren hat das Landesschiedsgericht viele Veränderungen vollbracht. Zum Beispiel haben wir uns eine neue Landesschiedsgerichtsordnung erarbeitet, die von der LDK auch beschlossen wurde. Ebenso haben wir uns eine Geschäftsordnung gegeben. Wir hoffen, dass sich der gewünschte Effekt der Vereinfachung der Arbeitsabläufe für alle Beteiligten eines Verfahrens in der nächsten Amtszeit zeigt. Ich bin mir sicher, dass ich bzw. unser Team mit diesen neuen Aspekten wertvolle Arbeit leisten können für euch. Ich freue mich, mit eurer Unterstützung die kommende, für mich die 4. Amtszeit anzutreten. Vielen herzlichen Dank. Ja, Jelis, das ging jetzt schneller, als wir gedacht haben. Dann würde ich jetzt als nächstes Hans-Josef Dederichs nach oben bitten, wenn der schon sprechfähig ist. Genau, wunderbar, er ist auf dem Weg. Er ist auch immer im Einsatz. Nein, er ist immer im Einsatz, natürlich, wie wir ihn kennen. Bitte, auch du hättest jetzt 3 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Morgen zusammen. Mein Name ist Hans-Josef Dederichs, 50 Jahre, Sprecher vom OV Erkelenz im wunderbaren Kreisverband Heinsberg. Eigentlich habe ich, glaube ich, alle meine Worte letzte Nacht schon vertan, also deshalb mein ganz kurz. Ich bin Polizeibeamter, bin es gewohnt, zwischen streitenden Parteien Kompromisse zu finden und möchte diese Fähigkeit auch im Landesschiedsgericht mit einbringen. Schönen Dank. So schnell waren Sie. Vielen Dank für diese kurze und prägnante Vorstellung. Als nächste Kira Heiden, genau, die ist die nächste im Alphabet.
Guten Morgen. Liebe Freundinnen und Freunde, mit welchen Argumenten bewirbt man sich um das Amt einer Landesschiedsrichterin? Gestern beim Landesvorstand habt ihr euch wahrscheinlich darüber Gedanken gemacht, was die politischen Standpunkte der Kandidatinnen und Kandidaten waren oder ihre Schwerpunkte bei der Arbeit, vielleicht auch, wo sie herkommen und welche Region sie repräsentieren, wenn sie grüne Politik mitgestalten. Das ist ja auch ganz folgerichtig. Die Mitglieder des Landesvorstandes sind schließlich diejenigen, die wichtige Gestalter und Gesichter grüner Politik im Lande sind. Das Landesschiedsgericht dagegen wirkt im Verborgenen, zumindest eher im Hintergrund hoffentlich. Nämlich immer dann, wenn es zu Streitigkeiten und Zwist zwischen Leuten kommt, die bei uns in der Partei sich engagieren. Wenn es denen nicht gelingt, ganz gelegentlich ihre Streitigkeiten auf den Wegen beizulegen, die dafür vorgesehen sind, nämlich auf politischem Wege, dann können sie sich unter gewissen Umständen an das Landesschiedsgericht wenden. Und wir entscheiden den Streit dann anhand rechtlicher Maßstäbe. Dabei sind wir unabhängig und an irgendwelche Weisungen, insbesondere des Landesvorstandes oder anderer Vorstände, nicht gebunden. Was kann ich da beitragen zur Arbeit des Landesschiedsgerichts? Auf der einen Seite bin ich von Beruf Richterin an einem Amtsgericht. Diese Art der Tätigkeit ist mir also nicht ganz unbekannt und eine gewisse Routine ermöglicht es vielleicht ein strukturiertes Herangehen an die Fälle, die an uns herangetragen werden. Auf der anderen Seite bin ich seit 8 Jahren Mitglied bei den Grünen und den weit überwiegenden Teil davon auch aktives Mitglied der Grünen. Ich habe Wahlkämpfe bestritten, war Ratsfrau und bin jetzt Mitglied einer Bezirksvertretung. Dabei sammelt man eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse, was ich euch hier sicher nicht sagen muss. Das Ganze ermöglicht es dann jedenfalls, Verständnis für die Positionen derjenigen zu haben und zu zeigen, die ihr Anliegen an das Landesschiedsgericht herantragen. Das Ganze ist sicherlich förderlich, um allen einen fairen Umgang zu ermöglichen bei unseren Verfahren. Vor 2 Jahren wurde ich ins Landesschiedsgericht gewählt. Seitdem habe ich dort mit engagierten Kolleginnen und Kollegen gut zusammengearbeitet. Viele Verfahren haben wir abschließen können. Außerdem haben wir, etwas allgemeiner gesprochen, die Landesschiedsgerichtsordnung überarbeitet. Das Ganze wurde im letzten Jahr erfolgreich zur Abstimmung gestellt. Und die Hoffnung war und ist, dass unsere Arbeit dadurch vielleicht ein wenig verständlicher geworden ist. Ich habe sehr gerne im Landesschiedsgericht gearbeitet. Deswegen würde ich meine Arbeit dort auch fortsetzen, werbe um eure Unterstützung. Auf der anderen Seite hoffe ich und wünsche ich euch, dass ihr es immer schafft, eure eigenen Angelegenheiten ohne unsere Hilfe zu erledigen. Das wäre das Beste für alle. Dankeschön. Okay. Herzlichen Dank, Kira. Bitte entschuldige, dass wir jetzt hier gerade ein bisschen hin und her gesprochen haben. Als nächstes würden wir jetzt Barbara Nagib nach oben bitten, die ebenfalls 3 Minuten Zeit hat, sich vorzustellen. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Bei meiner letzten Bewerbung vor 2 Jahren. Damals hat Sabine Brauer sich auch beworben und hat in ihrer Bewerbungsrede eine neue Streitkultur gefordert. Das ist es, dachte ich damals, denn Auseinandersetzungen, das kennen wir alle, kosten Nerven, Kraft, vor allen Dingen viel Zeit, die man weitaus besser verwenden kann und in unserem Fall vor allen Dingen in der politischen Arbeit vor Ort investieren sollte. Denn meist ziehen solche innerparteilichen Streitereien über Wochen hin, lähmen Entscheidungen, vergiften das Klima und verursachen im Extremfall auch noch schlechte Presse. Aber das mit der Streitkultur ist nicht ganz so einfach zu realisieren. Die Partei sieht sich einerseits schnell wachsenden Strukturen gegenüber, die sich schon in sich ein Konfliktpotenzial tragen, und andererseits besitzt sie auch Strukturen, die auf eine lange Tradition zurückbringen. Das Schiedsgericht einer Partei bietet hier bei möglichen Streitereien einige Vorteile. Es erzielt, wenn es dazu kommen sollte, auch eine erhebliche Verfahrensbeschleunigung, bietet mögliche Kostenvorteile, wenn es um höhere Streitwerte geht. Das Verfahren kann flexibler und individueller an die Wünsche der Parteien angepasst werden, zum Beispiel was den Verhandlungsort angeht, und es kann die Vertraulichkeit des Verfahrens vereinbaren.
In vielen Bereichen ist Transparenz entscheidend, so auch beim Landesschiedsgericht. Mit der neuen Landesschiedsgerichtsordnung haben wir einen Wegweiser für eine mögliche Verhandlung und die Struktur eines Antrags gestellt. Es sind für jeden die Bedingungen und Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen Antrages ersichtlich geworden. Die Vision einer neuen Streitkultur bleibt. Eine Streitkultur ist immer auch gebunden an klare Regelungen und Rahmenbedingungen, wie viele Freiräume werden wem zugesprochen und wo werden bisherige Freiräume beschnitten. Das sollte ein Ziel sein, die Entwicklung von Kriterien für eine grüne Kultur des Streitens. Jetzt bewerbe ich mich einmal für meine zweite Amtsperiode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder euer Vertrauen gebt und eure Stimme. Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit gehabt. Ich bin in unserem Bund diejenige, die nicht juristisch vorgebildet ist, nur mit einem Halbwissen versehen ist. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich bin seit 2011 Mitglied bei den Grünen und engagiere mich seit April 2011 als Sprecherin der LAG Finanzen und seit Ende 2011 als Sprecherin der LAG Wirtschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ihr mir euer Votum gebt. Vielen Dank, Barbara. In der alphabetischen Reihenfolge als nächster stellt sich Marco Penz vor. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Marco Penz, komme aus dem Kreis Oberberg, bin 25 und bin in den letzten Zügen meines Jurastudiums an der Uni Bonn. Die Bewerbung letztlich kam jetzt auch für mich ein bisschen überraschend für das Landesschiedsgericht. Ich habe mich eher jetzt auf die Vorbereitung meines ersten Staatsexamens damit meine Zeit verbracht und habe aber jetzt quasi doch gesehen, dass es zur Wahl steht und quasi noch Plätze auch zu vergeben sind. Deswegen möchte ich gerne diese Arbeit mitgestalten. Ich bin seit 2009 bei den Grünen aktiv, habe zurzeit kein politisches Amt mehr und insofern würde ich gerne quasi auch meine, ja, das, was ich im Studium letztlich gelernt habe, auch ein bisschen in die Parteiarbeit reinbringen, auch wenn sich wahrscheinlich keiner wünscht, dass es zu vielen Verfahren vom Landesschiedsgericht kommt, weil letztlich, glaube ich, ist es unser aller Ziel, dass wir möglichst gut miteinander auskommen und Streitigkeiten möglichst friedlich beilegen, aber es gibt dann doch leider die Fälle, wo es vor einem Landesschiedsgericht landet und letztlich, gegebenenfalls entschieden werden muss, wenn eine einvernehmliche Lösung nicht gefunden werden kann. Dafür bewerbe ich mich bei euch und würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gibt, sodass ich auch quasi die nächsten zwei Jahre auch Erfahrung in diesem Bereich sammeln kann und bin guter Dinge, dass ich auch, glaube ich, ein Stück meiner Erfahrung auch in die Arbeit reinbringen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco. Als letzter in dieser Runde der Bewerberinnen und Bewerber fürs Landesschiedsgericht, Sebastian Trautmann, deine Vorstellung bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Sebastian Trautmann. Ich bin auch Jurist, wie manch andere bislang im Landesschiedsgericht tätige, im Landesjustizministerium tätig derzeit. Zu der Funktion und den Aufgaben des Landesschiedsgerichts und dessen, was es noch erfüllen soll, ist ja jetzt einiges gesagt worden. Das kann ich mir insoweit sparen und einfach darauf hinweisen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahren eine sehr interessante und auch kooperative und konstruktive Zusammenarbeit im Landesschiedsgericht gehabt haben mit den drei Kolleginnen, die wir sicher gerade eben schon vorgestellt haben und auch noch mit Frank Starken und Janina Zensus. Das war sehr gut und das hat viel Spaß gemacht. Und es war auch sehr konstruktiv und ich glaube, dass wir auch die Verfahren, die zu uns gekommen sind, zu aller Zufriedenheit oder zu der meisten Zufriedenheit gelöst haben. Ich möchte mich nochmal für dieses Landesschiedsgericht aufstellen lassen. Ich freue mich, dass auch zwei neue Kandidaten hier, die noch bislang noch nicht dabei waren, dabei sind. Sechs Leute können gewählt werden. Es ist eine Arbeit, die auf eine längerfristige Perspektive angelegt ist. Man muss eine Weile dabei sein, um alles zu verstehen und das ist schön, dass es zwei neue gibt und deswegen freue ich mich auch, wenn ihr mir wieder ein Mandat gebt für die nächsten zwei Jahre. Vielen Dank.
Ja. Herzlichen Dank, Sebastian. So, ihr habt eben mitbekommen, hier oben war eben kurz Unruhe. Ich erkläre euch jetzt, warum. Und zwar ist es so, dass leider der Hans-Josef Dederichs nicht antreten kann, weil das die Landesgeschiedsgerichtsordnung in § 2 Absatz 2 regelt, dass Mitglieder von Vorständen der Partei oder ihrer Gebietsverbände nicht Mitglied des Landesschiedsgerichts sein können. Und Hans-Josef Dederichs hat sich eben sehr spontan eben beworben, und da ist uns das an der Stelle auch durchgegangen, hat daher seine Bewerbung wieder zurückgezogen. Ein Teil von euch hatte schon alte Stimmzettel, neue werden jetzt gerade verteilt. Das heißt, ihr seht jetzt Stimmzettel für euch, nur Stimmzettel werden gleich als, da bitte ich jetzt um eure Aufmerksamkeit, es werden gleich Stimmzettel nur als gültig anerkannt, wenn dort der Name von Hans-Josef eben nicht drauf ist. Und obendrauf, um auch das nochmal deutlich kenntlich zu machen, steht dann neu hier an der Stelle dabei. Ihr könnt gleich auf diesem neuen Stimmzettel die Leute einzeln wählen mit Ja, Nein und Enthaltung. Oder ihr dürft natürlich auch, wenn ihr das wollt, entweder alle mit Ja, alle mit Nein oder alle mit Enthaltung hier ankreuzen. Das ist also ein Entweder-Oder. Und das ist jetzt an der Stelle ein bisschen hin und her gelaufen, aber wir haben das alles miteinander geklärt. Es ist schade, dass das für Hans-Josef jetzt nicht möglich ist, aber wir haben dann 5 Mitglieder im Landesschiedsgericht und wir verteilen jetzt zunächst die Zettel und werden danach dann wieder mit dem Einsammeln beginnen. Und wie gesagt, bitte vernichtet die alten Stimmzettel und dass es da jetzt kein Durcheinander gibt. So, wunderbar. Bitte? So, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, dass jetzt schon verteilt wird. Kann mal jemand irgendwie winken, wer noch keinen Stimmzettel hat vielleicht? Hier oben auf dem Präsidium ist auch ein Delegierter. Ja, es fehlen noch Stimmzettel, wir machen ja auch noch nicht weiter. OWL ist noch nicht komplett versorgt. Wolfgang. Jetzt noch mal Hände hoch, wer noch keinen Stimmzettel hat. Also rechts außen. Was? Der Kopierer läuft noch, also die, die noch keinen Stimmzettel haben, keine Panik. Wir steigen nicht in den Wahlgang ein, bevor nicht alle versorgt sind. Aber haltet vielleicht die Hände oben, damit die Verteiler auch sehen, wo sie noch hin müssen. Es fehlen noch so 10 bis 15 Stimmzettel, die werden gerade noch produziert. Ein bisschen hinten, Geduld hinten, noch, hinten vom Podium aus gesehen rechts. Und ganz hinten
Auf der linken Seite wird auch noch gewunken. Auch da müssen noch Stimmzettel hin. Die haben schon Stimmzettel, die halten die Stimmzettel. Ach so. Bitte lass die Stimmzettel noch unten, der Wahlgang ist noch nicht eröffnet. Nur die Hände hoch, die noch keinen Stimmzettel haben. Von hier aus gesehen immer noch hinten rechts. So, das sieht jetzt aber schon ganz gut aus. Aber sag's nochmal laut. Habt ihr jetzt alle einen Stimmzettel erhalten? Wenn nicht, bitte jetzt nochmal aufstehen. Gut, also, alle haben einen Stimmzettel erhalten. Ihr könnt wählen, wie es die Wiebke euch gerade gesagt hat. Und der Wahlgang ist eröffnet. Die Helfer kreuzen bitte die 1 an. Braucht ihr noch Stimmzettel? Hier vorne müssen noch neue Stimmzettel her. Da sind jetzt noch Delegierte nachgekommen, die noch keinen Stimmzettel bekommen haben. Ich bitte mal die Mitarbeiter der Geschäftsstelle noch mal mit ein paar Stimmzetteln hier hochzukommen. Ja. Irgendwann ist Schluss. So, wunderbar. Da kommt einer. Wer braucht noch einen? Okay. So, und dann könnt ihr mal die Zettel... Hier vorne in der ersten Reihe wurden noch... Alles gut, alle versorgt. Okay, dann dürft ihr jetzt, um es den Einsammlern zu erleichtern, bitte mal hochhalten eure Stimmkarten, wenn ihr die Zettel abgeben wollt. Oh ja, das sind noch viele. Da gehen wir einfach noch durch die Reihen. Bitte hier oben das Präsidium und auch die Vorstandsmitglieder, die Delegierte sind nicht vergessen. Hier vorne rechts sind noch Stimmen abzugeben. So, hier vorne rechts wird noch eingesammelt. Bitte nochmal hochhalten, wer seine Stimme noch nicht abgeben konnte. Da hinten links sind auch noch ein paar. Da ist aber auch schon jemand unterwegs. Wunderbar.
So, konnten jetzt alle ihre Stimmzettel abgeben? Ist noch irgendein Stimmzettel nicht abgegeben? Das ist nicht der Fall, dann schließe ich den Wahlgang. Okay, jetzt werden wir ein bisschen Zeit brauchen, um auszuzählen. Wir können aber in der Zwischenzeit in der Tagesordnung schon fortfahren. Und zwar steht an die Wahl der Rechnungsprüferinnen. Als Rechnungsprüferinnen haben wir die Bewerbung vorliegen von Doris Eisenmeier, Susanne Rickers, Andreas Woboda, Gerhard Arndt, Stefan Graf und Martin Hase. Die Andreas Woboda ist heute nicht da, weil ihr Kind erkrankt ist. Die ist also zu Hause, die hat aber ihre Bewerbung schriftlich eingereicht. Die liegt euch also vor. Also wir fangen mit den Frauen an. Ja, es passt dann so. Wir fangen mit so rum an. Genau, ich habe das gleich schon in der Reihenfolge der Frauenplätze zuerst. Also in der Reihenfolge gehen wir vor. Okay, ihr habt für diese... Susanne Rickers, höre ich gerade, ist auch nicht da, aber auch sie hat eine Bewerbung eingereicht und hat ihre Kandidatur somit erklärt. Dann bitte ich die Doris Eisenmeier nach... Eisenmenger nach vorne, um sich vorzustellen. Du hast 3 Minuten Zeit. Wo ist sie? Die Doris Eisenmenger. Als Rechnungsprüferin. Die ist offensichtlich noch nicht da. Susanne Rickers und Andreas Woboda sind auch nicht da. Dann frage ich nach Gerhard Arndt. Ist Gerhard Arndt da, der sich als Rechnungsprüfer beworben hat? Ist auch nicht da. Der hat es, glaube ich, gestern noch. Der hat sich gestern abgemeldet, ne? Stefan Graf wäre der nächste Kandidat für die Rechnungsprüfung. Der hat sich gestern abgemeldet. Okay. Martin Hase, letzter Versuch. Martin Hase ist da. Ein Applaus für Martin Hase. Super. Dann darfst du dich jetzt der Versammlung vorstellen. Na gut, da ich der einzige Rechnungsprüfer bin, der heute da ist, will ich dann mal mein Glück versuchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bewerbe mich bei euch als Rechnungsprüfer. Ich bin seit 11 Jahren Mitglied der Grünen im Kreisverband Essen und seit 4 Jahren im Kreisvorstand, davon 2 Jahre Schatzmeister. Ich interessiere mich insbesondere für die politischen Themenfelder Wirtschaft, Soziales, Natur- und Umweltschutz. Im Bereich Naturschutz ist die Waldbewirtschaftung in Essen ein Thema, das in den Naturschutzverbänden diskutiert wird. Wir haben außerdem auf der letzten Mitgliederversammlung eine Resolution zur Aufforstung des Waldbestandes nach dem Sturm beschlossen. Im Bereich Wirtschaft haben wir uns in der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft in Essen mit dem Thema Suffizienz beschäftigt. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder und im öffentlichen Dienst tätig. Als Mitarbeiter einer Beitragsabteilung in der Sozialversicherung bin ich vertraut im Umgang mit Zahlen und gesetzlichen Vorgaben. Ich möchte mich im Rahmen der Rechnungsprüfung für die Landespartei einsetzen. Ich wurde zum Sozialversicherungsfachangestellten ausgebildet und besuchte 2 Weiterbildungen zum Gesundheits- und Sozialökonom und zum Marketing- und Vertriebsökonom. Ich bewerbe mich erstmalig für die Rechnungsprüfungskommission und freue mich darauf, mich in dieser Aufgabe einarbeiten zu dürfen. Ich hoffe, dass mich das Team dabei unterstützen wird und bringe auch gerne meine bisherigen Erfahrungen ein. Der Landesfinanzrat und der Kreisverband Essen haben mir sein Votum gegeben und ich bitte euch deshalb um eure Stimme. Dankeschön. Genau. Weitere Bewerbungen liegen uns für das Amt der Rechnungsprüfer nicht vor. Wir bereiten jetzt die Stimmzettel vor mit allen Kandidatinnen und Kandidaten, die ihre Bewerbung eingereicht haben. Es wird einen Moment dauern. Wir können in der Zwischenzeit das Votum können wir machen, ne? Das Votum des Landes machen wir.
So, ich höre gerade hier, wir haben im Moment ein bisschen Probleme mit dem Drucker. Das wird sich also noch etwas hinziehen, bis wir die Stimmzettel vorliegen haben und kopieren können. Wir machen aber jetzt weiter mit dem Votum des Landesfinanzrates zur Bewerbung der Rechnungsprüfer. Und das sollte Peter Gehrig machen. Ist der Peter da? Was ist denn hier los? Gibt es jemand anderen, der das Votum des Landesfinanzrates, das kann der Wolfgang machen? Nein? Okay, vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es soll nicht den Eindruck erwecken, dass Finanzer nicht da sind, sondern wir sind da und auch verlässlich. Darum das Votum des Landesfinanzrates aus dem Mai. Dort sind alle Kandidaten sehr wohl bekannt und zum Teil bewährt. Und wir haben es auch wieder geschafft, dass wir drei Frauen und drei Männer gefunden haben. Und alle Kandidaten haben bis auf einzelne Nein und Enthaltungen die große Mehrheit des Landesfinanzrates bekommen. Und damit haben wir das Votum für alle sechs ausgesprochen. Okay. Ja, vielen Dank. Wir schieben jetzt den Wahlgang noch ein bisschen raus, aus den eben genannten Gründen, und machen weiter mit der Einbringung des Haushaltes. Und da kommt das erste Mal zum Einsatz der neue Landesschatzmeister Wolfgang Rettig. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine Premiere für mich, das erste Mal, dass ich den Landeshaushalt einbringen werde. Die Vorlage findet ihr unter Top 2, das sind es die Seiten 14 bis 18, das korrespondiert mit dem Haushaltsjahr 2013 und 2014, die Seiten 19, 20, 21 und natürlich den Ansatz für die Europa- und Kommunalwahl, das wäre die Seite 6. So ein Haushalt macht sich ja nicht von alleine, habe ich ja gestern gesagt, und das ist auch so. Der wurde letztes Jahr im Landesvorstand beraten, im Landesfinanzrat wurde er beraten und natürlich in der Haushaltskommission wurde er beraten. Und der Landesfinanzrat hat ihn ja auch vorläufig in Kraft gesetzt, sodass wir jetzt ja mitten des Jahres 2014 uns auch mit dem Haushalt beschäftigen und ihn heute sozusagen endgültig abschließen. Der Haushalt zeichnet sich aus durch Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Ich persönlich habe mich damit beschäftigt, da ich ja in der Haushaltskommission 2013 noch drin war. Und in einem Landesfinanzrat habe ich mich damit ja beschäftigt. En Detail in den einzelnen Punkten, da muss ich mich natürlich jetzt noch richtig einarbeiten. Ich habe immer nur die geronnenen Zahlen gesehen, aber ich glaube, innerhalb von den nächsten Monat habe ich auch mit Excel und mit OpenOffice und so weiter mir einen richtigen Überblick geschafft, sodass ich auch nicht nur geronnene Zahlen vortragen kann. Ich möchte in die einzelnen Punkte gehen. Das wären in der Seite 19, der Haushalt 2014. Das wäre zum einen das Personal. Hier werdet ihr sehen, dass wir eine Aufstockung vorgenommen haben bei den Finanzen. Das liegt einerseits daran, dass wir ab gestern natürlich vier Leute im GLV haben, die wir wieder voll finanzieren werden. Wir haben davor mit Monika Düker eine MDL gehabt, wo wir nur die Auslagen sozusagen finanziert haben, aber nicht das Gehalt. Das ist so bei uns. Dann haben wir auch eine Leitung LGS noch eingeplant, wo wir uns im Herbst mit dem Vorstand beraten, wie wir das machen können und so weiter. Das hatten wir ja. Und sowas ist noch eingepreist. Deswegen sind dort die Ansätze höher. Das Ganze könnt ihr im Detail sehen auf der Seite 20. Dann zum Geschäftsbetrieb. Hier sind ja noch der ganze Umzug, der ganze Umbau und so weiter noch drin. Möbel, Medien, LAG-Raumausstattung, Server und so weiter, was wir besorgt haben. Das findet sich hier drin, deswegen ist das ein bisschen höherer der Ansatz. Überwiegend eben die neue LGS, die dort reinspielt. Dann zur Gremienarbeit, da seht ihr, dass bei Tagungen ein deutlich höherer Ansatz ist. Hier spielt diese LDK hinein, die ja, wie ihr seht, immer professionell ist. Wir haben sozusagen ein Twitter-Team, wir haben permanent einen Draht nach draußen und so weiter. Wir haben unsere Gebärdendolmetscher, das kostet alles.
Und da haben wir jetzt einen höheren Ansatz mal gemacht, weil wir die in den letzten Jahren immer wieder gerissen haben. Und deswegen ist da ein höherer Ansatz. Bei den LAGen, da seht ihr ja die 25.000, da wurden letztes Jahr ja 12.000 Euro abgerufen. Da hatte jede LAG 1.000 Euro zur Verfügung. Und hier kommt das, was ich gestern gesagt habe, hier müsste man mal gucken, wie wir dann mal mit Projekt arbeiten. Also wenn LAGen große Projekte vorhaben, wie jetzt zum Beispiel 5 LAGen zusammen eine große Tagung über TTIP veranstalten, wie man sowas dann auch noch finanziert bekommt, neben der alltäglichen Arbeit in LAGen. Da müssen wir mal sprechen, das macht der Landesvorstand, das werde ich dort auch einbringen. Da möchte ich andere Möglichkeiten mal auflisten. Ihr seht beim Landesvorstand einen Ansatz von 55.000 Euro bei den Aufwänden. Das haben wir jetzt mal geschätzt, da wir letztes Jahr das erste Jahr hatten mit komplett 20 Leuten im Vorstand. Wir glauben, dass wir damit hinkommen werden. Öffentlichkeitsarbeit, seht ihr, den Aktionshaushalt immer noch bei 60.000 Euro. Der bleibt jetzt auch erstmal dieses Jahr noch bei 60.000 Euro, aber ich, wie gesagt, ich möchte das nächstes Jahr mit einer Fundraising-Strategie unterlegen, dass wir hier auch beim Aktionshaushalt Bewegung hinbekommen. Der Öko-Fonds bei 30.000 Euro. Auch hier, das habe ich in meiner schriftlichen Bewerbung eingereicht, möchte ich ein paar Änderungen einbringen, dass wir auch hier auf der Bühne und vielleicht auch draußen einfach mit den Leuten in Interaktion kommen, die den Öko-Fonds abrufen, die dort Projekte machen. Das möchte ich machen, aber der Ansatz bleibt bei 30.000 Euro und ich möchte auch schaffen, dass wir irgendwann mal diese 30.000 Euro für wichtige Initiativen der Grünen mit komplett ausgeben. So, Sonderhaushalt, Wahlkampf, das seht ihr, wir hatten den Europawahlkampf und den Kommunalwahlkampf, der Landesvorstand hat diese natürlich sekundiert, Europawahlkampf war eigentlich Bundesebene, Kommunalwahlkampf machen wir ja vor Ort, aber natürlich die ganze Strategie, alles was dahinter ist, die Touren und so weiter, das subsumiert sich darunter. Das sind insgesamt 275.000 Euro gewesen plus 20.000 Euro Spenden. Das war eine Spendenaktion, die Sven Giegold gemacht hat. Da sage ich mal Dankeschön, dass wir dort nochmal um die 20.000 Euro eingesammelt haben und zwar mit einer blendenden Fundraising-Strategie. Kommen wir zu den Einnahmen. Da seht ihr ja die Mitgliedsbeiträge. Wie ihr es wisst, machen wir dort immer den Ansatz, wie viele Mitglieder wir haben und der wird dort reingeschrieben. Ich hoffe ja, Marianne hat ja jetzt gesagt, dass sie eine Mitgliederwerbekampagne machen möchte, dass wir mehr Mitglieder bekommen. Ich werde sie dabei unterstützen, weil ich das wichtig und sinnvoll finde. Dann natürlich die Mandatsträgerbeiträge. Das ist gemäß Beschluss eingebracht. Ich sage auch hier immer, vielen, vielen Dank für die Mandatsträger. Das sind um die 500.000 Euro, das sind 15% unseres Haushaltes. Also das ist eine enorme Leistung, die hier gemacht wird. Vielen, vielen Dank an die Mandatsträger. Zu den Spenden habe ich ja gestern bei meiner Bewerbungsrede gesagt, jetzt lassen wir die 20.000 Euro mal drin, aber diese 12.000 Euro, die möchte ich als reale Spenden schon einmal generiert haben, die uns dann noch fehlen. Dann zu den Mieteinnahmen noch. Ich kann vermelden, da habe ich gestern mit Jörg May nochmal drüber gesprochen, dass wir komplett vermietet sind. Also wir haben ja die LGS gekauft und es sind ja einige Bereiche an grünnahe Institutionen vermietet worden, an den Kreisverband Düsseldorf vermietet worden, aber auch an extern vermietet worden. Wir haben jeden Quadratmeter vermietet. Das heißt, dass diese Mieteinnahmen auch so in der Größe dieses Jahr kommen können. So, summa summarum heißt das, wir haben eine schwarze Null mit 840 Euro plus. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch halten und dass wir das vielleicht sogar ausbauen. Die vorausschauende Finanzplanung bleibt natürlich erhalten. Ihr seht das auf der Seite 21 mit der mittelfristigen Finanzplanung. Und im nächsten Jahr, wenn ich mich gut eingearbeitet habe, möchte ich das Ganze hier auch nicht nur in einem Wortbeitrag und Wortvortrag referieren, sondern gerne auch mit grafischen Elementen an so einer Beamerwand arbeiten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Wolfgang. Bevor wir jetzt die Stellungnahme vom Landesfinanzrat und eine eventuelle Aussprache machen, würde ich einmal gerne rumfragen, es sind jetzt die Zettel verteilt worden, die Stimmzettel für die Wahl der Rechnungsprüferinnen. Einmal kurz aufzeigen, wer noch keinen hat. Okay, das sind Vereinzelte in der Mitte. 2, 3 Reihen. Okay, die werden jetzt verteilt.
Dann würde ich sagen, uns ist jetzt gesagt worden, dass Elisabeth Pech-Büttner vom KV Oberberg das Votum des Landesfinanzrats erzählen wird, berichten wird. Jetzt noch mal aber einmal kurz aufzeigen. Hat jetzt noch irgendjemand keinen Zettel? Drei. Das da hinten in der Reihe vielleicht, genau, kannst du nach vorne kommen? So, dann würde ich nämlich auch da an der Stelle einmal das, und hier vorne, auf dem Präsidium einmal noch. Wunderbar. Auch hier könnt ihr wieder wie eben gerade die einzelnen Kandidatinnen mit Ja, Nein und Enthaltung bewerten im Grunde genommen oder alle Ja, alle Nein oder alle Enthaltung machen. Und weil jetzt dann so, weil jetzt dann jetzt alle die Zettel haben, sage ich, der Wahlgang ist eröffnet und wir können dann parallel weitermachen mit Elisabeth Pech-Büttner, entschuldige. Ja, normalerweise müsste ich nur einen Satz sagen. Der Landesfinanzrat hat den Haushalt 2014 einstimmig ohne Stimmenthaltung beschlossen. Das ist mir allerdings zu wenig. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass der Haushalt doch von Jo Schröers so vorgelegt worden ist. Und das Votum des Landesfinanzrats bedeutet, dass Jo seinen Job gut gemacht hat. Von daher ist mir nicht verständlich, warum er nicht wiedergewählt wurde. 19 Jahre hat Jo die Finanzen in Ordnung gehalten, unter anderem die neue Immobilie Oststraße trotz erheblicher Mehrkosten finanzierbar gemacht. Und jetzt war das alles nichts. Offenbar gilt, Jo hat seine Schuldigkeit getan, Jo kann gehen. Jo, Elisabeth, ja. Wir haben sehr viel Verständnis dafür, ja. Ja, aber es ging jetzt eigentlich um das Votum zum Haushalt. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, dass du das jetzt machst. Okay. Dann sage ich noch, Jo, Dankeschön für alles. Danke. Okay, Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind jetzt da auch mitten im Wahlgang. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid. Vielleicht zeigen die mal auf, die noch nicht den Zettel eingesammelt bekommen haben. Okay, das sind noch einige. Dann frage ich noch mal rum. Wir sind ja jetzt auch noch parallel mitten eben in der Debatte zum Haushalt 2014 und der mittelfristigen Finanzplanung. An der Stelle jetzt die Frage in den Raum, ob es an dieser Stelle Debattenbedarf gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann gehen wir weiter erstmal vor. Okay, bevor wir jetzt in die Abstimmung über den Haushalt gehen, habe ich noch ein Ergebnis aus dem Wahlgang zum Landesschiedsgericht. Abgegeben wurden 193 Stimmen, alle Stimmen waren gültig, das Quorum lag damit bei 97. Alle Kandidatinnen haben das Quorum deutlich erreicht. Jelles Budur mit 177 Ja-Stimmen, Kira Heiden mit 187 Ja-Stimmen, Sebastian Trautmann 187 Ja-Stimmen, Barbara Nagib 177 Ja-Stimmen und Marco Penz mit 186 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, nehmt ihr eure Wahl an. Davon ist schwer auszugehen. Okay, sind jetzt noch irgendwo Stimmzettel abzugeben? Bitte hochhalten. Vereinzelte beim KV Gütersloh. Was war die Frage? Es wurden abgegeben 193 Stimmen.
So, also nochmal jetzt die Bitte aufzuzeigen, wer noch nicht seine Stimme für die Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer abgeben konnte. Das ist nicht der Fall. Dann können wir hiermit den Wahlgang schließen und die Z1er noch. Aber dann aber schnell. So, 3, 2, 1. So, damit ist der Wahlgang jetzt geschlossen. Die Stimmzettel können ausgezählt werden. Ich danke euch und wir machen jetzt hier weiter. Und die Frage an dieser Stelle, damit wir den Haushaltspunkt jetzt gleich verlassen können, ist nun also eine Abstimmung, die wir mit Kartenzeichen machen. Und zwar frage ich euch, ob die LDK dem Haushalt 2014 wie vorgelegt zustimmt. Und wer das tut, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Herzlichen Dank. Jetzt bitte ich noch um Nein-Stimmen. Ich sehe keine. Enthaltungen? Einzelne? Okay. Ja, eine ist hier sichtbar. Okay, damit ist der Haushalt einstimmig verabschiedet, jedenfalls soweit wir das hier von hier oben sehen können. Wir danken euch und können jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen also nun zum Tagesordnungspunkt 8, grüne Politik für die ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen. Ihr habt vorliegen schon eine Übersicht über die eingereichten Änderungsanträge und den Vorschlag des Landesvorstands, wie damit umzugehen ist. Ich würde das jetzt nicht vorstellen und auch später nicht ausführlich machen, weil es sich hier um 19 DIN A4 Seiten handelt, sondern bitte euch, dass ihr euch das jetzt in Ruhe auch während der Debatte vielleicht einmal anguckt. Nach unserer Information ist es so, also dass es eine Abstimmung gleich geben wird. Die seht ihr aktuell auf Seite 15. Und ansonsten sind im Konsens die modifizierten Übernahmen oder eben Ablehnung oder auch Übernahmen gestern Abend verhandelt worden. Und dann gehen wir jetzt aber zunächst einmal in die Debatte, bevor wir gleich auch das Verfahren so abstimmen. Wir haben gesetzte Redebeiträge von Horst Becker, Alfons Kuhles von der LAG Landwirtschaft, Norwich Rüse aus der Landtagsfraktion, Barbara Steffens, dann haben wir Dagmar Hanses und dazwischen machen wir eben eine Aussprache von 8 Personen, die wir dann hier vorne ziehen. Da bitten wir euch auch jetzt schon um die entsprechende Wortmeldung und natürlich wird das Ganze vom Landesvorstand eingebracht. Sven tut das dann gleich und alle, die sich hier gleich melden, können dann eben in 4 Minuten ihre Wortbeiträge dazu vorstellen. Das ist jetzt das Verfahren, wie wir euch das vorschlagen. Und da ich niemanden sehe, der dagegen Einspruch erhebt, machen wir das an dieser Stelle auch so. Und dann bitte ich jetzt also zunächst Sven nach vorne, der uns den Antrag hier vorstellen wird. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das mache ich gerne. Ich stelle euch den Antrag LR1 vor mit dem wunderschönen Titel Ländliche Räume in Nordrhein-Westfalen, starke grüne Impulsregionen. Eigentlich ist mit dem Titel schon sehr viel gesagt. Dieser Antrag fußt auf dem Land-in-Sicht-Prozess, den wir im letzten Jahr gestartet haben. Wir hatten ja im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, das haben viele von euch waren auch da, die wunderbare Tagung Land-in-Sicht in Bad Sassendorf, wo über 100 Menschen aus der Partei diskutiert haben, gedacht haben, sich Impulse auch geholt haben. Und dieser Antrag, der sozusagen jetzt hier vorliegt, ist ein Ergebnis dieses Prozesses, an dem sehr, sehr viele Menschen mitgewirkt haben. Ich möchte allen Menschen, die das getan haben, danken. Natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen im Landesvorstand, ganz, ganz besonders der Landesarbeitsgemeinschaft Wald, Landwirtschaft, ländlicher Raum, die unheimlich viel Arbeit investiert haben, die in Klausurtagen gegangen sind, die ehrenamtlich sich ganz, ganz viele tolle Texte überlegt haben und ganz besonders euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die tolle Arbeit, die ihr in diesen Antrag gesteckt habt.
Ich möchte auch ganz herzlich danken den Abgeordneten, die an diesem Antrag mitgewirkt haben, ganz besonders unserem parlamentarischen Staatssekretär Horst Becker für die ländlichen Räume. Ja, lieber Horst, vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du nicht nur in der Landesregierung, sondern auch in diesen Antrag steckst, aber auch den Abgeordneten Norwich Rüße, Dagmar Hanses, Arndt Klocke und Friedrich Ostendorf für die Bundestagsfraktion, die auch an diesem Antrag mitgewirkt haben. Das ist ein Gemeinschaftsprodukt, das muss man, finde ich, an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Warum stellen wir diesen Antrag, warum machen wir das zu so einem starken Schwerpunktthema auf diesem Parteitag? Den Grünen ist immer nachgesagt worden, wir seien die Partei der Metropolen, also die sozusagen Partei der Großstädte. Ja, wir sind auch in den urbanen Metropolen sehr, sehr stark, das haben wir auch bei dieser Kommunalwahl wieder gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade in den ländlichen Regionen wir unheimlich stark zugelegt haben in den letzten Jahren. Man kann sagen, das Land wird grüner, das ist ein Prozess, den wir jetzt schon seit einigen Jahren beobachten und wir haben das eben nochmal gehört, dass zum Beispiel weiße Flecken jetzt grün geworden sind bei dieser Wahl, dass wir in Ortsverbänden, die gerade neu gegründet wurden, zum Beispiel Bad Sassendorf, zum Beispiel Verl, zum Beispiel Weeze, aus dem Stand heraus über 10% geholt haben und auch in Flächenkreisen. Und auch in Flächenkreisen, die seit Jahrzehnten traditionell schwarz waren, also absolute Mehrheiten der CDU hatten, wie zum Beispiel in Kleve, diese Mehrheiten gebrochen worden sind. Und zum Beispiel auch, ich sage mal, ich war im Oberbergischen Kreis, da gibt es zum Beispiel, jetzt ist jetzt sozusagen keine Anspruch auf Vollständigkeit, zum ersten Mal wirklich überall in jeder Gemeinde grüne Fraktionen. Und das ist ein Trend, den wir beobachten, das Land wird grüner und deswegen ist es sehr berechtigt, dass wir dieses Thema hier setzen. Wir wollen mit diesem Antrag Perspektiven beschreiben für die Menschen in diesen Regionen. Ein Drittel der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen lebt in ländlich geprägten Regionen und das sind starke Regionen, das sind starke Impulsregionen, das sind nicht nur Regionen, die zum Beispiel ein wertvolles Naturerbe beherbergen, die starke Naturschutz-, Landwirtschaftspolitik machen, sondern eben auch eine ganz, ganz starke und auch international wettbewerbsfähige, mittelständisch geprägte Wirtschaft haben, die wirklich international konkurriert. Das heißt, das sind Regionen, die wirklich gute Impulse für das gesamte Land auch aussenden. Und die CDU hat ja immer so getan, als sei das Land sozusagen ihrs, ja? Als wenn sozusagen so eine Aufteilung gäbe, dass das Ruhrgebiet gehört der SPD, das Land gehört der CDU. Beides ist falsch, liebe Freundinnen und Freunde. Beides ist falsch. Denn die CDU tut immer so, als wenn auf dem Land sozusagen aus ihrer Sicht irgendwie da ist alles in Ordnung. Da gibt es keine Scheidungen, da gibt es keine Zuwanderung, da gibt es sowas nicht wie auch eine kritische Mobilität, dass eben auch Menschen anders mobil sein möchten, dass irgendwie auch Menschen sich anders ernähren möchten, anders konsumieren möchten. Und wir stellen aber diesen Bewusstseinswandel fest. Wir stellen fest, dass eben Menschen nicht mehr möchten, dass die Autobahn bis ins letzte Dorf führt oder dass sozusagen täglich massiv Fläche verbraucht wird und so weiter. Und wir stellen fest, dass eben diese Menschen bei uns auch als Partei auch Hoffnung haben, ja, dass wir sozusagen diesen Bewusstseinswandel verkörpern und deswegen sagen wir in diesem Antrag, das ist sozusagen die Leitidee, dass wir für diese Menschen, die anders mobil sein möchten, anders konsumieren möchten, anders wirtschaften möchten, auch anders lieben, anders leben möchten, dass wir für diese Menschen die Alternative und eine eigenständige Partei sind, die auch ganz, ganz bewusst strategisch genau auch in diese Milieus reingeht und sagt, dass wir ein Angebot machen. Und das ist, glaube ich, in diesem Antrag auch sehr, sehr deutlich, liebe Freundinnen und Freunde. Die Leitidee in diesem Antrag ist, dass wir eben nicht so tun können, dass wir einfach alles so weitermachen wie bisher und dann wird schon alles gut, sondern dass gerade in den ländlich geprägten Regionen es einen Wandel braucht in vielen Bereichen, damit eben das Leben auf dem Land in Zukunft attraktiv bleibt. Und das beschreiben wir in sehr, sehr vielen Themen. Wir haben sozusagen versucht, wirklich die gesamte Bandbreite auch zu beschreiben. Ich möchte deswegen aus Kapazitätsgründen, weil es noch viele Rednerinnen und Redner gibt, nur drei Beispiele nennen, nämlich das Beispiel, was ich eben schon angesprochen habe, den massiven Flächenverbrauch. Seit 1996 sind fast 1000 Quadratmeter Acker- und Weidefläche in Nordrhein-Westfalen verloren gegangen. Jeden Tag werden 10 Hektar Fläche versiegelt bzw. verbraucht. Das ist nicht nur ein Problem für den Naturschutz, also zum Beispiel für die Biodiversität, sondern das ist auch ein großes Problem, weil eben Nutzfläche verloren geht und das eben in einer Zeit, wo eben regionale Produkte und regional produzierte Güter eben immer mehr an Zulauf und immer mehr an Zuspruch auch finden. Deswegen sagen wir,
dass es absolut irrsinnig ist, ökologisch und ökonomisch, dass wir diese Fläche immer weiter verbrauchen und gleichzeitig Ortskerne und Innenstädte immer weiter teilweise veröden, dass da Ladenlokale teilweise leer stehen, dass Wohnhäuser leer stehen, immer mehr an Wert verlieren. Und deswegen sagen wir in diesem Antrag als politische Leitidee, wir wollen das Leben zurück in die Innenstädte, das Leben zurück in die Ortskerne holen und wir wollen eben, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung geht und diesen Flächenverbrauch stoppen und sogar langfristig auf Netto-Null-Verbrauch auch senken. Und das ist ein ganz, ganz starkes Prinzip. Deswegen unterstützen wir diesem Antrag auch den Landesentwicklungsplan der Landesregierung, die das als Ziel festschreibt. Das zweite Beispiel, was ich nennen möchte, und das ist, glaube ich, elementar, wenn Leben auf dem Land attraktiv bleiben soll, ist, dass es eben vor Ort natürlich eine gute Bildung geben muss und ein gutes Aufwachsen für Kinder, für Jugendliche ermöglicht wird. Es gibt diesen wunderschönen Satz, erst stirbt die Schule, dann stirbt das Dorf. Und deswegen ist es ganz, ganz besonders wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben es Grüne sind, die dafür gesorgt haben, dass die gute Bildung auch wirklich im Dorf bleibt und dass wir für den Erhalt der Grundschulstandorte gestritten haben. Und Silvia Lörmann ist die Ministerin, die das möglich gemacht hat. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Arbeit, dass eben gute Bildung vor Ort weiter möglich ist. Und ich sage mal, wir haben ja gestern beschlossen, und das finde ich ganz, ganz besonders toll, dass wir als Partei auch die sind, die da vorangehen, dass eben diese Grundschulen vor Ort auch für alle Kinder auch offen sind und dass wir eben auch die Möglichkeit auch sozusagen eröffnen, wenn das vor Ort gewollt ist, in Kommunen und von den Eltern, dass wir auch Bekenntnisschulen auch in Gemeinschaftsschulen umwandeln, weil wir eben wissen, dass eben vor Ort natürlich, und das ist eben genau das Prinzip, wo die CDU einfach sagt, das gibt es nicht, dass es auch auf dem Land immer mehr auch Familien gibt, die nicht konfessionsgebunden sind, immer mehr Familien auch mit muslimischem Hintergrund und dass genau natürlich auch für all diese Familien es möglich sein muss, vor Ort ein gutes Grundschulangebot vorzuenthalten. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass die Landtagsfraktion auch die Initiative jetzt geht, einen Gesetzentwurf dazu vorzulegen, dass das auf dem Land auch möglich ist, Gemeinschaftsgrundschulen zu erleichtern. Der größte Impuls, den es aber, glaube ich, gegeben hat, und deswegen ist dieses Motiv, dass die ländlichen Räume Impulsregionen fürs gesamte Land sind, ist, glaube ich, beim Schulkonsens. Wir haben seit 2010 über 155 Schulen des längeren gemeinsamen Lernens, die eben vor Ort ermöglicht haben, dass sozusagen es vor Ort auch weiterhin eine gute Bildung gibt, eine qualitativ hochwertige, aber eben auch wohnortnahe Schulversorgung. Und ich finde an dieser Stelle, und deswegen ist es mir ein großes Vergnügen, nochmal zu sagen, Silvia, das ist dein Verdienst, dass das gelungen ist, eben einen Allparteienkonsens sozusagen dort herzustellen, weil das sozusagen auf dem Land, das ein Impuls gegeben hat für das ganze Land, ist eben vom Land gekommen, diese Entwicklung. Und dass wir sozusagen 155 Schulen jetzt haben, die neu sind. Und ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Wir haben weitere Potenziale. Und deswegen sagen wir auch, dass es auch eine bessere Kooperation der Kommunen geben muss, eine regionale Schulentwicklung, die eben sozusagen diese Perspektiven fürs Land noch stärkt. Und das ist eben auch eine Perspektive, die wir in diesem Antrag beschreiben. Drittes Thema ist natürlich, dazu wird auch gleich Barbara Steffens als Ministerin noch sprechen, ist, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung und Infrastruktur weiter vor Ort brauchen. Der demografische Wandel, die demografische Entwicklung bedeutet natürlich teilweise gerade auf dem Land dramatische Entwicklungen. Da haben wir Leerstand von Wohnungen, da haben wir Leerstand auch teilweise von Gewerbegebieten. Und eben auch ein sich zurückziehenden Einzelhandel und gleichzeitig aber eben die Perspektive oder die Entwicklung, dass eben viele Versorgungseinrichtungen an den Rand der Städte, an den Rand der Orte auch gehen. Und da müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Da müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen, dass zum Beispiel es mobile Läden gibt, die eben sozusagen die Grundgüter, die Grundversorgung auch mobil gewährleisten. Dass zum Beispiel auch bei der Daseinsvorsorge, also zum Beispiel bei den kommunalen Dienstleistungen, auch die Kommunen kleine Stellen, dezentral Dienstleistungsstellen auch vor Ort anbieten. Und das natürlich vor allem auch bei dem Mangel an Fachärzten und Hausärzten wir umsteuern müssen. Und das ist natürlich in aktuellen Strukturen sehr, sehr schwierig. Da wird Barbara gleich noch drauf eingehen. Wir brauchen aber bessere Rahmenbedingungen, damit eben auch Ärzte, vor allem Fachärzte, Hausärzte sich niederlassen, also zum Beispiel neue Niederlassungsmodelle, flexiblere Sitze. Und das gilt auch ganz besonders für die Krankenhausversorgung. Nicht jedes Krankenhaus muss alles können. Aber wir wollen eben, dass sozusagen die Grundbedarfe auch vor Ort auch leicht erreichbar abgedeckt werden. Und das ist zum Beispiel vor allem auch durch die Portalkliniken, die eben im Verbund auch alle Bedarfe abdecken, gewährleistet. Und wir wollen eben, dass auch sozusagen der Übergang vom Krankenhaus zur Pflege, wo es eben sozusagen oft auf dem Land nicht so leicht ist, ambulante Strukturen auch vorzufinden, dass das verbessert wird. Und wir sagen ganz, ganz eindeutig, dass wir gerade in diesem Bereich Gesundheitsversorgung, Pflegeversorgung umsteuern müssen, weil gerade eine älter werdende Bevölkerung, wir wollen auch weiterhin, dass vor
vor Ort alle Bedarfe abgedeckt werden und da müssen wir gegensteuern. Das kann so nicht weitergehen, ansonsten werden wir da ein Problem zulaufen und da muss es Gegenmaßnahmen geben, liebe Freundinnen und Freunde. All das geht nicht ohne die vielen engagierten Menschen vor Ort. Gerade die ländlichen Regionen sind geprägt von dem Ehrenamt, von vielen engagierten Menschen, von Vereinen, die sich dort auch einbringen. Und ich glaube, gerade für diese Menschen brauchen wir gute Perspektiven, damit eben das Leben auf dem Land attraktiv bleibt. Und deswegen sagen wir, das ist jetzt mein Schluss, auch Stadt in Land, Hand in Hand. Gerade in unserer Partei gibt es ja immer so ein merkwürdiges Gegeneinander, Stadt oder Land. Ja? Ich finde sozusagen, dass dieses Gegeneinander sich schon längst überholt hat, ja, weil wir wissen, dass eben auch städtische Metropolen, dass eben auch ländlich geprägte Räume, die ja auch wiederum auch starke Städte beinhalten, dass das gar nicht untereinander geht und dass gerade Nordrhein-Westfalen davon geprägt ist, dass die Städte aufs Land angewiesen und das Land auch von den Städten profitiert. Deswegen wünsche ich mir, dass wir in diesem Antrag nicht nur ein deutliches Signal setzen, dass wir als Land zusammenhalten und nicht sozusagen als Region und urbane Metropolen gegeneinander arbeiten, sondern dass wir auch im Landesverband ganz deutlich machen, dass wir sozusagen dieses Gegeneinander nicht mehr möchten, sondern dass wir auch in Richtung 2017 dann stark sind und dann auch die Wahlen gewinnen, wenn wir als Landesverband zusammenhalten und deswegen gute Perspektiven für Städte und ländliche Regionen beschreiben. Und das versuchen wir mit diesem Antrag und ich bitte euch um eine gute Beschlussfassung, gute Debatte und dann auch sozusagen diesen Prozess weiter in die Fläche zu tragen und zu zeigen, dass wir die Partei sind, die wirklich für die ländlich geprägten Regionen gute Alternativen und gutes Programm zu bieten haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Sven, für die Einbringung dieses Antrages. Wir haben jetzt einen ersten Redebeitrag gelost, und zwar die Maria Klein-Schmeink vom KV Münster. Danach wäre Horst Becker mit seinem gesetzten Redebeitrag dran. Ein Hinweis noch, bei Veronika wurde ein Autoschlüssel abgegeben. Also falls jemand einen Autoschlüssel vermisst, bitte wendet euch an Monika. Wir brauchen auch noch oder können durchaus auch noch weitere Debattenbeiträge gebrauchen. Dann könnt ihr eure Wortmeldezettel hier vorne bei der Antragskommission abgeben. Aber jetzt hat erstmal Maria das Wort und du hast 4 Minuten. Ja. Dankeschön, guten Morgen, liebe Leute. Und ich muss sagen, ich freue mich über diesen Antrag ausgesprochen. Stadt, Land, Grün. Das ist ein Antrag, der kommt zur richtigen Zeit und es hat sich ja auch gezeigt, jetzt in den Kommunalwahlen, dass gerade aus dem ländlichen Raum und den eingebetteten größeren städtischen Strukturen neue Impulse für uns Grüne gekommen sind, dass wir enorme Stimmenzuwächse haben. Bei uns im Münsterland beispielsweise nehmen wir Techte. Techte hat mit einem fantastischen vorherigen Ergebnis immer noch mal draufgelegt, ist jetzt bei 35% angelangt. Das ist enorm. Früher waren das Felder, wo die CDU gesetzt waren. Heute sind die Grünen gesetzt und das ist ein enormer Fortschritt. Und dieser Fortschritt, der hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir eben nicht mehr nur eine Metropolenpartei sind, sondern eine Partei, die darauf guckt, wie kriegen wir Lebensqualität, wie kriegen wir gesunde Lebensverhältnisse zusammen mit einem vielfältigen Zusammenleben, ob jetzt in einer Kommune oder in einer städtischen Struktur. Und genau darum muss es gehen. Und genau diese Erfahrung machen wir beispielsweise im Münsterland-Treffen, was wir seit 4 Jahren sehr, sehr kontinuierlich machen, wo wir 5 Münsterlandkreise und Kreisverbände zusammenarbeiten und gucken, wie können wir voneinander abgucken, wie können wir dazu hinkommen, Mobilitätskonzepte, Landwirtschaftskonzepte, Versorgungskonzepte im gesundheitlichen Bereich zusammenzudenken und voneinander zu lernen und auch zu gucken, wie kann die Stadt in die Region ausstrahlen, aber auch andersrum, wie können die Impulse aus der Region zu uns insgesamt in Konzeptentwicklung dazu beitragen. Und das genau muss der Weg sein und ich meine, mit dem Antrag ist das sehr, sehr gut gelungen. Ich will auf den Bereich der gesundheitlichen Versorgung noch mal im Besonderen eingehen. Das ist ja mein Feld in der Bundestagspolitik und es ist gleichzeitig auch ein Feld, was oft vergessen wird, weil wir oft denken, da haben die Kommunen gar nichts zu tun, aber genau andersrum wird es sein. Wir werden in Zukunft gesundheitliche Versorgung, pflegerische Versorgung vor Ort nur dann sicherstellen können, wenn wir mehr
in die Region reingehen, wenn wir dort auch mehr Kompetenzen reingeben und dafür sorgen, dass die Vernetzung vor Ort gelingt. Und dann wird es auch gelingen, dass wir unser bisher sehr zentralistisch gedachtes Versorgungssystem sowohl bei Pflege als auch bei Gesundheit in die Quartiere bringen, in die Ortskerne bringen und schauen, wie die verschiedenen Gesundheitsberufe auch zusammenwirken können und Krankenhausversorgung und ambulante Versorgung zusammengedacht werden können. Und ich kann nur sagen, liebe Leute in den Kommunen und gerade im ländlichen Raum, bereitet euch darauf vor, dass da eine neue Aufgabe in anderer Weise auf euch zukommt. Ihr seid diejenigen, die die Bedarfe in der Region feststellen müsst. Ihr müsst die Gesundheitskonferenzen, die Pflegekonferenzen vor Ort nutzen als Medium. Wir haben sie in NRW, sind nicht bundesweit überall da, aber das sind die Gremien, wo wir Dinge zusammenbringen können und wo wir zum Beispiel dafür sorgen können, dass die tollen Programme, die Barbara nachher noch mal zeigen wird, auf Landesebene, zum Beispiel für die Hausarztversorgung, auch tatsächlich vor Ort ankommen und zusammen mit der pflegerischen Versorgung dann eine sinnvolle, vernetzte Struktur ergeben. Das sind neue Aufgaben, die sich stellen werden. Da brauchen wir auch sowas wie Konzeptentwicklung. Und ich meine, in diesem Antrag ist das in hervorragender Weise auch schon angelegt. Das werden die Aufgabenfelder sein der Zukunft. Und wir auf Bundesebene arbeiten daran, wegzukommen von dem zentralistischen Zugewiesenen hin, mehr Kompetenzen in die Region. Das muss der Weg sein. Und da müssen wir uns aber als kommunale Selbstverwaltung natürlich auch darauf einstellen. Wir müssen diese Konzepte leben und entwickeln. Das wird die Aufgabe sein. Und letztlich muss man sagen, die Menschen vor Ort, die wissen am besten, wie die passende Versorgung sein muss, wie das gelingen kann. Und da spielen eben Verbandsinteressen, Lobbyinteressen weniger eine Rolle, sondern jeder vor Ort ist interessiert, dass er eine gute Versorgung auch wirklich hat. Und so muss der Weg sein. Und ich meine, da haben wir mit unserem Antrag heute einen guten Startschuss gegeben, dass wir diese weitere Entwicklung dann auch gemeinsam angehen können. Ich freue mich auf die Besuche in der Region. Ich werde sehr, sehr oft auch angefragt, weil wir eben diese doch drohende Unterversorgung im gesundheitlichen Bereich haben werden. Und lass uns gemeinsam gucken, wo der Weg da dann hingehen kann. Dankeschön. Danke, Maria. Als nächster jetzt Horst Becker. Du hast 7 Minuten, Horst. Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte mich zunächst einmal beim Landesvorstand dafür bedanken, dass er dieses Thema just zu dieser Zeit gesetzt hat. Es hatten schon einige darauf hingewiesen, es ist sehr aktuell, auch deswegen, weil wir gerade im ländlichen Raum bei unseren Ergebnissen bei der Kommunalwahl hervorragend abgeschnitten haben. Es ist aber eben auch aktuell, weil der ländliche Raum, die ländlichen Räume ein Stück weit ein Zukunftslabor auch für die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen sind. Wenn wir uns in Nordrhein-Westfalen die ländlichen Räume angucken, dann wissen wir, es gibt nicht den einen ländlichen Raum, der sich sozusagen daher definiert, dass er besonders wenig Bevölkerung auf der Fläche hat, dass er besonders wenig Wirtschaftskraft und wenig Arbeitskräfte hat, sondern es gibt die verschiedensten Ausprägungen. Und ich will gerade hier im südlichen Rheinland darauf hinweisen, an dem Beispiel von Südwestfalen als Region, dass es die Region mit der höchsten Industriedichte in Nordrhein-Westfalen ist. Alleine die Bruttowertschöpfung des produzierenden Gewerbes liegt dort bundesweit unter den Regionen auf Rang 5 im Vergleich. Und die Stärke dieser Region liegt auch an ihrer Beweglichkeit, am Zusammenhalt, an der Innovationskraft vieler inhabergeführter Unternehmen. Und die sind in der Region verwurzelt und trotzdem international gut aufgestellt. Ich will das auch noch mal an einer zweiten Zahl deutlich machen. Von 300 Hidden Champions, also heimlichen Weltmarktführern in Nordrhein-Westfalen, sind alleine 100 in dieser Region. Liebe Freundinnen und Freunde, das macht deutlich, was man auf den ersten Blick oft gar nicht sieht. Das industrielle Herz beispielsweise schlägt gar nicht mehr im Ruhrgebiet, es schlägt in den ländlichen Räumen unseres Landes. NRW ist aber auch, und das wissen viele nicht, tatsächlich das Gartenbauland neben Baden-Württemberg und Niedersachsen.
Und hier ist jeder siebte Gartenbaubetrieb inzwischen in der Bundesrepublik angesiedelt. Hier wirtschaften 4.700 Gartenbaubetriebe auf einer Anbaufläche von 31 Hektar. Und NRW ist inzwischen gemeinsam mit den Niederlanden das europäische Zentrum für Gartenbau. Denken wir an die Energiewende. Ohne die Anstrengung in den ländlichen Räumen wäre die Energiewende undenkbar. Hier werden die Windkraftanlagen gebaut, hier ist auch oft die Photovoltaik auf den Dächern zu finden und hier ist aber auch tatsächlich das auszutragen, was es teilweise an Konflikten um die Energiewende gibt. Und ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir in Nordrhein-Westfalen, dank Johannes Remmel, den Windkrafterlass so haben, wie wir ihn haben, wo am meisten von allen Bundesländern tatsächlich ein vernünftiger Ausgleich für die Windkraft im Wald geschaffen worden ist und eben auch für die Möglichkeiten, mit dem Einklang zum Naturschutz diese Energiewende zu schaffen. Wo wir dabei sind, NRW ist eben auch ein Waldland. Wir haben 27% unserer Fläche mit Wald bewachsen und die Wälder in Nordrhein-Westfalen und die Forstwirtschaft insgesamt garantieren für uns alle eine Vielzahl von wichtigen Funktionen. Der Wald ist das Naturerbe hier in Nordrhein-Westfalen und unverzichtbar für Klimaschutz, für Luftreinhaltung und aber auch für Erholung für uns alle. Er ist Trinkwasserspeicher und Lebensraum für viele Pflanzen, Lärmfilter, Staubfilter und CO2-Speicher. Man muss an dieser Stelle wissen und darauf hinweisen, dass die Holznutzung hier in Nordrhein-Westfalen eine Klimasenke von rund 18 Millionen Tonnen CO2 ausmacht. Das ist immerhin 6% dessen, was hier in Nordrhein-Westfalen an Schadstoffen ausgestoßen wird. Aber der Wald ist eben auch ein Wirtschaftsfaktor. Der Cluster Wald und Holz verfügt zurzeit über 200.000 Arbeitsplätze und einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. In Bezug auf die Beschäftigungszahl und den Umsatz ist der Cluster Forst und Holz inzwischen auf der Höhe mit dem Exzellenzcluster Umwelttechnologien. Natürlich, ich habe schon gesagt, dient der Wald auch als Erholung. Und damit sind wir bei einem zweiten wichtigen Feld. Die Erholung ist in den ländlichen Räumen ein starker Wirtschaftsfaktor. Nicht nur im Wald, sondern wenn wir es in den ländlichen Räumen schaffen, mit unseren grünen Konzepten, die Naherholung, den sanften Tourismus, die Verbindung mit Pedelecs, mit Radfahren, mit Wandern voranzutreiben, dann sehen wir, das ist mit wirtschaftlichem Erfolg verbunden. Das hat Qualität, das hat auch Freizeitqualität für die Menschen, die im ländlichen Raum wohnen. Liebe Freundinnen und Freunde, die ländlichen Räume sind sehr verschieden. Sie haben viele Stärken, aber sie haben natürlich auch Probleme. Sie haben Probleme, weil sie dem ständigen Wandel unterworfen sind wie die gesamte Gesellschaft und sie stehen vor neuen Herausforderungen. Wie gehen wir damit um, wenn Regionen schrumpfen? Wie gehen wir damit um, wenn die örtlichen Infrastrukturen wegbrechen, wenn die Grundversorgung, die Mobilität und die medizinische Versorgung auf dem Rückzug ist? Wie schaffen wir es, Mobilität so zu organisieren, dass wir nicht nur Buslinien streichen, sondern an bestimmten Stellen intelligent verstärken, dass wir darum herum aber flexible Strukturen schaffen, zum Beispiel mit Ruftaxisystemen, zum Beispiel mit Anrufsammeltaxisystemen, also Rufbussystemen, Anrufsammeltaxen und aber auch ehrenamtlichen Bürgerbussen? Wie schaffen wir es aber auch im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes und seiner Fortschreibung, die Strukturen so zu organisieren, dass die Menschen vor Ort in den ländlichen Räumen nicht plötzlich überhaupt keine Mobilität außerhalb des Autos mehr haben und dass die Verkehrsverbünde tatsächlich das auch als Aufgabe begreifen und nicht als Konkurrenz, wenn sich solche Strukturen schaffen. Ich glaube, da haben Grüne die Konzepte für, auch innerhalb dieser Koalition. Und es wird darauf ankommen, dass wir uns an dieser Stelle durchsetzen gegen die gewachsenen Großstrukturen, die nur in den alten Linien denken und auch in den alten Linien entlang. Ich sage es auch mal ganz deutlich, der Bahnlinien. Wir müssen an dieser Stelle auch den Busverkehr im ländlichen Raum wieder deutlich in den Fokus nehmen und stärken. Liebe Freundinnen und Freunde, auf den Gesundheitsbereich geht nachher Barbara noch mal viel detaillierter ein. Aber ich will an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es natürlich viele spannende Konzepte gibt mit dem Ausbau der ambulanten Pflege, dass es interessante Konzepte gibt mit Ärztehäusern, die von verschiedenen Ärzten in der Woche immer wieder, also Fachärzten, genutzt werden. Solche Konzepte sieht man in Österreich zum Beispiel. Und wir werden in den nächsten Jahren spannende Projekte entlang dieser
Ideen und Fragestellungen hier in Nordrhein-Westfalen erleben können. Ich will an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, dass wir auch dank der Verhandlungen, die Johannes auf der Agrarministerkonferenz geführt hat, entgegen dem bundesweiten Trend deutlich mehr Geld für unsere Förderungen zur Verfügung haben. Und wir werden genau entlang solcher Fragestellungen die LIDA-Region, die wir bis jetzt 12 an der Anzahl gefördert haben, verdoppeln. Wir werden also solche Konzepte, innovative Konzepte in diesen Bereichen, dort wo Ehrenamt zusammenarbeitet, wo Kreise zusammenarbeiten, dort werden wir die fördern und in den nächsten 5 Jahren auch damit stärken. Lasst mich an dieser Stelle noch ein paar Sätze zu einem wichtigen Zukunftsthema für die ländlichen Räume sagen, das an dieser Stelle, glaube ich, erwähnt werden muss. Wir haben ein Ungleichgewicht in der Tat zwischen städtischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen bei einer Grundversorgung, die inzwischen eine Daseinsversorgung aus meiner Sicht ausmacht, nämlich dem schnellen Internet. Das schnelle Internet an allen Stellen wird gesagt, der Ausbau soll kommen. Auch wir selber in Nordrhein-Westfalen sagen, wir wollen 50 MB bis 2018 flächendeckend schaffen. Der Bund sagt das auch. Wir haben auf der Agrarministerkonferenz mit allen Bundesländern festgestellt, wenn der Bund nicht erheblich mehr Geld zur Verfügung stellt für dieses Gebiet, für diesen Bereich, ist das nicht zu schaffen. Trotzdem hat das Haus von Johannes Remmel in den letzten Jahren diesen Bereich in der finanziellen Förderung deutlich ausgebaut. Und wir werden in den nächsten 5 Jahren noch einmal 70 Millionen dafür zur Verfügung stellen, dass im ländlichen Raum mehr schnelles Internet tatsächlich auch verwirklicht werden kann. Darüber hinaus, kommst du zum Schluss, Horst? Ich komme gerne gleich zum Schluss. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich mit anderen Abschreibungszeiten in diesem Bereich zu arbeiten, als die Telekom das tut, mit intelligenten Förderkonzepten über die NRW-Bank und eben mit mehr Bundesgeld, wir dieses Ziel nicht erreichen. Wir arbeiten an diesen Dingen. Wir werden in den nächsten Monaten, ich glaube, dazu auch nochmal neue Vorschläge machen, nochmal neue Möglichkeiten eröffnen. Und wir zeigen an diesen Beispielen, neben den genannten von Sven und anderen, dass die Innovationspartei im ländlichen Raum grün ist. Und wer Innovation will, wer gutes Leben im ländlichen Raum will, der muss eigentlich mit Grünen zusammenarbeiten und Grüne stärken. Und das ist der Punkt, damit wir im ländlichen Raum nicht schwarz sehen. Schönen Dank. Herzlichen Dank, Horst, für die gute Einführung noch in das Thema. Und als nächstes macht sich dann bitte bereit Ute Kotschi vom KV Lippe, die wir gerade gezogen haben. Danach kommt dann Alfons Kuhles als gesetzten Redebeitrag. Wir haben anschließend gelost Lisa Anschütz vom KV Rhein-Sieg. Danach haben wir gelost, dann kommt Norwich Rüße als gesetzter Redebeitrag. Dann ist gelost Friedrich Ostendorf, KV Unna. Dann kommt Barbara Steffens wieder als gesetzten Redebeitrag. Dann haben wir gelost Arndt Glocke, KV Köln. Dagmar Hanses mit ihrem gesetzten Redebeitrag und dann haben wir Sebastian Klick von der Grünen Jugend gelost. Und da wir bisher eben nur 3 Frauen hier hatten, die sich hier eingeworfen haben, die wir auch nur losen konnten, kommen wir aktuell jedenfalls nicht an unsere 4 Redebeiträge pro Geschlecht heran. Wenn sich das noch ändert, werden die noch hinten dran kommen, aber so ist es jetzt erstmal unser Ablauf. Und damit hat jetzt Ute Kotschi das Wort und du hast jetzt 4 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, ländliche Räume, starke grüne Impulsregionen, das ist doch mal eine gute, eine wichtige Überschrift. Denn Impulse sind Anregung, sie sind Anstoß und das wollen wir heute auch geben. Und so sage ich, es ist goldrichtig, dass wir uns heute über die Rolle, die Bedeutung und die Funktion von ländlichen Räumen auseinandersetzen. Und ich sage auch deswegen, weil wir gestern ja auch miterlebt haben, wie schwierig es ist, für die Vertreterin des ländlichen Raums zum Beispiel in den Landesvorstand gewählt zu werden. Und deswegen sage ich auch Danke auch an all die, die dafür gesorgt haben, dass wir heute dieses Thema auf diesem Landesparteitag diskutieren, weil es ist ein wichtiges Thema. Die Frage, die sich aber uns stellt, worauf zielen wir mit diesem Antrag ab? Was ist unsere programmatische Ansage?
Was wollen wir konkret tun? Und eine Antwort aus OWL ist: Lasst uns aufräumen mit den alten Bildern. Lasst uns genau hinsehen, was getan wurde, was sich getan hat, und greifen wir diese Veränderungen auf. Packen wir da an, wo der Schuh tatsächlich drückt. Denn der klassische Stadt-Land-Gegensatz, dieses Bild ist überholt. Es ist etwas passiert, und wir sollten uns die Mühe machen, uns neu auszurichten. Und da können wir heute einen großen Schritt nach vorne machen. Und auch deswegen haben wir im Bezirksverband zahlreiche Änderungsanträge eingebracht. Und ich bin sehr froh, dass die so konstruktiv aufgenommen wurden, dass wir es geschafft haben, hier ein gemeinsames Bild von ländlichen Räumen hier euch vorzustellen und hier auch zu diskutieren. Liebe Freundinnen und Freunde, ländliche Räume bestehen nicht mehr nur aus Wald, Natur und Landwirtschaft. Ländliche Räume, Horst Becker hat es gesagt, sind Industriestandorte. Ländliche Räume beherbergen eine international leistungsstarke, mittelständisch geprägte Wirtschaft. Die ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen sind deswegen Teil der globalisierten Wirtschaft. Der Umsatz in Ostwestfalen-Lippe zum Beispiel wuchs mit 4,2% stärker als der im Land, und zwar doppelt so viel, und hat es auf 9,2 Milliarden Euro gebracht. Und ich spreche hier vom Maschinenbau, von elektrischen Erzeugnissen, von Kunststoffen, von Kfz-Zulieferern. Nur, das heißt, wir müssen unsere Bilder vom Land korrigieren. Gestern haben wir den Industrieantrag diskutiert, heute den ländlichen Raum. Und ich sage, wir fühlen uns mit den ländlichen Räumen auch als Industriestandort. Und wir sind das zweite Bein des wirtschaftlichen Standorts Nordrhein-Westfalen. Das kann man hier nicht gut genug unterstreichen, damit wir uns auch neu orientieren und aufstellen. Und ich sage, auch auf dem Land kommt es zu Innovationen. Es kommt zu überraschenden Entwicklungen. Ja, auch zu Vielfalt. Und da sehen einige städtische Zentren der Alt dagegen aus. Und auch deswegen, wir brauchen ein neues, aktualisiertes Verständnis von den Stärken und Schwächen des ländlichen Raumes. Man darf nämlich nicht verkennen, dass es durchaus Regionen gibt, um die man sich dringend kümmern muss. Der Fachkräftemangel, ein Riesenproblem, trifft aber auch auf die städtischen Zentren zu. Die Innenstädte, die ausbluten, ist auch ein städtisches Problem. Abwanderung, das ist ein ländliches Problem. Mangelnde Gesundheitsversorgung, das ist ein echtes ländliches Problem. Und das alles ist nicht lustig. Da braucht es frischen Wind, da braucht es auch die städtische Ideenvielfalt. Und ich erwarte, dass wir mit grüner Politik darauf einwirken, dass Infrastrukturen, Produktionsprozesse und Lebensstile auf eine ökologische und soziale Zukunft ausgerichtet werden. Und ich erwarte, dass wir genauer hinschauen. Wir brauchen keine Gießkannenkonzepte. Wir müssen genauer hinschauen, was ist in den einzelnen Regionen auch kleinräumiger zu tun. Dafür brauchen wir Ideen, dafür brauchen wir Konzepte. Das muss grüne Politik liefern, das muss sie vorantreiben. Innovativ auf weiche Standortfaktoren zu setzen, um dem kommenden Fachkräftemangel zu begegnen, um junge Menschen, um junge Familien zum Bleiben in den ländlichen Räumen zu motivieren. Dafür braucht es wohnortnahe Arbeitsplätze, eine funktionierende Gesundheitsversorgung, Bildungsinstitutionen bis zur Hochschule. Dafür braucht es inklusive, emanzipatorische Ansätze. Ute, kommst du bitte zum Schluss? Ich komme zum Schluss. Den Antrag verstehen wir als Auftakt. Die Leitlinien geben jetzt einen Rahmen vor. Es gilt, sie auszugestalten. Ich sage, die ländlichen Räume stehen selbstbewusst neben den Metropolregionen. Beide Seiten haben sich verändert. Beide müssen mit neuen Herausforderungen kämpfen. Daher ist es gut, wenn ein Schulterschluss gelänge. Ein Schulterschluss, von dem alle im Land profitieren. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. Herzlichen Dank, Ute. Und jetzt kommt auf die Bühne nicht Alfons Kuhle, sondern Ernd Kuhn für die LAG. Entschuldigen diese Verwechslung. Bitte, Arndt, du hast jetzt auch für 5 Minuten. Wie kann man uns beide verwechseln? Okay. Bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben schon viel gehört gestern und auch gerade. Ich will das gar nicht alles wiederholen. Ihr habt den Antrag ja gesehen, der ist echt sehr komplex und betrifft viele Punkte. Ich möchte hier für die LAG nur auf einzelne, sag ich mal, Aspekte besonders nochmal hinweisen. Wir haben
vom Ausgangsantrag das geändert von ländlichen Raum in ländliche Räume als Begriff, um klarzumachen hier nochmal, dass es sich hier um einen vielfältigen Lebensraum handelt. Dass wir hier unterschiedliche Strukturen haben und nicht nur zwischen OWL und Eifel und vielleicht Ballungsgebieten, sondern sogar hier im Rhein-Sieg-Kreis, der an sich, wenn man sagt, na, zwischen zwei Großstädten ist mehr oder weniger homogen, haben wir sehr, sehr große Unterschiede. Wenn ich dann denke an Zuzugsregionen in Bornheim, im Linksrheinischen, wo ich noch wohne, oder an Bereichen wie in Windeck, wo schon viele Häuser leer stehen und nicht zu verkaufen sind. Das ist alles in einem Kreis. Uns ist es daher wichtig, im ländlichen Raum gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und die Teilhabechancen für allen zu vergrößern. Das muss die Prämisse sein. Und da haben wir schon öfter gehört, die demografische Entwicklung macht uns da Probleme. Probleme in höheren Anteilen an älteren Menschen im ländlichen Raum. Junge wandern immer mehr ab. Wir haben eine schlechte Auslastung der Infrastrukturen. Da haben wir hier einige Konzepte im Antrag gezeigt. Zumindest, ich glaube, wir stellen die richtigen Fragen. Wir haben noch viel zu erarbeiten an der Stelle. Aber wir haben auch viele Chancen im ländlichen Raum. Wir haben die Menschen im ländlichen Raum, die zum großen Teil gut ausgebildet sind. Aber auch hier müssen wir in der Bildung natürlich weiter was machen. Wir haben bezahlbaren Wohnraum, wir haben einen Lebensraum, für den es sich oft lohnt, wo man sich gerne lebt und Familien und Kinder aufzieht. Und dieser ländliche Raum ist natürlich klar, auch nach wie vor geprägt durch die Landwirtschaft mit etwa 50% der Fläche und mit dem Wald mit etwa 30%. Und die Landwirtschaft, da haben wir, denken wir, wir brauchen noch hier einen Paradigmenwechsel. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Wenn man schaut, in manchen Regionen haben wir bis zu 50% Maisanbau, 70% davon als Futtermais. Wir haben Verlust von Höfen, von Arbeitsplätzen in der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir haben eine Agrarindustrie, die weiter geworden ist. Hier müssen wir einiges machen. Wir haben großen Verlust an Artenvielfalt, gerade im ländlichen Raum. Etwa 45% der Arten, Pflanzen- und Tierarten sind gefährdet oder stark bedroht. Das heißt, hier wollen wir nachhaltige Perspektiven entwickeln. Paradigmenwechsel gilt hier an der Förderung. Es kann so mit GAP nicht weitergehen. Das heißt, wir brauchen ein neues Denken. Aber nicht nur ein neues Denken insgesamt, um das anzugehen, sondern wir haben ja auch das neue Denken in unserer Partei entwickelt. Wenn ich mir vorstelle, vor 5 Jahren ungefähr haben wir als LAG noch leider erfolglos darum gekämpft, um in einem Landtagswahlkampf ein Plakat zu haben, zumindest eines für den ländlichen Raum. Das hat sich jetzt Gott sei Dank sehr stark geändert. Ja, nicht nur durch die Wahlergebnisse, die wurden angesprochen. Wir haben im Münsterland ganz tolle Ergebnisse jetzt. Wir haben auch hier im Rhein-Sieg-Kreis schon seit langen Zeiten, zum Beispiel in Lohmar weit über 25% Wahlergebnis oder in Alfter 20%. Dann merkt die Partei, okay, da können wir einiges machen, denn eine Stimme in der Stadt zählt genauso viel wie im ländlichen Raum. Und wir hatten diesen tollen Auftakt für Land in Sicht. Sven hat es schon erwähnt. Da hatten wir, glaube ich, fast 200 Leute da. Da haben wir gezeigt, wie komplex es ist und wie wichtig es ist, dass man damit vernetzt denkt. Und da müssen wir drüber nachdenken. Und als Folge dessen, dieser ganzen Entwicklung in den letzten 3 Jahren, würde ich mal sagen, die wir im NRW-Landesverband haben, legen wir euch heute vor einen Antrag, der uns die ganze Problematik da zeigt und die ganze Vielfalt, dass wir über den ländlichen Raum denken müssen. Wir sehen den Antrag als programmatische Basis, auf die wir aufbauen können, auf die wir jetzt dann unsere Maßnahmen und konkreten Projekte umsetzen müssen. Nun, wie können wir das machen? Ich denke, wir müssen mehr interkommunal denken. Auch die Parteien, Ortsverbände vor Ort, geht mal jeder in sich selbst. Wann haben wir mit den Nebenan-Ortsverband gesprochen über Projekte innerhalb der Kreisverbände, zwischen Kreisverbänden oder vielleicht gerade über eine Landesgrenze hinweg? Hier müssen wir einfach regionaler denken. Und ich denke, dass insbesondere die Bezirksverbände hier gefordert sind, und wir hatten das Beispiel aus dem Münsterland, die da auch sehr große Erfolge erzielt haben, dass die Bezirksverbände das auch eben diesen regionalen Aspekt mehr moderieren können und angehen sollten. Wie setzen wir es weiter um? Inhaltlich denke ich, wie ich sagte, der Antrag ist eine programmatische Basis. Wir müssen jetzt hier konkrete Projekte umsetzen, erstmal planen, andenken. Hier sind die LAGen verlangt, auch die LAGen untereinander, die verschiedenen, mehr LAG-Zusammenarbeit. Sehr gut sind unsere Ministerien. Wir haben hier 3 Ministerien, die auch heute einen großen Beitrag zu dem Antrag geleistet haben. Leider hatten wir ja bei der letzten Landtagswahl zu wenig überzeugt, sonst hätten wir auch noch das Verkehrsministerium dazu gehabt. Und ja, Silvia lacht, das wäre natürlich hier natürlich nochmal besonders zu denken. Wir haben vor Ort Gruppen, wo wir einiges an Arbeiten machen müssen. Ich denke, insbesondere gilt es darum, die Bürger vor Ort, den Bürger in den Regionen einzusetzen, denn die wissen am besten, was sie brauchen.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme jetzt auch dann zum Schluss. Wir haben einen Spruch, global denken und lokal handeln. Der ist ja nach wie vor richtig. Aber lokal handeln können wir nur dann effizient und auch lokal unsere Mittel einsetzen, wenn wir regional planen. Deswegen würde ich das gerne erweitern. Global denken, regional planen und dann lokal handeln. So kommen wir weiter, so machen wir eine zukunftsfähige Politik für den ländlichen Raum in Verbindung mit der Stadt. Das heißt, lasst uns damit anfangen. Lasst uns Stadt und Land zusammendenken. Wir werden mehr Menschen damit überzeugen, beispielsweise das Münsterland, dass wir nicht nur die richtigen Fragen stellen, sondern auch die Konzepte haben und auch die Wege dahin zu kommen, nämlich durch mehr Bürgerbeteiligung. Und wenn uns das erfolgreich gelingt, so werden wir 2017 dann vielleicht auch, oder ja, wir haben eine große Chance, dann auch noch das Verkehrsministerium auch besetzen zu können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Arndt. Dann kommen wir jetzt gleich zu einem Redebeitrag, der gelost wurde. Lisa Anschütz vom Rhein-Sieg-Kreis und danach ein weiterer gesetzter Beitrag von Norwich Rüsse. Vorab bitte noch einmal Aufmerksamkeit. Es wurde ein Handy abgegeben. Der André hat das in seiner Obhut. Also wer ein Handy vermisst, kann sich bitte... Es wurde auf der Damentoilette gefunden. Also bitte meldet euch bei André, wenn ihr ein Handy vermisst. Lisa, jetzt bist du dran. Danke. Liebe Delegierte, ich komme vom Land. Ich komme hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis, aber nicht hier aus Siegburg, wo man ja so nicht das ländliche Gefühl bekommt, sondern aus Windeck. Windeck ist schon ein paar Mal angesprochen worden. Unsere Kaufkraft liegt bei unter 90, 100 ist der Bundeswert. Im Rhein-Sieg-Kreis haben wir hier über 110. Also insofern könnt ihr die Dimensionen vorstellen, auf 50 Kilometer Kaufkraft von 110 auf 100. Also das heißt, wir haben so gesehen, wenn man das vom Standpunkt des Stadtmenschen aus betrachtet oder vom Standpunkt des Rechners oder so, schlechte Verhältnisse. Ich möchte mal sagen, was wir als Landmenschen haben, was man in der Stadt nicht hat. Wenn ich zum Beispiel aufstehe und gehe in meinen Garten, dann fliegt oft der rote Milan über mir, weil der da Nahrung sucht, direkt über meinem Garten. Wir haben also sehr viel Natur. Ich habe auch, das ist so eine ganz uralt marxistische Denkrichtung, ich habe die Produktionsmittel, ich kann in meinen Garten gehen. Wenn ich das möchte, dann brauche ich eine Woche nicht einkaufen. Ich brauche dann kein Geschäft, weil... Wenn ich dazu in der Lage bin und noch körperlich das kann, kann ich mir das alles selbst erarbeiten. Ich kann meine eigenen Hühner halten, ich brauche kein Ei aus der Massentierhaltung. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ich habe auch in den letzten 6 Jahren die Mutter meines Mannes und die Tante meines Mannes bei uns im Haus gepflegt. Da war Platz, ich hatte die Zeit und das ist auf dem Land möglich. In einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Stadt ist das nicht möglich. Und wir hatten so viel Platz, dass das auch möglich war, sich manchmal zurückzuziehen, weil Pflege ist eine ganz schwierige Sache. Und auch dieser Platz, der ist auf dem Land was ganz Tolles. Platz, wo man die Natur sieht, wo man nah ist an Himmel und Erde. Und das sind Sachen, da beneide ich euch nicht um die Stadt, auch wenn ihr mehr habt an Kultur und mehr habt an ganz vielen anderen Sachen. Diese Dinge, die habt ihr nicht. Danke. Danke, Lisa. Als nächster ist Norwich dran. So. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon eine Menge gesagt worden, vieles Gute gesagt worden. Und ich habe 3 Botschaften für euch zu diesem Antrag. Und die erste Botschaft wäre, dass ich mich unglaublich freue, dass wir heute hier diesen Antrag und dieses Schwerpunktthema gesetzt haben, ländliche Räume, weil das mir zeigt, dass ländliche Räume für uns nicht nur als Lippenbekenntnis taugen, die wir mal nebenbei erwähnen. Wir beschäftigen uns inhaltlich mit ländlichen Räumen, wir bearbeiten ländliche Räume und wir arbeiten für ländliche Räume politisch. Und da möchte ich ganz aktuell mal einen Vergleich ziehen. Da unterscheiden wir uns nämlich ganz deutlich von der FDP. Wir haben von der FDP eine große Anfrage gehabt im Landtag, genau zu diesem Thema. Die ist gestellt worden und dann haben wir uns gefragt, da war sie beantwortet, wann wird sie denn wieder aufgerufen, die große Anfrage? Wann diskutieren wir die denn endlich mal im Ausschuss? Und sie kam nicht. Sie kam überhaupt nicht mehr. Und da wurde doch klar an der Stelle,
Es ging der FDP nur darum, mit dem ländlichen Raum schnell mal die Schlagzeile zu machen in der Zeitung, aber nicht wirklich ernsthaft da zu arbeiten. Die zweite Botschaft ist, dass ich mich auch wirklich freue und ein bisschen auch erstaunt bin schon fast, wie engagiert wir diesen Antrag erarbeitet haben und wie viele Kompetenz, wie viele Beteiligungen wir hierbei hatten. Und das ist aus meiner Sicht auch entscheidend, dass wir viele Beteiligungen haben, dass wir viel Politik im ländlichen Raum machen können, viele Aktive im ländlichen Raum haben, weil der Wettbewerb, der politische Wettbewerb im ländlichen Raum, der wird ja nicht zwischen SPD und CDU geführt, den führen wir mit der CDU, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben in den letzten Jahren, Monaten, haben wir diesen Antrag bis hierher lange vorbereitet. Es gab, Sven hat es auch erwähnt, es gab die Land-in-Sicht-Tagung, es gab viele Sitzungen der LAG zu dem Thema, es gab viele Gespräche, unglaublich viele Mails, es gab gestern Abend nochmal ein intensives Antragstellerinnen-Treffen. Und ich glaube, eins haben wir bei der Erarbeitung dieses Antrags gelernt. Alle unsere Fachbereiche, wofür wir uns einzeln interessieren, alle, ob es Demografie ist, ob es Energiepolitik ist, ob es Sport ist, ob es Wirtschaft, Umwelt ist, ob es Bildungspolitik, Schulpolitik ist, sie alle sind für den ländlichen Raum wichtig. Wir alle zusammen müssen für den ländlichen Raum arbeiten. Oft hat der ländliche Raum ja so ein bisschen das Merkmal, er sei konservativ, ein bisschen langsamer. Aber der ländliche Raum geht an vielen Stellen auch voran. Und da will ich zwei Beispiele noch mal nennen. Der ländliche Raum kann zum Türöffner werden für politische Entscheidungsprozesse in die richtige Richtung. Der eine Entscheidungsprozess ist schon erwähnt worden, das ist der in der Schulpolitik. Ich glaube, liebe Silvia, die Orte Ascheberg und Billerbeck, die sind einfach in unserem Gedächtnis tief eingebrannt, weil sie wichtig waren, um die Schullandschaft nachhaltig zu verändern. Und auch im Bereich der Energiepolitik, auch im Bereich der Energiepolitik sind es ja die ländlichen Räume, sind es kleinere ländliche Gemeinden, die hier vorangehen, die auch hier zeigen, wie kann eine dezentrale Energieversorgung, eine nachhaltige, eine erneuerbare Energieversorgung aufgebaut sein. Und da, gestern ist es auch gesagt worden, da ist Saarbeck exemplarisch dafür. Dieses kleine Dorf zeigt wirklich musterhaft, wie man es machen kann. Die dritte Botschaft, und da komme ich dann zu der Kernkompetenz des ländlichen Raums, und da sage ich an der Stelle auch noch mal deutlich, ohne diese Kernkompetenz und ohne dass der ländliche Raum diese Aufgabe positiv erfüllt, ist der ländliche Raum am Ende nichts. Und die Kernkompetenz ist, die Natur intakt zu halten, das Naturerbe zu erhalten und eine Landwirtschaft bereitzustellen, die so arbeitet, dass unsere Gesellschaft damit auch im Einklang leben kann. Und dann sehen wir doch alle zusammen, dass gerade in dieser Kernkompetenz Landwirtschaft, Natur erhalten, dass da der ländliche Raum momentan schwächelt. Und das sind die Folgen der sogenannten modernen Landwirtschaft. Und den Begriff moderne Landwirtschaft, ich habe ihn ehrlich gesagt nie verstanden, denn was ist modern an einer Landwirtschaft, die Tiere so hält, dass wir als Gesellschaft nicht mitgehen können, dass wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren? Und was bitteschön, wir haben dazu gerade eine große Anfrage gestellt, was bitteschön ist modern an einer Landwirtschaft, die 30 Jahre lang es nicht hinbekommt, dass sie die Gülle so verwertet, dass die Pflanze sie aufnimmt und sie nicht ins Grundwasser als Nitrat einsickert. Liebe Freundinnen und Freunde, die Landwirtschaft hat sich in den letzten 10 Jahren noch mal deutlich intensiviert. Fruchtfolgen sind mittlerweile bei vielen Landwirten gar nichts mehr wert. Der Einsatz von Pestiziden, Antibiotika, Johannes hat die Studien dazu gemacht, hat extrem zugenommen. Es werden in einigen Regionen viel zu viele Tiere gehalten. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es hat nicht funktioniert, den Bereich Biomasseerzeugung so in die Landwirtschaft einzubauen, dass es passt. Man muss, wenn man Energie erzeugt, dafür etwas anderes aufgeben. Es geht nicht beides, eine überbordende Massentierhaltung und Energieerzeugung. Das kann nicht funktionieren. Das geht zulasten der Böden. Norwich, kommst du zum Schluss? Ja. Wir haben extrem hohe Nitratwerte. Wir haben im Bereich der Artenvielfalt extreme Verluste. Wir haben den Rückgang beim Kiebitz, wenn ich eine Veranstaltung habe, wo ein Naturschützer den Vortrag einfach nur noch titelt mit Tschüss Kiebitz, dann glaube ich, sagt das alles aus. Liebe Freundinnen und Freunde,
Im ländlichen Raum, das haben wir auch mehrfach hier schon gehört, sind noch viele Aufgaben zu bewältigen, die wir gemeinsam anpacken müssen, wenn wir in Zukunft lebendige Dörfer haben wollen, eine intakte Natur haben wollen und eine ökologisch vertretbare Landwirtschaft haben wollen. Ich bin überzeugt davon, dass wir Grüne die richtigen Antworten geben können auf alle diese Fragen und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes die besten Anwälte für die ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen sind. Und deshalb möchte ich, dass wir diesen Antrag, für mich ist das ein Auftaktantrag, es ist ein globaler Antrag, der Ziele beschreibt, dass wir den in den nächsten Jahren noch weiter mit Leben erfüllen, die einzelnen Themen rausnehmen, nochmal dann auch speziell aufbereiten. Und ich glaube, dann kommen wir gemeinsam voran mit dem großen Ziel 2017 in der Tat in den ländlichen Räumen auch erkennbar die beste Anwältin für den ländlichen Raum zu sein. Vielen Dank. Okay, herzlichen Dank, Norwich. Als nächstes ist mit seinem gelosten Redebeitrag Friedrich Ostendorf, KV Unna, dran. Und ich würde einmal schon mal ankündigen, wer sich nach Sebastian Klick dann noch freuen darf, noch gezogen worden zu sein. Und zwar zunächst Silvia Löhrmann, KV Solingen, Eyüp Ederbasche, KV Herford. Und wir haben uns dann entschieden, noch zwei zusätzliche Redebeiträge zu losen. Und das sind dann Manuela Grochowiak-Schmiedien, KV Lippe, und Richard Janus, KV Paderborn. Jetzt hast du die Zeit, 4 Minuten deine Themen hier vorzustellen. Bitte, Friedrich. Schönen Dank, Wiebke. Liebe Freundinnen und Freunde, bleibt auf dem Lande und wehret euch täglich. Dieser Balkenspruch über unserer Scheuneneinfahrt zu Hause auf dem Hof richtet mich immer wieder auf, wenn ich nächtens nach Hause komme, manchmal etwas müde aus den Wirtshäusern, aus den Dörfern. Ich denke, Das bleibt uns, dieser Kampf wird uns bleiben, aber wir haben in den letzten Jahren es geschafft, mit diesem Thema, liebe Freundinnen und Freunde, ländlicher Raum, eine Landwirtschaft, die verträglich ist für den ländlichen Raum, eine andere Tierhaltung, die gesellschaftliche Debatte von vorne zu diktieren. Ich denke, das ist entscheidend für uns und das untermauert auch dieses Positionspapier. Deshalb ist es wichtig, hier diese starken Leitlinien zu beschreiben, um zu sagen, Schluss mit der Massentierhaltung. Wir müssen da raus. Das ist ein völlig falscher Irrweg, den wir begehen hier in Deutschland mit dieser agrarindustriellen Massentierhaltung, diese vielen Millionen Tiere eingefärcht in engsten Ställen. 22 Hühnchen als Beispiel auf dem Quadratmeter, ein Schwein, was mit 100 Kilo weniger als einen Quadratmeter Lebensfläche hat. Diese Dinge müssen aufhören, das müssen wir beenden. Wir werden diese Auseinandersetzung zu führen haben, denn es gibt im ländlichen Raum die Auseinandersetzung nur zwischen CDU, CSU und Grüne. Andere anderen politischen Kräfte spielen ja eigentlich keine Rolle. Wir sind diejenigen, die hier CDU, CSU und Bauernverband stoppen müssen. Auf diesem völligen Irrweg, wir ernähren die Welt mit Fleisch, mit billigstem Fleisch, überschwemmen wir es und dafür alles in Kauf nehmen, was an Werten bei uns verankert ist, sogar im Grundgesetz, im Recht. Keine Verstümmelung von Tieren. Was findet statt? Millionenfach jedes Jahr werden Tiere zurechtgeschnitten, damit sie diese Haltung, diese widernatürliche Haltung überstehen können, ohne zu Kannibalen zu werden. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen Schluss machen damit, dass wir Medikamente, Schmerzmittel, Antibiotika in tausenden Tonnen in die Tierhaltung fahren und damit den Tieren überhaupt ermöglichen, diese Haltung zu überleben. Sonst würden sie nämlich dieses nicht schaffen. Es muss Schluss sein damit, weil es uns als Menschen erreicht. Diese Keime, diese Dinge, die da entstehen, diese Resistenzen bedrohen unsere Gesundheit. Und von daher ist es nicht mehr mit Spott zu begegnen, wenn gesagt wird, wenn du Kopfschmerzen hast, ist Pute, dann hast du keine mehr. Das geht nicht. Wir müssen damit aufhören. Dieser Antibiotika- und Arzneimittelmissbrauch muss beendet werden. Wir müssen aber auch die Menschen, und das tun wir in den Dörfern, das haben wir geschafft bei dieser Wahl, dort, wo wir gut sichtbar waren, haben wir bei dieser Wahl gezeigt, dass wir die Menschen, und darauf müssen wir aufbauen, mitnehmen müssen, die Nachbarn ihnen das Gefühl geben müssen, dass sie was machen können, dass sie nicht ohnmächtig vor dieser Entwicklung stehen, dass hinter ihrem Garten im Westen 20, 80 Meter eine riesige Stallanlage entsteht, wo früher freie Fläche war. Dieses macht die Menschen sprachlos, dieses macht die Menschen ohnmächtig, und daraus wird Wut.
Wir Grünen stehen an der Seite dieser Menschen. Und das tun wir nicht nur in der lokalen Ebene, sondern auch auf der Bundesebene. Wir haben seit 4 Jahren die Demonstration im Januar in Berlin. Wir haben es satt. Ich kenne im Moment keine größere Bürgerbewegung, dass über 30.000 Menschen wintertags bei schlechtestem Wetter auf die Straße gehen, um für eine andere Landwirtschaft zu demonstrieren. Ich glaube, da gehören wir hin. Die Taz Berlin schrieb, die Agrarwende ist nötig, aber sie wird ein politisches Gesamtkunstwerk. Ich glaube, das ist richtig. Dieser Euphemismus passt. Ich glaube, genau das ist es. Es wird ganz vieles gebrauchen. Es braucht euch alle, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist völlig richtig, was unser Landesvorsitzender Sven Lehmann hier sagt. Stadt und Land Hand in Hand. Wir müssen es gemeinsam machen, mit den Menschen zusammen, in den Dörfern, in den Bürgerinitiativen helfen, dass ihre Stimme Gewicht kriegt, dass sie endlich mal gegen diese Richtung, die hier die Landwirtschaft falsch eingeht, anstinken können. Ich glaube auch, dass wir, wie Bundespräsident Joachim Gauck sagt, wir müssen auch Demokratielehrer sein, denn ich denke, dass Bauernverbände hier enormen Nachholbedarf haben und es an uns liegt, ihnen beizubringen, wie man mittelenglisch demokratisch miteinander umgeht. Ich denke, das, was letzte Woche passiert ist, dass Staatssekretär Peter Knietsch einen Auftritt beim BUND Viersen, der gegen eine Schweinemastfabrik mit 2200 Tieren kämpft, verboten werden sollte. Es ist ein Pressesturm entfacht worden vom Bauernverband, einzigartig in dieser Art, dass ein Staatssekretär zum BUND geht, wenn er eingeladen wird in eine öffentliche Veranstaltung und dort Rede und Antwort steht. Ich denke, das ist ein Skandal. Auch wir sind hier als Parteitag gefordert, deutlich zu machen, hört auf damit, lasst uns vernünftig zusammensetzen, überlegen, wie wir den völlig falschen Weg der Landwirtschaft gemeinsam versuchen zu beschreiten. Und wer da nicht mittut, tut eben nicht mit, dem müssen wir möglicherweise damit verboten begegnen. Aber wir machen das Angebot, erstmal gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, wir werden hier nicht nachlassen. Wir werden das zum Erfolg führen. Ich bin dort ganz sicher, wir haben 6 Bundesländer, wo wir die Zuständigkeit haben. Wenn wir Bremen haben, auch das 7. Und ich denke, es lohnt sich für uns alle hier, wie die Bundestagsfraktion es auch vorhat, im Winter dieses Thema ganz stark nach vorne zu fahren. Wir haben das jedenfalls vor, in der nächsten, bei der 5. Demo ganz stark dabei zu sein. Schönen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Dankeschön, Friedrich. Wir kommen jetzt wieder zu einem gesetzten Redebeitrag. Barbara Steffens vom KV Mülheim. Danach wurde gelost Arndt Glocke vom KV Köln. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, KV Mülheim ist kein ländlicher Raum. Ich will trotzdem ganz kurz zuerst noch an eins anschließen, was Friedrich gerade gesagt hat, nämlich die Frage mit den Multiresistenten und den Antibiotika in der Tierhaltung, in der Massenviehhaltung. Das ist ein wirklich nicht zu unterschätzendes Problem, denn gerade in der Massenviehhaltung werden die sogenannten Reserveantibiotika häufig eingesetzt. Das heißt, die Antibiotika, die notwendig sind, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Und das ist absolut inakzeptabel, was hier passiert. Und wir werden das gemeinsam aufbrechen und verändern müssen, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie weit wir mit multiresistenten Keimen gekommen sind. Gerade im ländlichen Raum, den Krankenhäusern, spielt das zum Teil eine größere Rolle als im städtischen Milieu. Und das kann so nicht sein an der Stelle. Das sind hausgemachte, inakzeptable Probleme, aber da kämpfen wir auch, glaube ich, Seite an Seite. Und das müssen wir auch überall an jeder Stelle. Gesundheit ist mittlerweile ein massiver Standortfaktor. Das ist in vielen Reden gerade schon mal angeklungen. Ute hat das auch gesagt. Gesundheit betrifft uns alle. Das sind mittlerweile die meistbesuchtesten Internetseiten. Da gibt es nichts mehr, was oben drüber ist. Und Gesundheit ist das, wo Menschen auch mittlerweile die Entscheidung treffen, wo lassen sie sich mit ihrer Familie nieder oder wo nicht. Gesundheit betrifft uns in allen Altersgruppen. Es ist egal, ob das die Familien betrifft oder ob das ältere Menschen betrifft. Von daher ist das ein Thema, womit wir als Grüne uns ganz intensiv beschäftigen müssen, weil hier geht es nicht nur um den Standortfaktor, sondern hier geht es wirklich um die Menschen und um die intensive Betroffenheit der Menschen. Wir haben in allen Bereichen mittlerweile einen beginnenden Fachkräftemangel. Im Gesundheitsbereich haben wir den schon längst, da ist er angekommen. Wir haben den Ärztemangel und das schlägt sich meistens dann zuerst im ländlichen Raum nieder, dass wir keine Ärzte finden, die die Nachfolge in einer häuslichen Praxis oder die eine Nachfolge im Krankenhaus antreten. Und wir haben
den Pflegekraftmangel. Das Ganze wird massiv zunehmen. Schon heute ist es so, dass jeder Achte in der Gesundheits- und Pflegewirtschaft beschäftigt ist. Wir werden weniger Erwerbspersonen haben, mehr Bedarfe haben und wir werden das mit den heutigen Strukturen so nicht bewerkstelligen können. Also ein einfaches Weiter-so und mehr Leute rein und mehr werden wir nicht schaffen. Und wir sehen auch schon heute, dass zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser die Menschen vor Ort mit den Füßen abstimmen. Man entscheidet, in welches Krankenhaus man geht. Und gerade die wohnortnahen Krankenhäuser, die wir für die Grundversorgung brauchen, sind oft die Häuser, wo die Menschen nicht hingehen, wo die Auslastung dann defizitär ist, wo die Häuser dann in den roten Zahlen richtig einmal absacken und dann in die Insolvenz gehen und dann unter Umständen eher vor Ort die Kommunen den Sicherstellungsauftrag umsetzen müssen und die Krankenhäuser in Zukunft würden übernehmen müssen. Deswegen brauchen wir jetzt eine Veränderung, und zwar eine Veränderung in zwei Richtungen hin. Erstens, nicht überall, wo Krankenhaus dran steht, kann alles noch in Zukunft vorgehalten werden. Vor allen Dingen nicht zu der Qualität, die wir brauchen. Denn zu sagen, wir halten alle Stationen überall vor, haben die Ärzte dafür nicht, die Pflegekräfte nicht, hilft uns auch als Patienten und Patientinnen nicht. Und für eine qualitativ hochwertige Versorgung brauchen wir also neue Konzepte. Neue Konzepte, das hatte Sven eben mal angesprochen, sind zum Beispiel Verbünde von Krankenhäusern, wo man sich zusammentut und nicht alle Krankenhäuser alles vorhalten, aber jeder Patient in jedem Krankenhaus diagnostiziert werden kann und im Verbund mit den anderen als Portalklinik dann diagnostiziert und in die bestmögliche Versorgung gebracht werden kann. Das ist wichtig, damit man nicht einfach irgendwie versorgt wird und im städtischen Milieu, wo Krankenhaus an Krankenhaus ist, dann die bessere Versorgung bekommt, damit man überall die bestmögliche Versorgung bekommt. Deswegen brauchen wir solche neuen, innovativen Konzepte und da müssen sich auch die Krankenhausträger auf den Weg machen und müssen miteinander kooperieren oder Verbünde eingehen. Das zweite große Problem, was wir haben, ist, dass wir neben dem stationären, dem Krankenhausbereich, den ambulanten Bereich haben, wo viele vor Ort die Ärzte nicht mehr haben oder die Ärzte wegbrechen. Das ist eigentlich der Sicherstellungsauftrag, der über den Bund an den Ärzte selber übertragen worden ist. Trotzdem habt ihr vor Ort das Problem, haben wir oft auf Landesebene das Problem und versuchen dann mit Hausärzteprogrammen oder anderen die Ärzte wieder in die Regionen zu bekommen. Das Ganze sind Maßnahmen, die helfen auch, aber die helfen nur ein bisschen. Richtig helfen würde es nur, wenn wir vom Bund endlich die Kompetenzen bekämen, ambulant und stationär gemeinsam zu planen. Denn uns ist das als Patienten wurscht, ob das der niedergelassene Arzt ist oder der Krankenhausarzt ist. Wir wollen nur versorgt werden. Und deswegen brauchen wir neue Konzepte. Und die muss man aber individuell vor Ort entwickeln können. Da seid ihr in Zukunft gefragt, denn gerade Grün als Motor vor Ort ist wichtig in der Gesundheitsversorgung. Genauso wichtig, auch das ist angesprochen worden, ist die pflegerische Versorgung. Und ich habe da im Wahlkampf ja einige Veranstaltungen vor Ort gemacht. Ich finde es immer spannend, weil es gerade im ländlichen Raum unglaublich viele Menschen gibt, die noch nicht so weit sind, die weit vor ihren Pflegebedarfen stehen, aber die sagen, wie können wir das denn gestalten, dass auch wir vor Ort, da wo wir immer gelebt haben, alt werden können. Das heißt, der städtische Begriff von Quartier muss im ländlichen Raum neu definiert, anders gestaltet werden, mit KOM-Strukturen, aber auch mit anderen Angeboten. Und da sind dann die Haus- und Wohngemeinschaften, vielleicht im Bauernhof, auch das, was mal neue und innovative Ansätze sind, die wir brauchen. Denn gerade haben wir eben gehört von der Vertreterin aus dem ländlichen Raum, dass sie gesagt hat, ja, ich habe meine Eltern selber in meinem Haus gepflegt, ich habe den Platz, ich habe den Raum, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein und diejenigen, die die Familien vielleicht auch nicht mehr in der Form haben, müssen auch die Möglichkeiten haben, in ihrem gewohnten Umfeld alt werden zu können und bis zuletzt gepflegt werden zu können. Wichtig ist auch da, dass wenn man sich anguckt, wie die Situation mit den Pflegediensten ist, dass wenn man viele Patienten, viele zu betreuende ältere Menschen hat, dann kann man auch kurze Strecken, kurze Wege, dann ist das schnell wirtschaftlich. Im ländlichen Raum, wenn die Menschen, die man aufsuchen muss, sehr weit entfernt sind, wird es oft auch ein wirtschaftliches Problem, weil die Fahrtkosten nicht dementsprechend refinanziert werden. Auch da brauchen wir andere Konzepte für den ländlichen Raum, damit auch hier die Pflegeleistungen im ambulanten Bereich wirklich sichergestellt werden kann. Auch da ist der Bund und die anstehenden Pflegereformen massiv gefragt. Letzter Punkt an der Stelle. Wir haben auf Bundesebene einen Finanzminister, der gerade in den Gesundheitsfonds, in die Gelder der Versicherten gegriffen hat, um damit den Haushalt wieder ein Stück zu sanieren. Das Geld wäre sinnvoller aufgehoben gewesen, wenn wir es in den Strukturwandel im ländlichen Raum, in die Gesundheits- und Pflegeversorgung gesteckt hätten. Das hätte uns wirklich geholfen.
Aber stattdessen wird damit der Bundeshaushalt finanziert, die Lücken geschlossen und wir produzieren dieses Strukturdefizit, was wir haben, immer weiter und es wird nicht weniger, sondern es wird größer. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Grüne mit unseren Grundwerten von Selbstbestimmungsrecht, mit unseren Grundwerten, die wir gerade auch bezüglich nicht nur des Erhalts der Natur, sondern auch bezüglich des Erhalts der Gesundheit haben, dass wir diesen Diskurs ganz intensiv miteinander vor Ort auch wirklich prägen, dass wir die neuen Strukturen entwickeln und wir der Motor sind für das, was wir an neuen, innovativen Gesundheits- und Pflegekonzepten vor Ort brauchen. Ich bin gern mit euch dabei und ich freue mich darauf, dass wir die Strukturen vor Ort verändern, damit alle Menschen auch im ländlichen Raum genauso gut versorgt alt werden können wie im städtischen Milieu. Das muss unser Projekt für die Zukunft sein. Danke. Herzlichen Dank, Barbara. Als nächstes macht sich jetzt auf den Weg Arndt Glocke, KV Köln. Und wir sind ja so lieb und nett. Und weil ihr alle so ganz genau auf die Zeit achtet, ja, haben wir noch mal zwei Leute gelost. Das sind Karen Halt auf der Heide, KV Ennepe Ruhr. Und abschließend dann Johannes Remmel, KV Siegen-Wittgenstein. Ja, das war schon ein dezenter Hinweis. Danke, Wiebke, liebe Freundinnen und Freunde, auf die Zeit zu achten. Das sage ich auch zu. Köln ist auch nicht ländlicher Raum. Barbara mit Mülheim, aber ich komme aus dem ländlichen Raum, gebürtiger Ostwestfale aus dem Kreis Herford. Und ich weiß natürlich noch in meiner Erinnerung, jedenfalls war das damals so, dass man ohne Auto im ländlichen Raum aufgeschmissen ist. Da hat sich ein bisschen was dran geändert, aber leider noch nicht ausreichend. Wir arbeiten intensiv dran. Was wir anbieten können als Landtagsfraktion, ist, dass wir euch mit euch zusammen Konzepte entwickeln, Best-Practice-Beispiele weitergeben. Wir hatten Anfang April eine große Fachveranstaltung im Landtag, Mobilität 2.0, wo wir gerade aus ländlichen Kreisen Expertinnen und Experten eingeladen haben. Und ich habe dabei für mich festgestellt, gelernt, wir sind hier im Rhein-Sieg-Kreis in einem wirklichen Musterkreis, was eine gute ländliche ÖPNV-Versorgung angeht. Wir hatten da den Verkehrsplaner aus dem Rhein-Sieg-Kreis, hier aus dem Kreishaus eingeladen. Und da muss ich wirklich sagen, also was sich hier in den letzten Jahren getan hat, im Bereich gerade von Bürgerbussen, Anrufsammeltaxis, auch regionalen Carsharing-Konzepten, was hier im Bereich Radverkehr in den letzten Jahren auf den Weg gekommen ist, auch dank grüner Beteiligung mit schwarz-grüner Mehrheit hier im Kreis, das ist wirklich vorbildlich. Also wenn man sozusagen aus dem Land mal gucken will, was man vor Ort machen kann, guckt auf den Rhein-Sieg-Kreis. Hier ist wirklich einiges auf den Weg gekommen. Herzlichen Glückwunsch an die ganzen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Ihr seid da wirklich vorbildlich. Anderes wirklich sehr lobenswertes Beispiel, wo man sich auch was von abgucken kann, ist im Kreis Lippe die Stadt Lemgo. Wir waren mit unserer Mobilitätstour, wir haben jetzt ja beim Kommunalwahlkampf eine große Mobilitätstour landesweit gemacht. Und was Bürgerbussysteme, was eine gute ländliche und stadtnahe Verbindung im Bereich der Bürgerbusse angeht, von den Stadtwerken organisiert, da ist Lemgo wirklich landesweit Spitze. Und wer da was lernen möchte, wer sich da was abgucken möchte, guckt nach Lemgo, Burkhard Pohl, Ute Kotschi etc. Ihr seid da wirklich ausgesprochen vorbildlich. Wir haben es erreicht mit dem Ideenwettbewerb Radschnellwege, Aktionsplan Nahmobilität. Das ist die Sache, die der Horst als Verkehrsstaatssekretär intensiv mit Vorbereiten auf den Weg gebracht hat. Es gab diesen Ideenwettbewerb mit den Radschnellwegen, jetzt 5 landesweit auszuzeichnen und zu prämieren. Und es sind 2 im ländlichen Raum, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen und festhalten. OWL hat gewonnen, es wird in Zukunft einen Radschnellweg geben, von Minden angefangen über Herford in Richtung Bielefeld. Und auch das Münsterland hat gewonnen. Rede im Kreis Borken, der entsprechende Radschnellweg. Wir hätten uns gewünscht, wenn es auch im Rhein-Sieg-Kreis noch der 3. gewesen wäre. Da gab es Probleme in St. Augustin mit dem Rad. Das Projekt ist aber nicht sozusagen endgültig gestoppt. Wir hoffen, dass man da noch entsprechend dran arbeiten kann. Aber auch Radschnellwege sind für die zukünftige Mobilität im ländlichen Raum ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden da intensiv dran arbeiten, diese Konzepte weiterzuentwickeln. Und unsere grüne Aufgabe wird es sein, in der Landesregierung jetzt sicherzustellen, dass wir nicht nur einen Verkehrsminister von der SPD haben, der sich auch mit diesem Projekt gerne schmückt und nach außen geht, sondern dass diese Radschnellwege auch für die Umsetzung finanziert werden, dass die Kommunen nicht auf den Kosten hängen bleiben, sondern dass Land und Bund auch sich an den Kosten vernünftig beteiligen und diese Radschnellwege in den nächsten Jahren wirklich realisiert werden und nicht nur reine Projekte bleiben. Daran arbeiten wir im Landtag. Ich würde euch einen wichtigen Punkt sozusagen, der steht auch in dem Antrag drin, das ist ja ein guter Leitantrag, der Mobilitätsteil ist da wirklich breit, auch wenn man sicherlich das ein oder andere noch aufnehmen könnte. Ich habe eben gehört, Güterverkehr im ländlichen Raum
wäre nicht berücksichtigt worden, also die Frage von künftigem Gütertransport, das stimmt. Wir haben jetzt auch keinen sozusagen Verkehr-Leitantrag. Wir hatten ja die letzte LDK, war ja die Verkehrs-LDK, da war sicherlich der Teil breiter angelegt. Trotzdem ist der Bereich gut. Ein ganz wichtiger Punkt für die zukünftige Versorgung von ÖPNV, gerade im ländlichen Raum, ist die Zukunft der Regionalisierungsmittel. Das ist vielen von uns nicht ganz, glaube ich, nicht ganz klar. Das wird ein ganz wichtiger Kampf in den nächsten Monaten und Jahren sein. 2019 laufen die Regionalisierungsmittel, Entflechtungsmittel aus und bisher ist noch gar nicht klar, ob der Bund sich weiter an der Finanzierung des ÖPNV in den Ländern beteiligt. Und das wird ein ganz entscheidender Kampf sein der grün mitregierten Länder, auch der Bundestagsfraktion, bei der Bundesregierung Druck zu machen. Es gibt bisher überhaupt kein ausgearbeitetes Konzept. Wir hatten letzte Woche ein großes Bund-Länder-Treffen in Berlin der grünen Verkehrspolitiker. Es gibt noch keine klare Perspektive, dass die Regionalisierungsmittel nach 2019 fortgeschrieben werden, dass eine vernünftige Dynamisierung auch stattfindet, also Kostensteigerung entsprechend aufgefangen wird. Für die zukünftige Versorgung im ländlichen Raum ist die Zukunft der Regionalisierungsmittel ganz wichtig. Das würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, also insbesondere unseren grünen Ministerinnen und Ministern der Bundestagsfraktion nochmal, obwohl ich es eigentlich weiß, Oliver nickt. Wir werden intensiv dafür kämpfen, dass es auch nach 2019 eine Bundesfinanzierung für den ÖPNV gibt. Sonst sind viele Bahnstrecken, viele Busverbindungen im ländlichen Raum gefährdet. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Arndt. Als nächste Rednerin ist Dagmar Hanses dran. Als gesetzter Redebeitrag danach Sebastian Klick von der Grünen Jugend und im Anschluss dann Silvia Löhrmann und Eyüp Odabaşı. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Land in Sicht lautete das Motto des Kongresses letztes Jahr in Bad Sassendorf. Mit diesem bunt und breit aufgestellten Positionspapier ist für uns Grüne ganz bestimmt Land in Sicht. Und lieber LAFO, es hat sich gelohnt, nach Bad Sassendorf zu gehen, die Rhein-Ruhr-Schiene mal zu verlassen mit einer Veranstaltung des Landesverbandes und in Bad Sassendorf zu tagen. Mona und Marianne sitzen da. Macht das auch in Zukunft, es lohnt sich. Wir haben auch tolle Veranstaltungsorte in ländlichen Regionen. Bad Sassendorf, da waren noch ein paar interessierte Leute, die jetzt die Ratsfraktion bilden. Es hat sich gelohnt. Kinder und Jugendliche, die in Dörfern aufwachsen, erleben etwas anderes als Kinder und Jugendliche, die in Ballungszentren und in Großstädten aufwachsen. Sie erleben andere Bildungsangebote, andere Verkehrsinfrastruktur, ein anderes Kulturangebot. Ländliche Räume sind in NRW aber keine Wüste. Ländliche Räume sind vielfältig bunt und sie sind auch besonders grün. Wir Grüne können mit dieser Unterschiedlichkeit besonders gut umgehen. Da sind wir richtig gut. Die Landkarte, die Silvia gestern gezeigt hat, dass im Bildungsbereich der Innovationsboom aus den ländlichen Regionen kommt, wurde ja schon angesprochen. Ein Strukturwandel in der Bildungspolitik hin zum länger gemeinsamen Lernen. Und wir Grüne sind an der Stelle der Garant dafür, dass das nicht allein aus demografischen Gründen passiert, sondern eben auch für eine größere Chancengerechtigkeit und für das bessere pädagogische Konzept. In dem Papier ist ein Modell der Kinderbildungshäuser angesprochen für ein besseres Gelingen der Übergänge in dem Bereich Kita zur Grundschule. Aber auch andere Übergänge von der Grundschule zur Sekundarstufe 1, von der Sekundarstufe 1 zur Sekundarstufe 2, zum Berufskolleg zur Hochschule sind uns wichtig. Und da liegen in ländlichen Räumen besondere Chancen. Denn da, wo man sich kennt, kann man auch besser zusammenarbeiten. Da sind die Wege kürzer, da ist der Anruf einfacher, da ist die gemeinsame pädagogische Konferenz schneller organisiert. Da liegen noch viele Chancen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst, Bildung ist für mich nicht nur Schulsystem, sondern wir stehen für einen umfassenden Bildungsbegriff und die Bedeutung der nonformalen, außerschulischen Bildung wurde hier noch gar nicht angesprochen. Und das können wir nicht zulassen. Nonformale Bildung, außerschulische Lernorte haben noch eine größere Bedeutung. Und selbstverständlich findet das auch in Vereinen, Verbänden statt und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der Jugendsozialarbeit.
Und unsere Schlüsselfrage der Zukunft ist doch, leben junge Menschen gerne da, wo sie sind? Lebe ich da, wo ich lebe, gerne? Kann ich da, wo ich bin, so sein, wie ich bin? Oder möchte ich nicht vielleicht lieber ganz schnell weg? Wir haben viele Beispiele gehört in den letzten Tagen von Leuten, die jetzt in großen Städten leben, die zumindest mal sagen, ich komme eigentlich aus Floto, aus Telgte oder aus anderen Orten. Da waren wir, sind wir jetzt schon mal einen Schritt weiter. Es gab auch mal Zeiten in dieser Partei, wo Leute nur geschrieben haben, lebt in Köln und niemand wusste, dass sie in Siegen geboren ist. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Aber ich möchte gerade an die Orts- und Kreisverbände appellieren, wenn junge Menschen die ländlichen Räume verlassen, dann ist das nicht sofort negativ. Die Frage ist, sind Jugendliche bereit, möglicherweise noch mal wiederzukommen? Gehen sie im Gram, gehen sie mit Wut, Enttäuschung oder kommen sie noch mal wieder, weil sie da anknüpfen können? Denn Jugendliche sind nicht weg, wenn sie wegziehen. Jugendliche lösen sich nicht in Luft auf. Ich möchte das Beispiel aus dem Kreis Soest nennen. Der Kreisverband Soest hat 5 Jahre in Folge die Sprecherinnen und Sprecher der Grünen Jugend Berlin gestellt. Und darauf sind wir ziemlich stolz, weil die sind da nur woanders. Kinder und Jugendliche in ländlichen Räumen haben ein Recht auf Beteiligung, auf Partizipation. Und gerade da, wo es kleine Jugendämter gibt, ist es unsere Aufgabe, dass das am häufigsten ignorierte Gesetz in NRW überall umgesetzt wird. Im Kinder- und Jugendförderungsgesetz steht sehr eindeutig, Kinder und Jugendliche sind umfassend und rechtzeitig bei allen Belangen, die sie betreffen, zu beteiligen. Und das muss endlich überall umgesetzt werden. Mit Parlamenten, mit Jugendforen für eine einmischende und eigenständige Jugendpolitik. Und sie wählen dabei die Form selber. Und vielen Dank für die Ergänzung. Sie brauchen natürlich auch eigene Kompetenzen, Ressourcen dafür. Es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche, nämlich die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die Gymnasien besuchen, sich nicht mehr ehrenamtlich engagieren können. Das macht was mit einer Gesellschaft. Und deshalb sind wir froh um den runden Tisch. Und es ist unsere Aufgabe, dann zu gucken, dass da auch Veränderungen überall ankommt. Das wird eine große Herausforderung, dass die Ergebnisse auch wirklich in jeder Schule ankommen, weil ich mir sonst Sorgen um die außerschulische Inklusion mache. Und es ist ein Wert an sich, sich zu engagieren, und Jugendliche haben ein Recht darauf. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank, Dagmar. Als nächster Redner ist Sebastian Klick von der Grünen Jugend dran. Bitte schön, Sebastian. Ja, auch wir als Grüne Jugend haben uns mit diesem Antrag beschäftigt, und auch mir persönlich ist dieser Antrag sehr wichtig. Denn ich bin in der Eifel aufgewachsen, was ja nun mit Sicherheit zu den ländlichen Regionen gehört. Ich bin auch in der Eifel zur Grünen Jugend und zu den Grünen gekommen. Und ich kenne auch die Probleme, die der ländliche Raum mit sich bringt. Aber ich kenne auch die Chancen, die der ländliche Raum mit sich bringt. Stadt und Land sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Denn es gibt auf der einen Seite im Land, in den ländlichen Räumen, vielfältige Naherholungsgebiete, Wiesen und Felder und Wälder. Und die wollen wir eben nicht zubetonieren. Wir wollen nicht aus den ländlichen Räumen Städte machen. Und wir wissen, dass die Probleme des Verkehrs im ländlichen Raum nicht zu lösen sind, indem wir einfach die Landschaft zubetonieren, sondern dafür brauchen wir gute Ideen, und die haben wir auch. Wir erhalten die Naherholungsgebiete, und für uns sind die ländlichen Regionen eben auch Energieregionen. Sie gehen mit den Städten Hand in Hand, um die Energiewende zusammen zu schaffen. Sie werden auch in Zukunft die Städte mehr und mehr mitversorgen, was die Energiewende eben so mit sich bringt. Und auch im ländlichen Raum müssen wir uns für gesellschaftliche Vielfalt einsetzen. Aber was Dagmar eben gesagt hat, finde ich auch wichtig, denn natürlich müssen Jugendliche auch im ländlichen Raum die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Dazu gehört zum einen, dass sie die Möglichkeit haben, auch zu Treffen zu kommen. Und dafür braucht es eben einen starken ÖPNV, denn Jugendliche können halt noch nicht Auto fahren
oder größere Strecken mit dem Rad sind gerade in der Eifel eben auch nicht so einfach zu bewältigen. Denn Jugend, das ist unsere Zukunft und das ist auch die Zukunft der ländlichen Räume. Und deswegen muss sie ernst genommen werden und von der Politik eingebunden werden. Und dafür braucht es eben die eigenen Ressourcen und die eigenen Kompetenzen der Jugendräte, Jugendforen oder welche Möglichkeiten da vor Ort sich als am besten darstellen. Aber wir haben auch als Grüne Jugend noch weitere Punkte eingebracht in diesen Antrag. Zum einen ist für uns klar, die industrielle Massentierhaltung ist genauso eine Ursache für die Vermeisung oder noch viel mehr eine Ursache für die Vermeisung als die Biomassenutzung. Diese industrielle Massentierhaltung müssen wir überwinden. Für uns sind Tiere Lebewesen und keine Industriemaschinen. Und ich möchte hier auch noch mal mich bei den AntragstellerInnen bedanken, dass sie alle Punkte, die wir als Grüne Jugend eingebracht haben, eben übernommen haben. Und das zeigt eben, wir wissen, was wir für Änderungsanträge stellen. Und wir reden auch gerne mit allen und kommen dann auch, wie zum Beispiel bei dem Antrag zur Jugendpartizipation, zu einer noch besseren Lösung. In diesem Sinne, wir sind stachelig, aber wir beißen nicht. Stadt und Land gehen in Hand und Grüne und Grüne Jugend sollten das genauso tun. Danke. Vielen Dank, Sebastian. Auch dafür, dass du vor dem Limit deiner Redezeit auch fertig geworden bist. Als Nächste Silvia Löhrmann, dann Eyüp Odabaşı, danach Manuela Grochowiak-Schmieding und Richard Janus. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, dass das keine Eintagsfliege ist mit diesem Antrag, das merkt man ja daran, wie sehr aus allen Fachbereichen die Debatte bereichert wird. Alle Kabinettmitglieder der Grünen sind involviert, nicht nur der parlamentarische Geschäftsführer, Staatssekretär selten für den Bereich, sondern auch die anderen. Und das zeigt, es geht nicht nur um die Inhalte, nicht nur um Stadt, Land und Grün, sondern es zeigt, dass Grünen die sind, die ganzheitlich die Dinge angehen und die die Dinge zusammendenken und die die Dinge insofern interdisziplinär andenken. Und dieses Markenzeichen grünen Herangehens, das zeigt sich in diesem tollen Antrag, den wir heute verabschieden, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will das noch mal aufgreifen, der Sven hat das ja gesagt, das ist unser Verdienst, dass das mit der Schule so wunderbar aufgeht. Wir haben uns das ausgedacht, wir hatten das Gefühl, da geht was los. Und Herr Rüttgers hat ja offenbar in einem Recht gehabt. Er hat gedacht, wenn ich das in Ascheberg genehmige mit dieser Gemeinschaftsschule, die die da wollten, dann kriege ich das nicht mehr, dann kriege ich den Korken nicht mehr in die Flasche. Da hat Herr Rüttgers Recht gehabt, weil sonst wäre diese Dynamik, die wäre nicht zu erklären gewesen, dass wir jetzt schon 155 Schulen in diesem Jahr haben und mit dem nächsten Schuljahr wird die Karte eben noch grüner werden. Da werden die weißen Flecken, die dann noch sind, auch begrünt, weil wir dann über 200 Schulen des längeren gemeinsamen Lernens haben werden. Die Revolution ist hier also wirklich vom Lande ausgegangen. Das ist eine wunderbare Erkenntnis. Ich will aber noch mal sagen, was das ganz konkret für die Kinder und Jugendlichen heißt. Das heißt, dass sie wohnortnah ein umfassendes Bildungsangebot haben, was für sie die Chance zu allen Bildungsabschlüssen eröffnet. Es ist also ein offenes Konzept, ein durchlässiges Konzept. Und Dagmar hat es gesagt, es geht uns nicht nur um eine Struktur, da wird eine Schule gerettet, sondern uns geht es ja auch darum, was ist denn in dieser Schule drin? Und da will ich es noch konkreter machen. Wir haben jetzt Orte in Nordrhein-Westfalen, wo Kinder erstmals bis zum Abitur kommen können, was sie vorher gar nicht konnten. Wir haben also mehr gymnasiale, umfassende Bildung durch die Gesamtschulkooperation in die Fläche getragen. Ich mache es ganz konkret. Selfkant-Gangelt, Freudenberg, Wenden, Bad Lippspringe, Hamminkeln, Alfter, Gescher oder Gescher, da gibt es unterschiedliche Interpretationen zu und Aussagen, Hörstel und Rehde. Das sind ganz viele Orte, die jetzt Jugendliche, wenn sie das Zeug dazu haben, bis zum Abitur führen können. Das ist grandios, weil ein Mehrwert an Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen dabei rauskommt. Zweiter ganz wichtiger Punkt. Dieses Konzept zwingt zu Kooperation, weil manchmal selbst die kleineren Gemeinden nicht mehr genug Schülerpotenzial haben für eine Schule allein an ihrem Ort.
Aber wir haben schon Kooperation, sogar kreisübergreifende Kooperation. Auch da nenne ich ein paar Beispiele, damit ihr seht, wie konkret das wird. Sekundarschule Rosendahl, Lekten, Kreise Coesfeld und Borken. Gesamtschule Bad Driburg, Altenbeken, Kreise Höxter und Paderborn. Altenbeken, im dritten Versuch, im dritten Anlauf ist es gelungen, dort die alte Hauptschulstruktur als Teil einer Gesamtschule zu nehmen, damit auch dort Bildung wohnortnah erhalten bleibt. Sekundarschule Nordeifel, ganz besonders wichtig, was sind das für weite Wege mit den Gemeinden Monschau, Hürtgenwald, Simmerath und Röttgen. Da haben der Kreis Düren und die Städteregion Aachen zusammengearbeitet. Das heißt, jetzt schon ganz starke Kooperation, um wohnortnahe Schulen vorzuhalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau mit diesem Konzept sind wir angetreten und es waren die Grünen, die dieses Konzept hatten. Wir haben einen umfassenden Bericht an den Landtag gemacht, den könnt ihr euch auch angucken, da stehen alle Details zu der Entwicklung drin, da sind auch einige Empfehlungen angedeutet und da passt es sehr gut dazu, dass das, was der Antrag beinhaltet, wir jetzt aufgreifen können in der Diskussion im Parlament und in der Diskussion in der Bildungskonferenz, die auch dazu wieder tagen wird. Wir gestalten Schulpolitik mit den Menschen für die Kinder und Jugendlichen. Das ist eine tolle Entwicklung. Danke euch. Herzlichen Dank, Silvia. Und auf den Weg gemacht hat sich schon Eyüp und auch du hast jetzt 4 Minuten Zeit. Bitte schön. Einmal da. Ja, danke schön. Reicht das so? Ja. So, liebe Freundinnen und Freunde, wenn man in der Vergangenheit über den ländlichen Raum gedacht hat, da dachte man über Wald und Wiese, über vielleicht ein paar Tiere und die Reden vorher haben gezeigt, der ländliche Bereich besteht aus Meer. Ich komme aus Ostwestfalen und da ist Wissenschaft und Wirtschaft ein großer Bestandteil der ländlichen Fläche. Die wissenschaftliche Forschung der Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen findet nicht nur deutschlandweit, sondern international Beachtung. In dem Bereich Wirtschaft nur ein paar Beispiele. Ostwestfalen-Lippe ist einer der stärksten Maschinenstandorte in Deutschland. Ein anderes Beispiel ist die Möbelindustrie. 70% der Möbel, Küchenmöbel in Deutschland kommen aus Ostwestfalen. Genauso ein Beispiel die IT-Industrie. Liebe Freundinnen und Freunde, wir aus dem ländlichen Raum sind nicht nur die grünen armen Verwandten, sondern wir sind selbstbewusst, weil wir wissen, dass wir Grünen Wahlen gewinnen, nur über das Land. Liebe Freundinnen und Freunde, bei den Europa- und Kommunalwahlen haben wir im ländlichen Raum unsere Ergebnisse nicht nur gehalten, sondern verbessert. Neu gegründete Orts- und Stadtverbände haben aus dem Stand zweistellige Ergebnisse eingefahren. Wir haben sie heute Vormittag kennengelernt. Urgrüne Themen wie massive Massentierhaltung, Naturschutz, Vermeisung von großen Flächen, Versiegelung von Flächen, Straßenbau, Energiewende sind für uns ländlichen Raum Tagesgeschäft. Wir erleben diese Themen bei uns gleich um die Ecke und sind direkt betroffen. In der freien Wirtschaft würde man sagen, der ländliche Raum ist ein starker Partner. Und wir haben dort Potenzial und mehr Luft nach oben. Es gab sehr viele positive Signale jetzt heute hier und in der neuen Vergangenheit. Es ist ein positives Signal, finde ich, darin, dass der Landesvorstand erweitert worden ist auf 20. So haben auch wir im ländlichen Bereich die Möglichkeit, uns auch mit einzubringen in der Landesvorstandsarbeit. Auch der Antrag, der heute hier diskutiert wird, empfinde ich als ein positives Signal. Ich begrüße diesen Antrag und werbe darum. Dankeschön. Vielen Dank, Ehe. Als nächste Rednerin Manuela Grochowiak-Schmieding vom KV Lippe, dann Richard Janus vom KV Paderborn, dann folgen noch Karin Halt auf der Heide aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und Johannes Remmel aus Siegen-Wittgenstein. Manuela, 4 Minuten. Ja, schönen Dank.
Liebe Freundinnen und Freunde, Blumen, Wald, Wiesen, Kühe, ja genau das ist es, was die ländlichen Räume attraktiv macht, aber natürlich auch mehr. Es ist ja auch schon mehrfach hier angesprochen worden und auch ich möchte natürlich noch ein paar Beispiele dazu beitragen. Wir haben in Deutschland 15 Spitzencluster und die Nummer 1, also die Nummer 1, kommt aus einem ländlichen Raum. Intelligente Techniksysteme aus Ostwestfalen-Lippe, ITS-OWL, der eine oder andere von euch hat es vielleicht schon mal gehört. Das ist also der Spitzencluster Nummer 1, wie schon gesagt, aus dem ländlichen Raum. Wir haben natürlich auch gute Gesundheitseinrichtungen. EJÖB hat eben das Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen genannt, aber auch andere Kliniken in Ostwestfalen-Lippe schneiden im bundesweiten Benchmark Jahr für Jahr sehr gut ab. Innovative Ideen werden dort geboren, um genau stationäre und ambulante Versorgung zu verzahnen. Barbara hat es eben genannt, es sind die Strukturen, die gegebenen Rahmenbedingungen, die oftmals verhindern, dass das auch positiv umgesetzt werden kann. Also hier gibt es viel zu tun. Hier müssen wir insbesondere auch auf die Bundesebene natürlich einwirken, dass dort die entsprechenden Weichenstellungen gemacht werden. Wir haben Komplexeinrichtungen für Menschen mit Behinderung in unseren ländlichen Räumen und es sind gerade auch diese Einrichtungen, nicht alle, aber die meisten, die sich mittlerweile auf den Weg gemacht haben und gute, innovative Ideen entwickelt haben, sich zu dezentralisieren und Menschen in ambulanten Wohnformen, in kleinen Wohngruppen zu unterstützen, also auch einen Weg in mehr selbstbestimmtes Leben zu führen. Positive Beispiele und dennoch nicht ist alles gut, denn auch das ist schon angeführt worden, wir haben ein Problem, Fachkräfte in unsere Regionen zu locken oder sie auch zu binden. Gleichwohl haben wir viele Menschen, die dort nicht mehr leben wollen, die also wegziehen und was wiederum zu einem großen Leerstand, Probleme führt, Wohnungen, Häuser, Immobilien zu vermarkten. Demgegenüber, wir fragen uns natürlich, woran liegt es und kommen immer wieder dazu, dass es an den weichen Faktoren liegt, an den sogenannten weichen Faktoren, die bei uns im ländlichen Raum, in den ländlichen Regionen nicht mehr in der Art und Weise vorgehalten werden können, wie es einfach gewünscht wird. Und es ist einfach so, dass auch die Menschen, die meinetwegen in Lüchte, in Bahntrup, in Hiddenhausen oder sonst wo wohnen, die wollen auch nicht 2 Stunden Fahrt auf sich nehmen, um ein Theaterstück anschauen zu können. Also, demgegenüber haben wir die Ballungszentren und die Metropolen mit einem sehr dichten Angebot einerseits, was kulturelle Einrichtungen angeht, was Gesundheitseinrichtungen angeht, Bildungseinrichtungen und. Gleichzeitig aber wird dort über Wohnungsnot geklagt, über teuren Wohnraum und auch über einen wachsenden Druck an durch Zuzug von Sozialleistungsempfängern. Das sind also, wir haben einerseits den Trend Abwanderung vom Land weg hin, Zuzug in die Städte. Und ich denke, das ist ein Grund, noch ein Grund mehr, diese beiden Faktoren gemeinsam zu denken, um hier einen Wandel herbeizuführen. Ländliche Räume brauchen Instrumente zur Gestaltung, ihre innovativen Konzepte auch umzusetzen. Sie müssen Handlungsmöglichkeiten haben, mehr Kooperationen auf den Weg zu bringen, zum Beispiel zwischen Verwaltungen. Wir brauchen Instrumente und Möglichkeiten, Quartiersarbeit gezielt umsetzen zu können. Und ich meine mal, dass dieser Antrag sozusagen eine Initialzündung ist, Stadt und Land gemeinsam zu denken. Und das alleine ist schon eine gute Perspektive für NRW. Ja, und auch ich bitte euch, diesen Antrag zu unterstützen. Schönen Dank. Herzlichen Dank, Manuela. Das war ja quasi eine Punktlandung. Und als nächstes jetzt Richard Janus vom Kreisverband Paderborn. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr könnt es noch ertragen. Einen weiteren Menschen aus OWL. Es scheint ja so zu sein, wenn man die Rednerinnen sich anguckt, dass ländlicher Raum etwas ist, was nur OWL betreffen könnte, aber dem ist natürlich nicht so. Der ländliche Raum ist vielfältig und sehr unterschiedlich.
Wir haben in NRW ganz verschiedene ländliche Räume. Im Grunde kann man eigentlich von dem ländlichen Raum ja gar nicht sprechen. Denn Gemeinden, die im Speckgürtel einer Metropole liegen, haben natürlich andere Herausforderungen als Gemeinden, wo der demografische Wandel zuschlägt. Wir haben ja schon viele Beispiele gehört. Also so eine Stadt wie hier Siegburg ist etwas anderes als in Höxter im Weserbergland. Dem tragen wir aber auch Rechnung mit unserem differenzierten Antrag. Ich bin selbst, als ich nach Nordrhein-Westfalen gekommen bin, auf ein kleines Dorf in der Nähe von Paderborn gezogen. Und da merke ich natürlich, das ist eine völlig andere Welt und wir leben eigentlich in sehr ungleichzeitigen Verhältnissen. Denn in meinem Dorf gilt, dass die Fronleichnamsprozession auf jeden Fall schneller ist als das Internet. Und das darf natürlich nicht sein, aber so ist es. Für das Dorfleben ist natürlich die Fronleichnamsprozession sehr existenziell, die Freiwillige Feuerwehr. Die Institutionen funktionieren dann noch, es gibt die Kirche im Dorf. So, aber eben die moderne Welt, die über das Internet viele Möglichkeiten eben der Partizipation und der Entwicklung bietet, eben das muss auch genauso da seinen Platz finden. Wir brauchen für unser Nachdenken über die ländlichen Räume also nicht nur das Wissen, dass wir gute Konzepte haben, die haben wir, das ist fraglos, aber wir müssen es auch an den Mann und die Frau vor Ort bringen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen stärker von unten denken. Denn also ich will nicht nur, ach, da kommt wieder der Spinner von den Grünen, angesehen werden, sondern ich will auch die Leute mitnehmen und überzeugen von dem, was wir an Konzepten haben. Und die Menschen vor Ort sind ja wesentlich klüger, als wir es ihnen meistens zutrauen. Und das ist möglich. Aber das schaffen wir nur, wenn wir eben klar machen, dass wir im Grunde eigentlich die besseren Konservativen sind. Also konservativ sind nicht die, die sich das aufs Label schreiben. Konservativ heißt ja, dass man etwas bewahren will. Und das ist ja sozusagen eines unserer großen Stärken. Wir stehen dafür, dass wir die Natur bewahren und schützen wollen, dass wir die Kultur schützen wollen. Und da haben wir ja vielfältige Möglichkeiten. In unserer Region steht es ja noch aus, dass wir endlich den Nationalpark Senne kriegen. Das ist nicht nur ein Leuchtturmprojekt, was Naturschutz betrifft, sondern ich glaube, das ist ein viel größeres Projekt. Das ist auch etwas, was die dörfliche Kultur in unserem Raum nachhaltig verändern wird. Aber zurzeit sind die Gegner die, die die Meinungsführerschaft haben. Daneben müssen wir uns natürlich fragen, die Konzepte, die Antworten, die wir geben, sind das auch die Antworten auf die Fragen der Menschen? Und das sind sozusagen, das ist die Herausforderung, die wir für die nächsten Jahre haben, dass wir es hinkriegen, das passgenau zu machen. Ich will abschließend noch auf einen Punkt hinweisen, der mir sehr wichtig ist und der noch keine Rolle gespielt hat. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass wir auf den Dörfern für Demokratie sorgen und für eine lebhafte Demokratie, denn Rechtsextremismus ist ja nicht nur ein Phänomen der Städte, sondern gerade auch auf den Ländern haben Ressentiments anderen Gruppen gegenüber und fremdenfeindliche Einstellungen auch immer noch ihre Heimstätten. Und das ist ein Punkt, wo wir ganz stark rangehen müssen und den wir nicht durchgehen lassen dürfen. Der ländliche Raum muss bunt sein, das muss eine Vielfalt und eine Heimat für alle Menschen sein, egal ob sie seit dem Mittelalter da wohnen oder erst vor einem Jahr hingezogen sind. Danke. Danke, Richard. Als vorletzten Redebeitrag haben wir jetzt Karen Halt auf der Heide, KV Ennepe Ruhr.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Danke. Ich bin vor allen Dingen grün engagiert, aber ich bin auch ehrenamtliche Bürgerbusfahrerin. Und das passt gut. Ich freue mich daher sehr, dass die Bürgerbusse in dem Antrag als Teil der Basismobilität erwähnt sind. Und ich danke auch Arndt, dass er gerade noch mal auf diese Lösungen für ländliche Räume hingewiesen hat und für Flächenkreise. Bürgerbusse bieten die Möglichkeit, auch da Mobilität zu gewährleisten, wo Strecken wegen vermeintlicher Unwirtschaftlichkeit stillgelegt oder gar nicht angeboten werden. Bürgerbusse fragen dank ehrenamtlicher Fahrerinnen und einer wirklich guten Förderung des Landes, da muss ich also wirklich auch noch mal unsere Leute im Land sehr loben, dank dieser guten Förderung des Landes nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern bieten Daseinsvorsorge, auch und gerade angesichts eines steigenden Anteils von älteren Menschen, auch und gerade im ländlichen Raum. Und ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, selbst wenn ich an einem Vormittag nur 3 alte Damen transportiert habe, eine 89, eine 91, eine 93, und ich weiß, dass diese Frauen sonst nicht von zu Hause weggekommen wären, dass die nicht selbst hätten einkaufen gehen können, dass die keine Gesprächspartner gehabt hätten, selbst wenn das nur 3 Frauen an einem Vormittag sind, dann war das für mich ein Erfolg. Der Bürgerbus ist nicht nur Transport, der Bürgerbus ist auch sozial. Also, wir brauchen Bürgerbusse. Aber wir müssen auch noch einiges dazu verbessern. Zum Beispiel, die Fahrtrouten der Bürgerbusse müssen von der Bezirksregierung genehmigt werden. Das ist oft ein langwieriger, bürokratischer und mit Gebühren belegter Weg. Wenn wir Sonderfahrten zu einem Fest oder einer Veranstaltung anbieten wollen, ist das kaum möglich. Diese Wege sollten vereinfacht und in die Hand von Städten oder interkommunaler Zusammenarbeit gelegt werden. Weiteres Beispiel: Unser Bürgerbusverein hat lange um den Status der Gemeinnützigkeit kämpfen müssen, denn wir galten als wirtschaftlich orientierter Betrieb. Ohne Gemeinnützigkeit kann ein Bürgerbusverein nicht existieren. Und ich weiß, es war sehr zäh, und ich weiß, dass die ein oder andere Initiative an solchen Punkten gescheitert ist. Auch die Eigentumsverhältnisse an Bürgerbussen sind manchmal schwer oder gar nicht zu klären, weil Verkehrsgesellschaften, unter deren Dach wir fahren und die uns Darlehen zur Beschaffung geben, Eigentumsansprüche anmelden. Daher, wir brauchen gesetzliche Regelungen, die Bürgerbusse klar und positiv unterstützend berücksichtigen. Lasst uns Bürgerbusse noch mehr unterstützen und ihnen und die bürokratischen Hürden abbauen, die ihnen zurzeit noch in den Weg gestellt werden. Herzlichen Dank, Karen. Und nun, last but not least, Johannes Remmel. Und auch du machst damit quasi die Riege der Regierungsmitglieder komplett und komplettierst hier nochmal unseren gesamten Antrag. Bitte schön, auch du hast 4 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, schönen Dank für die Möglichkeit, noch einen Gedanken loszuwerden. Ich wollte eigentlich gar nicht reden, jetzt wird es ein Grundsatzreferat. Nein, keine Angst. Aber Ute hatte eine Bemerkung und nachher ist sie nochmal gefallen. Ute hat davon geredet, von den weichen Standortfaktoren. Und eben war auch nochmal von den sogenannten, Manuela glaube ich, sogenannten weichen Standortfaktoren. Nein, ich bin der Meinung, es sind keine weichen Standortfaktoren, sondern es sind harte Standortfaktoren. Und dabei muss sich unser Denken auch ein Stück in diese Richtung orientieren. Vielleicht ganz einfach erklärt: Dem chinesischen Menschen in Peking oder in Shanghai, der Monate, Wochen mit erhöhten Smog- und Feinstaubwerten zu kämpfen hat, und zwar 10-fach über den Grenzwerten, dem braucht man, glaube ich, nicht erklären, dass saubere Luft ein harter Standortfaktor auch für ökonomisches Wirtschaften ist. Ohne saubere Luft können keine Unternehmen, können keine Menschen wirtschaften. Und so ist es auch bei uns, It's OWL. Ich war unterwegs bei mehreren innovativen Unternehmen in Ostwestfalen. Ja, das ist eine Innovationsregion. Und da hört man dann Dialekte, die aus Bayern kommen, die aus Stuttgart kommen. Und wenn man die Menschen fragt, warum zieht ihr hier hin? Warum kommt ihr aus Bayern, wo es ja auch
schön ist. Warum kommt ihr nach Ostwestfalen? Dann ist die Antwort, weil es hier einen schönen Naturraum gibt, weil die Bedingungen drumherum in Ordnung sind. Also gehört doch zusammen Innovationsregion und Naturraum. Und deshalb ist es so vernagelt, dass da einige Konservative in Ostwestfalen unterwegs sind, bis zur FDP, die keinen Nationalpark wollen. Das ist auch It's OWL. Das ist ein harter Faktor für diese Region. Und man muss schon ein bisschen außerhalb von Nordrhein-Westfalen unterwegs sein, um das noch mal zu verstehen. Ich war vor 2 Jahren in der Steiermark, in einer abgelegenen Region, aber mittlerweile wieder mit Zuzug. Da erzählt mir ein konservativer ÖVP-Abgeordneter, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich würde mir das wünschen, mancher Konservative würde das bei uns auch erzählen, der sagt, ich bin froh, dass der nächste Autobahnanschluss 60 Kilometer weg ist. Warum? Weil ich hier einen Wert habe, der ökonomisch in Wert zu setzen ist und der jetzt wertvoll wird, weil ich habe Ruhe hier. Hier kommen Familien hin, die die Ruhe suchen, und deshalb ist das ein Wert für unsere Region, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau das vertreten wir hier in Nordrhein-Westfalen auch. Und ich will einen letzten Punkt nennen, der eine Antwort gibt auch auf die aktuelle Diskussion, was in Wertsetzung von Naturschätzen betrifft. Wir haben einen wertvollen Schatz am Niederrhein. Das ist unser Grundwasser. Das ist der größte zusammenhängende Grundwasserschatz, den wir in Europa haben. Und deshalb ist es so wertvoll, den für die kommenden Generationen weiter im Wert zu halten. Und deshalb müssen wir uns wehren dagegen, wenn an anderer Stelle versucht wird, mit Chemikalien dieses Grundwasser auch für die zukünftigen Generationen zu verseuchen. Und deshalb müssen wir hier aufstehen. Auch das ist Politik für Inwertsetzung von harten Standortfaktoren. Das war mir noch mal wichtig. Es geht nicht nur um weiche, sondern es geht ganz um harte ökonomische Faktoren für unsere Zukunft. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes, nochmal für dieses deutliche Votum. Damit sind wir am Ende unserer Debatte angekommen, und ich bitte euch jetzt nochmal die Synopse, Antrag LR1, ländliche Räume in NRW mit Stand vom 15.06., also heute, zur Hand zu nehmen. Ihr hattet inzwischen ja Gelegenheit, den zu lesen. Nochmal ein Hinweis, die ganzen Verfahrensvorschläge, Übernahme, keine Übernahme, modifizierte Übernahme, sind alle konsensual so besprochen worden. Darüber brauchen wir also nicht mehr abstimmen. Wir haben auf Seite 15 noch einen Punkt, der noch zu klären ist, und zwar Seite 15 dieser Synopse LR 468. Das ist der Antrag von Stefan Volpert und anderen. Dieser Antrag wird im Moment noch aufrechterhalten, und ich habe ein Signal, dass Michael Braun vom KV Oberberg zu diesem Antrag sprechen möchte. Den bitte ich jetzt hier nach vorne, um den Antrag vorzustellen. Also bezüglich dieses Antrags gab es ja doch einige Diskussionen bereits im Vorfeld, und so möchte ich jetzt eine gemeinsame Erklärung vorlesen, der LRG Wald, Landwirtschaft, ländlicher Raum und der Antragstellerin. Es besteht zu diesem Antrag Einigkeit darüber, dass es sich bei der beantragten Thematik zur muttergebundenen Kälberaufzucht um ein aktuelles und grünes Thema handelt, welches zur Abstimmung in einer der nächsten Bundesarbeitsgemeinschaften gemeinsam von den beteiligten Landesarbeitsgemeinschaften und den Antragstellerinnen vorgelegt wird, damit eine basisdemokratische Positionsfindung erfolgen kann. Die bedenkliche und rasante Entwicklung in der Milchproduktion mit Mega-Milchviehställen, in denen die Kühe in ihrem Leben nie das Tageslicht dieser Welt sehen werden, bevor sie einer Schlachtbank zugeführt werden und denen die Kälber nach der Geburt weggenommen werden, ist aus unserer Sicht politisch zu überprüfen. Wir Grüne lehnen die Massentierhaltung ab. Das muss in der logischen Konsequenz auch für die Milchkühe gelten. Bei diesem offenen Verfahren sind interne und externe Agrar- und Tierschutzexperten sowie die bäuerlichen Betriebe zu beteiligen.
über die paritätische Besetzung einer intern-externen Expertenreferentenrunde aus Befürwortern und Gegnern einer Mutter- und angebundenen Kälberaufzucht haben sich die Antragstellerinnen ein gleichrangiges und zu berücksichtigendes Vorschlagsrecht ebenso wie die beteiligten LAG geeinigt. Die LAG Landwirtschaft und ländlicher Raum sowie die Antragstellerinnen bitten die LAG Mensch und Tier, sich an diesem offenen Verfahren zur politischen Meinungsbildung zu beteiligen. Hiermit wird dieser Antrag zurückgezogen. Vielen Dank, Michael. Dann brauchen wir hier also auch nicht nochmal gesondert abzustimmen. Der Antrag ist zurückgezogen. Dann kommen wir jetzt zur Gesamtabstimmung über den Antrag ländliche Räume in NRW, starke grüne Impulsregion. Wer für den Antrag ist, den bitte ich jetzt mal um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? Drei Gegenstimmen. Und wie viele Enthaltungen helfen mal? Eine sehe ich. Eine Enthaltung. Gut, damit ist der Antrag mit einigen Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen. Ich danke euch für die interessante Debatte. Liebe Freundinnen und Freunde, wir springen gedanklich einmal noch kurz zurück. Wir haben euch nämlich das Ergebnis der Wahl der Rechnungsprüferin noch gar nicht vorgestellt. Das möchte ich hiermit eben kurz tun. Es wurden 200 Stimmen abgegeben. Das Quorum lag damit bei 101. Alle 6 Kandidatinnen und Kandidaten haben das Quorum erreicht. Doris Eisenmenger ist mit 174 Stimmen gewählt, Susanne Rickers hat 176 Stimmen, Andreas Swoboda 173 Stimmen. Gerhard Arndt 175, Stefan Graf 178 und Martin Hase 194. Und ich gehe davon aus, dass alle diese Wahl annehmen, genauso wie das eben beim Landesschiedsgericht ja auch das Thema war, auch wenn nicht alle vielleicht da sind, aber davon gehen wir an dieser Stelle aus. Und wir machen hier oben jetzt einen kurzen Wechsel und dann geht es direkt mit Satzungsänderungen Verschiedenes weiter. Tschüss. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen jetzt zu den letzten Tagesordnungspunkten. Tagesordnungspunkt 9, Satzungsänderungen. Ja. Es geht um den Antrag S1, Regelung der Erstattung von Kinderbetreuungskosten. Der ist euch in der Tischvorlage auch nochmal vorgestellt worden und zur Einbringung ist Ulle Schaufs vorgesehen, die ich jetzt auch ans Mikro bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, euch diesen Antrag zur Regelung der Erstattung von Kinderbetreuungskosten des Landesvorstands vorstellen zu können. Und ich sage auch endlich, weil wir uns für diesen Antrag viel Zeit genommen haben, auch um alle Gremien einzubinden. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben den Anspruch, dass sich in unserer Partei alle Bevölkerungsgruppen abbilden und aktive Mitarbeit und die Übernahme von Ämtern nicht abhängt von bestimmten Lebensphasen. Noch immer verlieren wir meist alleinerziehende Frauen mit ihrem Engagement für die Grünen für 6 bis 10 Jahre während ihrer Erziehungszeit. Diesem Problem wollen wir uns jetzt stellen, denn wir Grünen sind die Partei, die sich schon immer für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark macht. Das machen wir im Bund, das machen wir im Land und das machen wir auch in den Kommunen. Weil es uns damit wirklich ernst ist, gehört dazu auch der nächste folgerichtige Schritt und der lautet, wir wollen das Leben mit Familie und Kindern
auch mit dem politischen Ehrenamt vereinbar ist. Und da geht es hier um echte Wahlfreiheit, um durchdachte Zeitpolitik. Da hat Sven ja gestern auch deutlich was zu gesagt. Und ich meine, es ist deswegen nur konsequent, nach innen das umzusetzen, was wir politisch nach außen fordern. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das macht uns und unsere Politik glaubwürdig und setzt unsere Mitkonkurrenten auch unter Druck. Wir wollen allen Eltern mit Erziehungsverantwortung und da gerade den Alleinerziehenden, die sich in unseren Parteigliederungen in Funktionen wählen lassen, Kinderbetreuungskosten erstatten können, damit sie an Gremiensitzungen teilnehmen können. Unser Ziel ist, Müttern und Vätern die Entscheidung für ein politisches Ehrenamt zu erleichtern und sie zu motivieren, Ämter zu übernehmen. Und ich brauche euch das wahrscheinlich nicht sagen, gerade jetzt nach den Kommunalwahlen, dass wir neue und aktive Grüne brauchen. Was heißt das jetzt konkret? Wer in ein offizielles Ehrenamt auf Landesebene oder auf der Ebene Ortskreis, Bezirksverband bzw. als LRG-Sprecherin gewählt wurde, kann für die Teilnahme an Sitzungen, sofern keine andere Möglichkeit zur Betreuung angeboten wird, die Kosten für Kinderbetreuung erstattet bekommen. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist uns auch nicht ganz leicht, es wird uns nicht ganz einfach gemacht, denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen für abrechnungsfähige Kosten sind sehr eng gesteckt. Die Nachbarschaftshilfe, der Student von nebenan, können nicht abgerechnet werden. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Kinderbetreuung kann in Form einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, einer geringfügigen Beschäftigung oder mithilfe einer Betreuungsagentur in Anspruch genommen werden. Wie ihr seht, wird das nicht ganz einfach, aber liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, wir lösen mit diesem Satzungsantrag nicht alle Probleme der Vereinbarkeit und schon gar nicht die Hürden der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Was wir allerdings machen, wir geben das richtige politische Signal aus und wir scheuen auch diese Herausforderung nicht. Wir als Landesverband NRW sind neben dem Landesverband Berlin der erste Landesverband, der die Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt in der Satzung verankern will. Und selbstverständlich wollen wir die Kosten und Wirkung beobachten und eine Evaluation nach 2 Jahren vornehmen. Und damit gebe ich auch dem neuen Landesschatzmeister gleich eine lohnenswerte Aufgabe mit in sein neues Amt. Die LGS kann euch in den Kreis- und Ortsverbänden für alle Fragen der Umsetzung dazu einen Leitfaden anfertigen. Liebe Freundinnen und Freunde, in allen Bezirksverbänden, in denen ich den Antrag in den letzten Wochen vorgestellt habe, wurde er vor allem wegen seiner politischen Zielsetzung sehr positiv bewertet. Im Landesfinanzrat stimmten die SchatzmeisterInnen dem nur bei 3 Enthaltungen zu. Und jetzt, zum Abschluss meines Engagements als frauenpolitische Sprecherin im Landesvorstand, ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir diesen Antrag mit einer breiten Mehrheit beschließen können. Und ich bitte euch darum um eure Zustimmung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Ulle. Jetzt ist vorgesehen die Stellungnahme des Landesfinanzrates dazu. Und die soll vortragen Joachim Huth. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ulle, du hast es ja schon gesagt, wir haben auch diesen Antrag in mehreren Landesfinanzraten auch beraten und im Mai sozusagen unserem Votum mit großer Mehrheit beschieden. Wir denken auch, dass das eine gute Form ist, sozusagen diese Arbeit auch von Ehrenamtlichen mit Kindern zu unterstützen. Im Kreisverband Bielefeld haben wir schon lange eine solche Regelung in der Satzung stehen. Und daher glaube ich, ist es gut, dass auch der Landesverband dies nun in die Satzung schreibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt frage ich, gibt es da noch Aussprachebedarf zu? Den hatten wir eigentlich nicht vorgesehen. Ist auch nicht der Fall. So, jetzt bitte ich ganz kurz um Konzentration, da dies ja ein Satzungsänderungsantrag ist, bedarf es einer Zustimmung von mindestens 2/3 der stimmberechtigten der abstimmenden Mitglieder. Und insofern bitte ich dann auch sehr deutlich jetzt um ein Kartenzeichen. Also ich frage jetzt die Versammlung, wer stimmt dem eben vorgestellten Satzungsänderungsantrag zu? Den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Okay, vielen Dank. Jetzt bitte auch alle runter, die Karten, genau. Und wer möchte sich enthalten?
Ich sehe zwei Enthaltungen, drei insgesamt. Danke. Und jetzt die Gegenstimmen. Sehe ich keine. Du auch nicht. Alles klar. Gut, vielen Dank. Dann stelle ich fest, dass der Änderungsantrag die erforderliche Mehrheit erreicht hat und insofern angenommen ist und die Satzung an dem Punkt geändert ist. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes und da stellt euch Gertrud den ersten Punkt vor. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes haben wir bereits gestern den Antrag V1 behandelt. Somit kommen wir sofort zum V2, sprachliche Inklusion mit dem Genderstar. Und diesen Antrag stellt Lisa Marie Friede für die Grüne Jugend vor. Liebe Lisa Marie, du hast etwa 5 Minuten zur Vorstellung des Antrags. Hallo, ich stelle diesen Antrag sogar nicht nur für die Grüne Jugend NRW, sondern dieser Antrag ist ein Gemeinschaftsprojekt von dem Landesvorstand der Grünen NRW und der Grünen Jugend NRW. Wir haben diesen Antrag eingereicht, um eine eindeutige Beschlusslage zu bekommen. Ich weiß, dass viele von euch den Genderstar schon benutzen. Auch hier wurde ganz viel schon mit dem Sternchen gegendert. Auch ganz viele Kreisverbände nutzen den Genderstar schon. Und wir möchten das jetzt einfach festschreiben, dass es unsere Beschlusslage ist. Zum Hintergrund. Natürlich ist geschlechtergerechte, geschlechtersensible Sprache für Grüne nichts Neues. Wir Grüne waren immer VorreiterInnen für geschlechtersensible Sprache. Zuletzt haben wir immer das Binnen-I genutzt, um durch Sprache auf Geschlechtsdebatten aufmerksam zu machen, um eine Gleichstellung von Mann und Frau zu erreichen. Heute wollen wir aber einen Schritt weitergehen. Die Wissenschaft ist weiter. Es gibt neue Modelle des sprachsensiblen Umgangs. Wir wollen nicht weiter das binäre Geschlechtersystem fortschreiben, sondern allen Geschlechtsidentitäten Rechnung tragen. Wir unterscheiden Menschen nicht nur in Männer oder Frauen. Wir sehen keinen Zwang, sich einer dieser Geschlechtskategorien sich zuordnen zu müssen, sondern wir sagen, es gibt eben auch ganz viele Menschen, die sich nicht zuordnen können oder es auch nicht wollen. Und das ist auch okay. Wir Grüne sind in dieser Thematik VorreiterInnen. Wir setzen uns immer wieder ein, dass geschlechtliche Identität, dass sexuelle Orientierung keine Rolle spielt, dass wir eben Menschen sind, dass Kategorien von der Gesellschaft geschaffen sind, dass es total egal ist, wie wir uns fühlen. Hauptsache, wir sind Menschen und wir sind glücklich mit dem, was wir tun. Der Genderstar ist noch neu, aber durchaus schon in Teilen unserer Kreise etabliert. Und wir wollen mit diesem Genderstar, der ja durchaus mal ein Stolpersteinchen bildet, ein Bewusstsein schaffen. Wir wollen Aufmerksamkeit bilden. Wir wollen halt, wenn wir dann eine Seite Text haben, dass dann, wenn da mal Sternchen drauf auftauchen, dass die Leute sich dann fragen, ja, was hat das eigentlich zu tun? Und dass sie dann darüber nachdenken. Denn Sprache ist Macht. Sprache verändert. Sprache prägt Kulturen, prägt Verhalten. Und deswegen, wir haben so viele Forderungen. Wir kämpfen immer an der Seite der Menschen, egal wie sie lieben, wie sie sich definieren, welchen Kategorien sie sich zuschreiben. Lasst uns das auch in unserem Sprachgebrauch deutlich machen. Lasst uns unsere Anträge, unsere Beschlüsse, unsere Texte mit dem Genderstar schreiben. Danke. Applaus
Vielen Dank, Lisa Marie. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Aussprache vorgesehen, sodass wir auch jetzt sofort zur Abstimmung kommen können. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Ich sehe vier Gegenstimmen, fünf Gegenstimmen. Ah, okay. Einige mehr. Wer enthält sich? Okay, dann ist dieser Antrag bei wenigen Enthaltungen und wenigen Gegenstimmen so angenommen. Dankeschön. Wir fahren jetzt fort mit dem Antrag V3. So, zur Vorstellung, also der Antrag V3, Bahnfahren attraktiver gestalten für einen starken Schienenpersonennahverkehr. Den Antrag stellt euch jetzt vor Sebastian Klick von der Grünen Jugend. Ich weise auch auf die Synopse hin. Die Änderungen sind alle einvernehmlich besprochen worden. Und Sebastian, du hast jetzt auch bis zu 5 Minuten Zeit. Genau. Es geht bei dem Antrag, wie der Titel ja schon sagt, um die Züge in NRW. Und wir als Grüne Jugend und wahrscheinlich auch viele von euch sind viel unterwegs in NRW. Ob Klimacamp-Vorbereitung im Rheinischen Revier, Podiumsdiskussionen bei der EGBCE im Ruhrgebiet, aktiven Treffen in Bielefeld oder Landesvorstandssitzungen in Düsseldorf. Und auf vielen Zugfahrten erleben wir, dass die erste Klasse fast oder komplett leer ist, wohingegen die zweite Klasse überfüllt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Ich denke mal schon. Und im letzten Jahr haben wir deswegen auf der LDK zur Verkehrspolitik die Abschaffung der ersten Klasse gefordert. Damals gab es Gegenargumente, zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die eben einen Sitzplatz brauchen, weil sie im Zug arbeiten wollen oder sich eben entspannen wollen. Die haben wir jetzt aufgenommen und neue Ideen entwickelt. Das Ziel ist aber geblieben. Wir wollen die Kapazitäten in den Zügen, die da sind, optimal ausnutzen. Ohne dass wir neue Züge kaufen müssen, ohne dass wir neue Streckenkapazitäten schaffen müssen. Denn das ist natürlich auch nötig, aber das braucht Zeit. Und es ist doch besser, wenn wir die vorhandenen Kapazitäten jetzt möglichst gut ausnutzen. Und deswegen schlagen wir vor, dass die erste Klasse bei vollen Zügen eben freigegeben werden muss. Es kann nicht sein, dass in einem Zug Plätze frei bleiben und gleichzeitig Menschen dicht gedrängt in der ersten Klasse wie in einer Sardinenbüchse stehen müssen. Wir wollen mittelfristig aber auch die Einführung von Sitzplatzreservierungen im Nahverkehr prüfen, um so eben den Menschen, die einen Sitzplatz brauchen, auch diesen Sitzplatz zu garantieren und ihn schnell auffindbar zu machen. Und wir wollen auch im Nahverkehr nach dem Vorbild des Fernverkehrs und des Nahverkehrs in einigen anderen Bundesländern wollen wir Ruhezonen einführen, damit eben Menschen, die etwas Ruhe haben wollen und sich vielleicht auf einer Zugfahrt entspannen wollen, sie eben auch entspannen können. Ich möchte mich auch bei der LAG Verkehr für ihren Änderungsantrag bedanken, der nochmal bessere Lösungen für die Gepäckmitnahme im Nahverkehr fordert. Das ist, denke ich, gerade angesichts der Tendenzen, die eben durch das Quer-durchs-Land-Ticket und anderer Pauschaltickets für den Nahverkehr gestiegen sind, dass Leute eben auch über größere Strecken im Nahverkehr verreisen und damit natürlich auch mehr Gepäck mit sich führen, ist es wichtig, dass eben die Gepäckaufbewahrung auch im Nahverkehr verbessert wird. Ich möchte mich auch bei Arndt für seine Änderungsanträge bedanken und auch für die gute Zusammenarbeit. Und wir freuen uns weiter, mit der Fraktion und den Verkehrsverbünden zu diskutieren und unsere Ideen da einzubringen und sind gespannt, was da im Diskussionsprozess noch so auf uns zukommt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Fraktion und LAG und ich bitte euch, diesem Antrag zuzustimmen. Danke. Herzlichen Dank, lieber Sebastian. Das Verfahren ist euch vorgestellt worden. Eine Aussprache ist aufgrund der Einvernehmlichkeit jetzt auch nicht vorgesehen. Insofern bitte ich euch, direkt zur Abstimmung zu kommen. Wer für diesen Antrag in der modifizierten Form stimmen möchte, bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Okay. Dankeschön. Wer möchte dagegen stimmen? Einige wenige Gegenstimmen. Wer möchte sich enthalten? Einige Enthaltungen, dann ist mit großer Mehrheit auch dieser Antrag angenommen.
Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt unmittelbar zur Einbringung des Antrags V4, Barrierefreiheit in der Partei. Und vorstellen wir diesen Antrag Mike Babenhauser-Heide. Mike, du hast 5 Minuten, um diesen Antrag vorzustellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir folgen der Idee eines inklusiven Gemeinwesens, also einer Gesellschaft, die Zugang für alle ermöglicht, Zugang zu einem gesellschaftlichen, zum kulturellen und auch zum politischen Leben. Das ist ein hoher Anspruch, den wir auch als Teil der Landesregierung mit umsetzen. Die Tatsache, dass die Landesregierung einen Inklusionsplan auf den Weg gebracht hat, hat etwas auch mit dem grünen Anspruch zu tun. Da wirken wir konkret. Das ist aber auch ein Anspruch, den wir uns selbst gegenüberstellen müssen, den wir auch unserer Parteiarbeit gegenüberstellen müssen. Weil wenn es Zugang zum politischen Leben geben muss, erfolgt das auch über Parteiarbeit. Und da haben wir uns schon auf den Weg gemacht. Bei der neuen Landesgeschäftsstelle lag ein Fokus auf Barrierefreiheit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle haben Schulungen bekommen und haben den Blickwinkel auch von Menschen mitbekommen, die ein Handicap haben, die beispielsweise in einem Rollstuhl sitzen und sich auch in der alten Landesgeschäftsstelle schon bewegen musste, was dort nicht einfach war. Von daher ist diese neue Landesgeschäftsstelle ein Segen. Bei Veranstaltungen sorgen wir dafür, dass auch Menschen mit Hörbehinderungen, die nicht hören können, an diesen Veranstaltungen teilnehmen können und auch folgen können. Es ist eine Selbstverständlichkeit mittlerweile, dass wir bei Landesdelegiertenkonferenzen Gebärdensprachendolmetscherinnen haben, die auch wieder hier eine engagierte Arbeit leisten und es Menschen... und die Menschen Zugang geben, die ansonsten nicht teilhaben könnten. Das ist leider nicht in allen Landesverbänden so und deswegen sind wir in NRW ziemlich weit. Aber Parteiarbeit, die läuft nicht nur auf Landesdelegiertenkonferenzen, die läuft nicht nur in der Landesgeschäftsstelle, die findet auch in den Kreisverbänden, in den Ortsverbänden statt, die findet in Landesarbeitsgemeinschaften statt. Und da stoßen wir an ein Problem, weil da stoßen wir mit unserem Anspruch an den Grenzen der Machbarkeit und auch letztlich der Finanzierbarkeit. Wenn wir in eine Landesarbeitsgemeinschaft gehen und da eine wirklich barrierefreie, eine inklusive Sitzung haben wollen mit Gebärden, mit Schriftdolmetscherinnen und Dolmetschern, würde das sozusagen auch die Hälfte des Jahresbudgets auffressen, was auch eine Belastung darstellt. Aber damit können wir uns nicht zufrieden geben. Wir müssen auch da den Anspruch haben, dass wir da die Grenzen des Möglichen erweitern und weitergehen. Und deswegen möchten wir mit diesem Antrag euch um einen Arbeitsauftrag bitten, daran weiterzuarbeiten, neue Möglichkeiten finden, des Zugangs, der Inklusion und auch Möglichkeiten der Kommunikation mit Menschen zu geben. Wir wollen einen Leitfaden erarbeiten, der auch für die Orts- und Kreisverbände dann zur Verfügung stellen sollen, um mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht ansonsten aus der Parteiarbeit und aus dem Parteileben ausgeschlossen wären. Das wollen wir zusammen mit den Sprecherinnen und Sprechern der Landesarbeitsgemeinschaft machen. Das wollen wir aber auch zusammen weiter mit Mitgliedern machen. Ich danke deswegen im Vorfeld schon mal Patrick Hennings und Antje Westhus für ihre konstruktive und auch kritische Begleitung dieses Antrags. Und ich hoffe, dass wir weiter in der Kommunikation bleiben. Und ich mal ein kleiner Werbeblock einschieben. Die haben einen Arbeitskreis Inklusion NRW gegründet. Wer daran mitarbeiten möchte, der soll sich bei Antje und Patrick bitte melden. Und ansonsten bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag. Dankeschön. Vielen Dank, Mike. Auch für diesen Antrag ist keine Aussprache vorgesehen, sodass wir sofort zur Abstimmung kommen können. Wer für diesen Antrag stimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Ich sehe keine Stimme. Wer enthält sich? Auch niemand? Dann ist 2. Okay, bei 2 Enthaltungen ist der Antrag somit einstimmig angenommen. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum Antrag V6, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und diesen Antrag stellt uns Klaus Kurz vor, ist meine Information. Auch hier kann ich darauf hinweisen, dass die sämtliche Änderungen einvernehmlich bereits besprochen sind.
Ja, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, mein Name ist Klaus Kurz, wie ja gerade schon gesagt worden ist, und ich bin Mitglied in der AG Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung der NRW-Grünen. Unsere AG, sie besteht aus BNE-Praktikern aus verschiedenen Kommunen in NRW, hat sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, was nach Ende der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem Jahr folgen müsste, um dieses Thema flächendeckend in die Bildungslandschaft in NRW implementiert zu bekommen. Dieses Ziel ist ja in den Koalitionsverträgen 2010 und 2012 formuliert, und BNE ist auch Teil der Entwicklungsstrategie für die Landesnachhaltigkeitsstrategie, die im Gange ist und im Ministerium von Johannes Remmel koordiniert wird. Was bisher fehlt, ist eine umfassendere Beschreibung der notwendigen Handlungsfelder und Ziele im Bereich BNE, also so etwas wie ein strategisches Gesamtkonzept. Man könnte das auch als Frage formulieren: Wie kommen wir von der bisher im Mittelpunkt stehenden Projektförderung, die ja in der Vergangenheit durchaus ihre Berechtigung hatte und zum Teil beeindruckende Ergebnisse zeitigte, zur systematischen Verankerung in den Strukturen des Bildungssystems, also in den Bereich der Obligatorik? Damit wären, um nur mal zwei Beispiele aus dem Schulbereich zu nennen, Kernlehrpläne und Schulbücher gemeint. Oder im kommunalen Bereich, dass BNE Teil der regionalen Bildungsstrukturen wird, also beispielsweise in den regionalen Bildungsbüros als Aufgabe bearbeitet wird. Der Antrag heute ist von der Absicht getragen, dass die Partei für die gesellschaftspolitische Diskussion um die Nachhaltigkeitsstrategie für NRW eine eigenständige, am fachwissenschaftlichen Diskurs sowie an den in NRW schon entwickelten Ansätzen orientierte Position für den Bereich BNE einnehmen und damit in die Debatte bringen kann. Politisches Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und für das darauf aufsetzende Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung ist urgrüne Kernkompetenz und Markenzeichen der Partei. Sich hier zu positionieren, ist aus unserer Sicht unabdingbar. Es liegt neben dem ursprünglichen Antrag V6 der Ergänzungsantrag V6 neu vor, heute hier in den Unterlagen, der mangels Zeit nicht mehr mit dem gesamten Kreis der Unterzeichnerinnen, sondern nur mit den Mitgliedern der AG BNE in der LAG abgestimmt werden konnte. Es ist ein Ergänzungsantrag, der keine Änderung sozusagen inhaltlicher Positionen vornimmt. Insofern tragen wir von der AG BNE in der LAG Bildung diesen neuen Antrag V6 mit und empfehlen ihn zur Annahme. Danke, Sigrid, für die Arbeit, die du in diesen Ergänzungsantrag gesteckt hast. Sollte diesem Gesamtpaket, also V6 neu, heute so zugestimmt werden, würde sich die Partei in der Folge ausführlicher mit dem Thema BNE beschäftigen, beziehungsweise die Fraktionen dann auch parlamentarische Initiativen unternehmen, um die Entwicklung voranzutreiben. Deshalb bitte ich die Delegierten der LDK um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Auch hier ist direkte Abstimmung des Antrages vorgesehen, und die nehmen wir jetzt auch vor. Wer möchte diesem vorgelegten Antrag in dieser Fassung zustimmen, den bitte ich ums Kartenzeichen. Bitte deutlich. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Ich sehe auch niemanden. Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Dankeschön. Und somit kommen wir zum letzten V-Antrag an diesem Tag, Reaktorforschung in Jülich beenden. Dieser Antrag wird vorgestellt von Oliver Krischer. Oliver, bitteschön. Oliver, auch du hast 5 Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es geht um etwas, um diese schöne Graphitkugel, wo vor 60 Jahren in Deutschland davon geträumt wurde, dass man damit
Radioaktivität erzeugen kann, Strahlung erzeugen kann und damit die Energieversorgung dieses Landes sicherstellen kann. Das hat man in Jülich getan, das hat man später in Hamm-Üntrop getan. Und dieser Traum hat sich Gott sei Dank zu einem Albtraum entwickelt, weil es ist ein völliges Desaster, diese Technik ist gescheitert. In Jülich können wir heute noch die Hinterlassenschaften dieser Kugelhaufenreaktoren, der Hochtemperaturreaktoren besichtigen. Obwohl die schon seit 25 Jahren der Reaktor stillgelegt worden ist, ist er immer noch nicht zurückgebaut. Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf 700 Millionen Euro. Es waren mal 34 Millionen DM für den Rückbau geplant. Die Strahlung unter dem Reaktor, die ist immer noch nicht beseitigt. Auch das wird noch weitere Kosten verursachen. Der Reaktor, das Folgemodell, das in Hamm-Üntrop steht, da ist noch gar nicht mal der Rückbau begonnen worden. Der ist nur sicher eingeschlossen worden. Alles ein Desaster, alles eine Katastrophe, für die nachfolgende Generationen aufkommen müssen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein weiteres deutliches Beispiel für den Irrsinn der Atomenergie. Und als ob das alles nicht schlimm genug war, hat sich inzwischen herausgestellt, dass während des 25-jährigen Betriebes des AVR in Jülich gelogen, betrogen, vertuscht worden ist. Es sind Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt worden, Messeinrichtungen sind manipuliert worden, damit man diesen Reaktor weiter betreiben kann, obwohl es eigentlich nicht zulässig war. Und diese Vorwürfe gab es schon lange. Es hat jetzt eine Expertenkommission auf Druck der Landesregierung, musste das Forschungszentrum die einrichten. Und die hat endlich objektiv festgestellt, dass es ein technisches Desaster war, dass es eine Katastrophe war, dass 1978 bei einem Störfall wir kurz vor einem GAU standen und die Experten sich heute nur noch darum streiten, ob vielleicht die Region um Jülich oder das halb Deutschland verstrahlt worden wäre, aber dass man es in Kauf genommen hat, dass hier ein richtiger GAU hätte stattfinden können und dass das alles über viele, viele Jahre vertuscht worden ist. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut und das hat die rot-grüne Landesregierung bewirkt, dass hier jetzt endlich Offenheit und Transparenz hergestellt worden ist. Und was vor dem Hintergrund ganz besonders schlimm und wie ich finde schändlich eigentlich ist, ist, dass das Forschungszentrum Jülich in den letzten Jahren damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Immer so getan hat, naja, diese Probleme mit dem Reaktor hat es nie gegeben. Und sie haben auch mit Unterstützung der alten schwarz-gelben Landesregierung und noch mit der abgewählten schwarz-gelben Bundesregierung, mit den Herren Pinkwart und Rösler, beide von der FDP, fleißig Forschung an neuen Reaktoren betrieben. Man hat unbemerkt von der Öffentlichkeit, hinter dem Licht der Öffentlichkeit, bis heute, bis in jüngste Tage, Kooperationen mit China betrieben, damit da neue Reaktorlinien entwickelt werden können, die mit solchen Kugeln, mit solchen gefährlichen Techniken betrieben werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, es kann nicht sein, dass wir in Deutschland aus der Atomkraft aussteigen, ein Beispiel für die Welt sein, aber dass Forscher aus Jülich unterwegs sind und in der Welt wieder versuchen, diese Technologie zu etablieren. Liebe Freundinnen und Freunde, damit muss Schluss sein. Und ich bin froh, dass das auch in der Landesregierung so gesehen wird. Johannes Remmel hat sich sehr eindeutig dazu geäußert. Auch im Forschungszentrum hat man inzwischen eingesehen, dass man diese Hochtemperaturtechnologie einstellt. Das ist gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss aber weitergehen, denn da läuft noch immer andere Atomforschung unter dem Deckmantel von Sicherheitsforschung, wo am Ende es nur darum geht, dass noch eine Gemeinde von Atomwissenschaftlern, in der Regel sind das ältere Herren, versuchen, das Know-how zu erhalten. Und deshalb fordern wir in dem Antrag klipp und klar, es muss Schluss sein in Jülich auch mit Sicherheitsforschung, damit endlich dieses Know-how beendet wird und es nicht mehr weitergehen kann, dass das irgendwie noch in irgendwelche totalitären Staaten auf der Welt exportiert wird, damit die wieder Unwesen treiben können. Und dazu braucht es den politischen Druck von hier und von der Landesregierung, damit das weitergeht. Oliver, kommst du zum Ende? Und einen weiteren Punkt, den haben wir im Antrag noch klargestellt, ist auch,
die Altlasten in Jülich werden noch Jahre und Jahrzehnte zurückgebaut werden müssen. Und das ist immer eine riesengroße Herausforderung. Und deshalb brauchen wir in der Region endlich eine Begleitgruppe, die all das Desaster transparent macht. Auch das muss eingerichtet werden, damit all diejenigen, die sich da einbringen wollen, das unterstützen können. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, damit endlich das Atomdesaster in Jülich abgewickelt werden kann. Deshalb bitte ich euch, diesen Antrag zu unterstützen. Wir haben noch Änderungsanträge von Hans-Christian Markert bekommen. Die sind einvernehmlich übernommen worden. Wir brauchen dieses klare Signal, damit endlich Schluss ist mit dem Atomdesaster in Jülich. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver. Du hast ja gerade schon gesagt, Änderungsanträge sind übernommen worden, sodass auch jetzt nur noch dieser Antrag zur Abstimmung steht. Ich möchte euch bitten, wenn ihr diesem Antrag zustimmt, jetzt das Kartenzeichen zu geben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Ich sehe keine Nein-Stimme. Wer enthält sich? Ich sehe keine Enthaltung, denn ist dieser Antrag somit einstimmig angenommen worden. Vielen Dank. Ja, so liebe Freundinnen und Freunde, auch die schönste LDK geht einmal zu Ende. Und da sind wir jetzt. Wir bitten euch nur noch, auch vom Präsidiumsseite aus, alles, was mit Papier zu tun hat, bitte mit rausnehmen, in die entsprechenden Container zu entsorgen und wenn es geht, möglichst aufgeräumt alles zu hinterlassen. Ansonsten hat jetzt die Marianne das letzte Wort. Jawohl, so ist das. Jetzt müsst ihr noch mal alle Kräfte sammeln. Wir sind ja ein bisschen früher fertig geworden als geplant, was ja wahrscheinlich niemandem Unrecht ist. Aber jetzt brauchen wir noch mal Applauskräfte. Denn wir haben jetzt zwei arbeitsame, für mich und andere durchaus lebensverändernde Tage hinter uns. Und wir haben, glaube ich, in diesen zwei Tagen nicht nur eine gute Wahl getroffen oder gute Wahlen getroffen, sondern wir haben an zwei wichtigen Punkten inhaltlich gut diskutiert, gut gearbeitet. Dafür natürlich vielen Dank an euch, dass es aber alles so geklappt hat. Dafür bedanken wir uns zunächst beim Kreisverband Siegburg hier, der bei der Vorbereitung und Durchführung sehr, sehr viel Unterstützung geleistet hat. Okay. Okay, kleine Panne, danke. Kein Sieg, Entschuldigung, nie wieder. Das ist ein Neulingsfehler, Entschuldigung. Wir bedanken uns bei den Gebärdendolmetschern, die... Wir bedanken uns selbstverständlich und wie immer bei dem großartigen Team der Landesgeschäftsstelle. Und bei allen anderen, die mitgeholfen haben, diese Veranstaltung durchzuführen. Wir bedanken uns außerordentlich sehr beim Präsidium. Ihr habt schwierige Phasen gemeistert gestern. Fürs Präsidium haben wir auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Das gibt der Sven jetzt und Mona geben das weiter. Regionale Spezialitäten, ihr kennt das, es wurde schon vorgestellt. Wir wünschen dem neuen Vorstand viel, viel Glück und uns sozusagen viel Glück bei der Arbeit. Dafür hat jetzt die Landesgeschäftsstelle keine Geschenke vorbereitet. Nehmt eure Blume mit, sondern Arbeitsgrundlagen. Wir haben hier nämlich kleine USB-Sticks mit den wichtigsten Dokumenten für eure Arbeit. Die dürft ihr euch jetzt gerne schon mal nehmen. Bitte schön. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch denen, die in Koalitions- und Bündnisgesprächen sind, in den nächsten Wochen eine gute Hand zu wünschen. Euch allen anderen eine erholsame Sommerpause und natürlich zuerst mal eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder
im Herbst.